Make sure, dass wir heute eine geile Zeit im Jugendzimmer haben. Alle sind da. Das ist eine LAN-Party. Wer? Fuck! Passt nicht? Anruf! Torrent? Torrent ruft an! Jetzt im Jugendzimmer, alle Spiele! Battlefield 42, Unreal Tournament 2004, Command & Conquer Flatout. Jetzt komm ran, los geht's! Leute, 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 was geht ab? Hier ist ja wohl nur wild, oder was? Ist hier, yes, eure Lieblingscrew ist am Start. Wir schreiben das Jahr, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich 2004, ne? Wenn Unreal Tournament, okay. Oder 2003, ich weiß ja, nicht genau. Irgendwie da soll ich. 2003. Ihr seid dabei, der Chat ist da. Heute haben wir eine lustige Runde um uns gestrickt. Wir haben zwei freie Plätze, aber ganz außen sitzt erstmal Tobi. Tobi, schön, dass du da bist. Hallo. Tobi ist nämlich schon ins Haus reingekommen, denn Tobi ist heute unser Admin. Tobi, wie geht's dir? Gut, ganz hervorragend. Ich bin ein wenig aufgeregt, aber wir kriegen das heute Abend bestimmt. Was macht der Ping? 3. Oh, da weiß ich aber nicht, ob ich performen kann. Ja, ich sag's euch, der 56k-Modem ist in der Tasche. Simon! Hallo. Simon, wir haben 3er-Ping heute. Ich habe keine Ahnung, aber es ist egal. Simon macht dich erstmal fertig. Dann haben wir noch Steffen Jiva hier. Guten Tag, hallo. Du bist ein richtiger, du spielst Battlefield schon lange, ne? Ich lebe Battlefield. Battlefield ist das einzige Spiel, was ich jemals gespielt habe und jemals spielen werde. Wirklich? Ist das so? Nee. Okay. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Oh Gott, ich palme. Aber Battlefield ist doch richtig nice. Battlefield ist einfach richtig nice. Ja, ist richtig nice. Ja, schön, das können wir doch mal machen. So. Schön, dass du da bist. Simon, wie geht's dir? Gut, hab mir gerade noch einen Kaffee geholt. Ja, das ist richtig. Heute ist LAN-Party. LAN. Aber nicht so eine Fake-Scheiße, weißt du? Heute ist Real LAN. Heute ist LAN ohne Vorbereitung, so wie es war früher. Heute gab's einen Anruf, bring deinen Rechner mit, komm zu mir, komm zu Benny, wir machen LAN. Ja. Und aus Benny ist Tobi geworden. Alle bin ich alles cool. Mich verwechseln die alle, das ist okay. Genau. So, wenn mir jetzt noch jemand sagt, wo der Porno-Ordner ist, dann möchte ich... Der ist noch nicht freigegeben. Erst nach dem ersten Spiel. Torrent hat eben angerufen, der braucht noch einen Moment. Ah, na gut. Torrent. Ja. Das ist der Spitzname von unserem Typen, der die ganzen Cracks besorgt hat oder so. Torrent? Nein, das ist Game Copy World. Das müssen wir ehrlich sein. Okay. Können wir auch leider gar nichts runterladen, das ist alles, der Download ist dicht. Und Valentin ist da. Hallo. Hallo, bin ich hier richtig bei Krogmanns? Meine Mutter hat sich verfahren, wir waren bei Krogmanns. Bei Krogmanns? Ja, ja, das passiert auch. Ich bin deswegen leider ein bisschen zu spät, aber top vorbereitet. Besser als bei Krogmanns. Na egal. Leute, wenn ihr mitzocken wollt, das ist heute so eine Nummer, wo wir sehr, sehr gerne eure, wie soll ich sagen, wir wollen euren Skill haben. Wir wollen erstmal Battlefield 42 spielen, 1942. Wahrscheinlich wisst ihr es schon, denn ich habe das im Forum vorbildlich eingetragen und auch bei Twitter schon mal erwähnt. Falls es nicht so ist, habt ihr noch Zeit, euch das Spiel zu installieren und später werden wir auch Unreal Tournament zocken. Das könnt ihr dann auch schon mal vorbereiten. Tobi hat einen Server aufgesetzt und mein Wunsch ist es eigentlich, dass wir hier zu fünft in einer Gruppe sind. Ja, bitte. Weil wir können uns unterhalten. Ja, ja, das wäre schon gut. Ne? Und dann zerstören wir alle, die gegen uns sind. Ja. Das ist mein Plan. Ja, ansonsten geht's wieder los, Diskussionen, guck nicht auf meinen Bildschirm und so, das wollen wir nicht. Ja, genau. Aber erstmal muss ich das Spiel starten. Ihr habt's ja schon. Aber können wir mal mit mir auf meinen Rechner gehen? So. Ja. Tobi, wie starte ich das Spiel? Sag mal kurz. Also du musst auf, glaube ich, auf A, nee, das war die Diskette, C ist, glaube ich, richtig. Ja. Ja, und dann ist da so ein Ordner, der heißt, glaube ich, so Battlefield ohne, glaube ich. Wofür steht das ohne? Skill. Ohne Skill, da bin ich richtig. Ja, genau. Und genau. Da den Panzer, ja? Ja, genau, den Panzer. Ausführen. Perfekt. Hast du die Firewall deaktiviert vorher? Ich gebe gleich Firewall deaktivieren. So, jetzt geht's los. Hört mal rein, Chat. Ihr hört's nicht, aber wir hören einmal das Intro. Dum, 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 dum. Das ist besser. Gib mir das Ich weine fast schon. Das ist einfach nur Hammer. Großartig.
doch keine bessere Musik, jetzt mal ehrlich. So, ja. Verdammt, so geschehen schon wieder. Guck mal, die zeigen jetzt alle Kriegsmaschinen am Anfang. Alles, was es gibt. Natürlich. Aber das war ja auch damals super krass faszinierend, wie viel Verschiedenes du eben zeigen konntest. Ja. Und die Musik ist halt 3 Minuten lang, dann brauchst du halt 3 Minuten 10, die vorher dann packst. Ja, die, aber die geben wir uns jetzt. Ja, natürlich. Ja, klar. Jeder Song war damals 3 Minuten lang. Boah, was? Boah, das war ein echt guter Explosionseffekt. Das ist halt real, Walle. Wahnsinn. Jetzt kommt... Aber man kann ein U-Boot fahren, Leute. Aber das war auch überraschend. Absolut mindblown. Hörte das. Oh, ja. Johann, was machen die Diesel? Torrent. Torrent, was machen die Diesel? Spruch heute Abend. Leute, ich kann nicht mitspielen. Ich muss mal eben Windows neu installieren. Ach, ja, das, ja, tut mir leid. Dann bis morgen. Ja. Dann komm morgen wieder. Ich glaube, die CD ist da drüben im Rucksack. Oh, damn, die CD. Ja. Die ist aber immer so verkratzt. Das war das Intro. Und ich glaube, die Stimmung ist gut. Ich habe in Chat geguckt. Chat findet's Hammer. So, also ihr habt alle das Spiel offen, ja? Yes. In der Tat. Ja. Ja. Du auch. Ich auch. Chat, jetzt mal ehrlich. Hat jemand von euch das Spiel offen und kann mitzocken? Also ich habe auf jeden Fall eben gelesen, jemand will mitzocken. Da können wir nur sagen, ihr seid herzlich eingeladen, let's go. Ich meine, das war ja klein damals. Wir müssen es ja recht schnell installieren können. Kramt die CD aus dem Regal, let's go. Ja, schnell das USB-CD-ROM-Laufwerk noch rausholen. Ihr habt doch Sicherheitskopien schon. Man hat sowas ja. Ich habe keinen CD-ROM-Lauf mehr. Das ist die größte Hürde. Ja, ist wirklich eine riesige Hürde. ROM-Laufwerk irgendwie auf. Was denn, kann mir sowas hier schreiben? Ja, aber das kannst du schnell bei Steam kaufen. Oder GOG oder so, oder? Ja, sowas. Ja, Chat, stimmt. Irgendwo da. Okay. Ich glaube, EA ist es, glaube ich, noch, ne? Kann es sein? Tobi meint auch. Die EA ist doch mittlerweile bei Steam auch. Ach, stimmt, du hast recht, ja. Tobi sprach davon, dass in unserer Community sehr viele Pros unterwegs seien. Mindestens 3. Ja, perfekt. Gegen 3 ist fast. Ja, lass das spielen. Das finde ich gut. Tobi, sag du mal kurz, warte, ich gehe mal selber eben auf den Server und dann kannst du sagen, was die anderen Leute eben machen müssen. Sag das doch gerne, wie du draufkommst. Ja, okay. Ja, okay. Weißt du es noch? Das ist eine gute Idee. Ja. Okay, ich zeig's, wie es geht. Multiplay, weil es heißt nicht Multiplay, es heißt Multiplay. Das ist schon mal das Erste. Ja. Internet. Dann gehe ich auf Add Server. Ja. Dann heißt der Server jugendzimmer.rbtv.to. Dann gibt's hier einen Port. Den müsst ihr euch merken. Ich klicke auf Join. Das ist ja ganz fabelhaft. Das ist ja viel einfacher zu erreichen, als ich dachte. Dann muss ich ein Passwort eingeben. Und das Passwort... Warte, sage ich euch, warte, ich muss. Bohnen. Ja. Das müsste Bohnensoldat sein. Gucken wir mal, ob das ganz klappt. Klein. Ganz klein. Schauen wir mal. Ja, der ist Bohnensalat, aber ein Salat kann so schlecht kämpfen. Deswegen haben wir es geändert. Logisch, ja. Viel zu friedlich, so ein Bohnensalat. Ja. Ja, und so bin ich auf dem Server. Ja, geil. Wie war der Port-Chat? Also, Tobi hat mir gesagt, das kann man auf Standard lassen. Deswegen habe ich es jetzt nicht weiter erklärt. Tobi, kannst du was dazu sagen? Das ist absolut richtig. Einfach den Standard-Port lassen, das wird funktionieren. Und Bohnensoldat cool. Klein, nicht groß. Ja. Richtig. Ja, ja. Ja. Mhm. So was wie Großschreiben machen wir heute nicht. So. Wollen wir dann. Auf welche Seite wollen wir denn? Wir als Team? Verteidiger, oder? Ja. Verteidigung ist bei einfacher. Ja, das weiß ich nicht, aber erinnert ihr euch noch? Ihr wart doch auch fast alle bei der LAN-Party vor 3 Jahren dabei. Und da sind wir doch irgendwie ist nicht aus den Landungsbooten rausgekommen. Genau. Es ging mir eben genauso. Ich war eben auch so, wie geht die Klappe auf? Ich hab's nicht gefunden. Hier. Die Pfeiltaste hoch. Alter, die Pfeiltasten. Also das Gute für uns ist, sowohl Steffen als auch Tobi haben Plan. Und Steffen hat noch mehr Plan, sagt Tobi. Geil. Also, Steffen hat Plan. Wenn wir Fragen haben, Steffen, okay. Und der ist ja in unserem Team. Das ist ja das Geile. Das ist ja das Geile bei uns hier, wir Leute. Wir könnten mal eine Chance haben. Dann spielen wir Axel, ja? Ja, ab rüber. Okay, Axel, let's go. Der erste Player und Limster sind jetzt auch schon drauf. Okay. Oh, da sind die Leute. Walle, du musst das Team wechseln. Ja Axel. Geht nicht. Wie machst du? Weil gerade noch genug Leute da sind. Oder nicht genug Leute da sind. Vielleicht. Was soll ich spielen? Steffen, was spiele ich? Keine Ahnung, ich spiele NG. Engineer. Du musst doch auf das Tap-Ding hier oben. Dann nehme ich Sniper. Ja. Wo okay. Spawn ich? Ja, wo spawn ich? Einfach drücken. Okay. Am Hauptstützpunkt, würde ich sagen. Wo ist der? Ja, das große Ding in der Mitte. Das ist unten. Der das Bubel hier? Ja. Du meinst
Im Süden? Ja, im Süden. Scheiße. Das Fliegen ist auf jeden Fall nicht einfacher geworden in all den Jahren. ihr seid schon auf der Map, oder was? Ja, ja, klar. Genauso wie Limstar und Player. Ich weiß nicht, ob Player seinen Namen nicht gehört hat. Oder bist du, wer ist das? Wer läuft da zum Flugzeug? Das bin ich. Oh Gott, ich hätte dich fast abgeknallt. Was? Ja. Wir müssen uns doch abstimmen. Wollen wir uns nicht mal sammeln? Was? Na, wir müssen erst mal gucken, wo deren Träger ist. Wir müssen erst mal warten. Obwohl die haben eine Flagge haben. Der Träger ist irgendwo im Osten. Okay. Westen. Westen. Also ich als Sniper bleib im Bunker und Sniper also alles weg. Ich guck auch mal nach dem... Der ist im... Oh. Ost-Westen ist er. Im Wasser ist er nicht. Da kann er ja nicht sein. Kann man diesen Nebel ausschalten? Nein, der gehört zum Feature. Also ihr könnt meinen, also bei mir, ich wollte sogar sagen, Regie, ich bin Sniper. Ja? Und ich nehme das sehr ernst. Ich bleib jetzt in meinem Bunker. Nein. Wie immer. Also ich drück die ganze Zeit. Okay. Ja, du bist gerade noch, weil gerade Auto-Team-Balance, glaube ich, noch. Ja, das macht ja auch total Sinn. Ja. Deswegen also, bitte ich euch warten. Da draußen nicht direkt unserem Team beizutreten, damit ich auch noch die Chance habe, meinen Freunden zu joinen. Wer ist das da unten? Ich schieß einfach. Ja, rot bist du. Du bist nicht rot. Ja, ja, wenn ich hüpfe, bin ich. Ja, du bist es. Ich kann dich beobachten. Dann kommt noch einer. Einer verfolgt dich, der jemand anders hüpft. Nee, das ist mir. Du siehst auf der Karte alles hier. Okay. Ey, Wahnsinn, was damals schon ging. Deswegen, also nicht nur, dass ich Waffen nicht so geil finde, aber auch deswegen ist es nichts für mich. Sauber! Nee, die geht noch. Scheiße! Nee, die hab ich schon eingeschaltet. Oh mein Gott. Jetzt kannst du wechseln, Walle. Ich kann wechseln. Jetzt kannst du wechseln gerade. Ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Ach so, ich muss auch. Ja, ich glaube. Ja, ich versuch's mal. Die IP wird nochmal gefordert. Jugendzimmer.rbtv.to ist die IP. Hm. Ich glaube sogar eine Bauchbinde einmal kurz und die kann bestimmt die Regie nochmal kurz einblenden. Kann ich mit dem Flugzeug wieder landen? Ja, aber es ist sehr schwer. Wer hat das Flugzeug da oben? Das bin ich. Überall, wo ein roter Kreis drauf ist, es gehört uns. Okay. Rogi. Aber ich habe schon Gegner gesehen. Der steht ja. Alter, das ist Fliegen? Das ist Fliegen? Nee, das ist ja voll geil. Ja, warte mal, bis du in der Luft bist. Wie geht's hoch? Maus nach unten ziehen, nach hinten ziehen. Oder nimm dies, Nummern, hier diese Pfeiltasten. Damit kannst du das auch ja, okay. Und wenn du C drückst, kannst du die Kamera ändern, was echt manchmal hilfreich sein kann. Oh, geil. Alter, ich werde hier schon beschossen, Leute, was geht hier ab? Ja, hier, also ich weiß ja nicht, wo du bist. Da, genau, direkt vor dir, auf dem Panzer, läuft einer gerade rum. Bei diesem zerstörten Bunker. Du bist doch auch ein Panzer, oder? Nee, ich fliege. Entschuldigung, warum habe ich das getan? Wer ist denn der andere Dude? Ja, ich bin in dem anderen Panzer. Warum habe ich das getan? Ah, okay. Hier, da ist was im Wasser. Hier, da ist was im Wasser. Simon und rechts. Da ist was im Wasser, Kamikaze! Was? Kamikaze nehmen! Scheiße, nehmen. Da, der läuft immer noch an der Küste entlang. Der eine. Was seid denn ihr für Klassen? Was soll ich denn jetzt mal nehmen? Ich bin Engineer. Okay, Simon? Oh, Achtung, wir kämpfen gerade. Tobi nicht im Panzer, also Engineer wäre nicht schlecht. Okay, ja. Nee, haben wir ja schon. Dann mach ich doch mal Medic. Wir haben noch keinen Medic. Ich bin der Medic, Leute. Medic ist gut, ja. Ich töte hier gerade mal kurz einen. Shit. Wenn ich mal treffen würde, kann ich nicht mehr schießen, Leute. Ah, hab ich erwischt. Hat er vergessen, wie schwer das ist. Er hat wieder erwischt. Ey, kann man sprinten? Nein. Sprint ist quasi dauerhaft. Ey, Spiele waren damals so viel schwerer. Ey, au. Wer schießt mir? Wer war das? Ich nehme mal hier unseren Bunker wieder ein, ja? Ja, bei uns sind Gegner. Ein Panzer. Da hinten komme ich nicht hin, da komme ich mit meinem Panzer nicht hin. Man kommt überall mit dem Panzer hin, wo man möchte. Hallo Leute, ich bin hier, nicht mich beschießen will. Tobi, ich bin hier hinter dir, im Bunker. Ja. Aber ich kann die Community natürlich, ich weiß immer, wo wir sind, ne? Als ob das einen Unterschied macht, wir sind alles Wahnsinnige. Doch, die können spicken. Sind wahnsinnige Hunde. Gar kein Problem. Ich nehme einfach jetzt einen Panzerfaust. Hier komme ich nicht durch, ich auch. Falsche Aussage. Ja. Wir müssen uns hier verteidigen. Ah. Leute, hinter euch! Also da, wo Kobas gerade war. Oh ja, da ist was. Aber ihr müsst auch den Achsenmächten hier mal mehr dienen, Leute, ne? Nicht nur jetzt. Ja, wir sind doch gerade in der zwei sogar. So, ach so. Sag ich ja. Wir sind vor allen Dingen. Das ist für Krogi. Alle ich bin zurück, hinter dir, Krogi. Voll zurückgedrängt geil. Worden. Wir müssen jetzt mal hier wieder was holen. Hinter euch. Das ist ein Typ im Dingens. Im Auto. Ja, Walle hinter uns! Okay, wow. Bringt ihn um! Walle, der muss sterben! Typ im Auto oder was? Da steht Muni hier. Darfst du irgendwo Muni? Ich lauf da jetzt hin, bis er stirbt. Ich heil dich, wenn du fast stirbst. Ja. Hier, Walle. Ja, ich balle auf den. Fuck, ich hab keine Muni mehr. Ah, Walle auf ich den! Ich bin's! Wie, das bist du? Nein, nicht du, Korax. Ja, sorry. Aber geh nochmal da. Der ist aber sowas für tot. Sehr gut. Oh, die haben unseren Hauptschutzpunkt erobert. Oh ja. Nein, Andele. Aber wir holen das gerade alles zurück. Ich hab keine Munition mehr, Leute. Hä?
Ich hab hier jetzt noch Platz für einen Schützen, ne? Hat wer Moon? Hat wer Moon? Ich nehm die hier einfach. Ich nehm auch die Moon. Ich hab noch zwei. Ich hab noch zwei Raketen. Ich hab wieder Moon. Alle, willst du bei mir einsteigen? Nee, bist on. Doch, doch, da bist du doch. Ja, komm mal rein hier. Ja. Hast du ein schönes MG oben drauf. Schön. So, da bin ich. Oh, Steffen muss wieder zu Fuß gehen, ne? Ja, ja. Warte, 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 Tobi, warte kurz. Ich fahr hinten bei euch mit rum. Warte, 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 warte. Okay, ich bin drauf, fahr. Ja, ich mag diese Stimmung hier heute. Direkt vor uns, direkt vor uns. Ja, ist das ein Gegner? Ja. Okay. Alles was. Ich bin tot! Bring ihn um, Valentin, bring ihn um! Ich versuch's, aber der Panzer, der bewegt sich ja auch. Wisst ihr, das ist ein Gefährt. Ah. Oh, ich habe meine Waffe schon überhitzt. Oh, rechts, rechts, rechts. Ja, schon damals. 10 Sekunden. Wo sind die anderen? Da, okay. Okay, das, die erste Runde ist eh ein Reinkommen. Ja, genau. Ah, müssen warten. Ich hab geschossen. Hinter uns. Oh Gott. Aber das macht wir sind bei der Flagge. Wir sind das macht ja ultra Bock, das Game. Das ist unnormal, oder? Aber, war das so? Hey, was geht ab? Das ist ja nur Hammer. Okay, ich bin direkt getötet worden. Ja, man muss auch wissen, von wo man beschossen wird. Das ist, ich muss erst mal reinkommen. Du hast recht. Bei Battlefield muss man das nicht wissen. Nein, nein. Ah! Oh, sorry, das wart ja ihr. Ich dachte, beschossener Mann. Okay. Haben wir hier irgendwo ein Fahrzeug? Ja, hier. Im Gebäude ist einer. Oh, der hat dich wahrscheinlich getötet. Bitte? Komm mit hier. Hier unten sind super viele Schweine. Echt? Ja. Schweine? Da. Wo, wo, wo? Da. Wo? Was? Alter. Ich hab einen Hänger. Rechts? Da hinten. Ach da, ich sehe ihn. Okay, ich sehe einen. Aua. Ich komm, der, kommt der rein? Kommt der rein? Nee, er ist da unten. Der ist da unten. Der ist unten am rechts quasi vom Bunker. Bunker, Bunker, wo ist denn Bunker? Also an der. Oh, warte, Planquadrat D4. Okay, ich gucke auf die Map. Am Strand der Amerikaner. D. Ach, ey, da bin ich ja überhaupt nicht in der Nähe. Ach doch, doch, hier. Nee, ja, weiß da, wo Mietz ist. Mietz ist unser Kumpel, der ist hier schon wild am rumschießen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh Gott. Buri. Aber hier spawnen die natürlich auch, ne? Die haben hier schon einen guten Landepunkt. Ja, wir müssen den Landepunkt mal wieder zurückholen. Ja, ich geh mal hin. Hey, Walle. Ja. Okay, ich komm da auch mal mit. Möchtest du wieder auf deinen alten Down ist ja, sofort. Warte. Wo ist einer? Bei dem Strand von denen sind die gerade gespawnt. Hab ihn. Nee, du hast ihn. Ich hab den auch noch. Wie, dieser. Okay, danke, Mann. Ich bin wieder da. Komm, ich nehm Sniper. Die Panzerfaust ist butter Kacke. Hey. So. Netto Lurch ist auch dabei. Sehr gut. Netto Lurch! Netto Lurch! Oben an dem Bunker oben. Oh, ja, ja, du hast recht. Hab ihn! Netto Lurch, besser als der Lidl Lurch! Oh, Flugzeug in der Nähe. Bei uns oben wird was eingenommen. Wo, 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 wo? Der Bunker oben, auf, einer von uns quasi. Ah, falsche Seite, da komme ich nicht aber hin. Aber ich. Doch, warte, warte, sehen. Warte, ich sehe. Was? Okay, fahren wir hin. Ich hab da getroffen. Ich hab da einen Sniper, warum hab ich den getroffen? Die haben schon wieder eine Flagge, verdammt nochmal. Ja, ich bin nicht hier unterwegs. Ich gehe jetzt mal, ich hol die. Oh, da sind auf jeden Fall mindestens zwei bei der westlichen Flagge. Ja, die können dir nichts anhaben, du hast einen Panzer. Ja, ja, drei oder vier. Ne, die haben ja vielleicht auch eine Panzerfaust. Ne? Oh, das sind. Wie viele? Fünf! Fünf Leute! Also, da sind schon einige hier. Ach, Mano! Krobi kriegt schon PTSD. Ich wusste nicht, dass es so realistisch ist. Direkt vor uns drei Leute. Das wackelt zu sehr hier. Einen hast du. Geil. In dem Bunker war auch noch zwei. Ja, die schnappt ihr, ne? Ich geh runter zum Strand. Ja, Wollo! Hier, komm her. Strand ist. Nein, ich hab ja! Ja! Egal! Zwei niedergemäht! Yes! Mega! Ich helfe dir, Simon, ich komm runter. Wir sind okay, ich hol die Flagge runter. Sehr gut gemacht. Obwohl, nee, da ist noch einer. Du hast verschossen. Ja, schön, sehr schön. Okay, einen hab ich noch. Da ist im Wasser noch einer. Sniper! Sniper! Nein! Oh, wie hat er mich noch. Oh Mann, ich hab ihn so viel früher gesehen, trotzdem nicht. Ehre und Stärke! Was? Ehre und Stärke hier. Viel mehr Chaos war das damals, ey. Ach, das bist du, Steffen. Steffen, ich nehm's ein. Steffen, das bist du. Ich hab dich verraten. Ja, bitte, verrat mich nicht. Ich hab mich hier versteckt. Krogi, ich bin hier gar nicht. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Okay, jetzt wissen sie, dass ich hier bin. Ich kann euch ein bisschen Sniper-Unterstützung geben. Ey, ey, ey. Ich bin hier am Strand halt. Da ist noch ein Gegner irgendwo. Hier ist er. Hab ihn. Ja! Ey, oh, Granaten! Was? Halt doch auf, Granaten zu werfen, Leute. Das ist voll unfair. Wir haben gesagt, keine Granaten am Anfang, als wir den Server gestartet haben. Also, Sniper ist auch zu schwer. Oh, jetzt bin ich tot. Was? Krogi, die Community hat mich getötet. Was ist denn leicht? Was ist denn leicht zu spielen? Scout? Nichts. Das ist wirklich ja super nee, schwer. Assault kannst du spielen. Das ist relativ simpel. Okay, sind mindestens drei oder vier an der westlichen Ecke. Ne? Ja, ich sehe die auch, aber ich habe die falsche Waffe um. Aber ich kann die nicht wegsnipern. Ah, Burn is down. Ja, Snipern ist gewöhnungsbedürftig. Ja, Sniper ist. Ich weiß nur nicht, was muss ich denn damit einbeziehen? Also. Ja, Ballistik, ja, oder? Ja, Ballistik auf jeden Fall, aber nur so ein bisschen irgendwie. Netto Lurch, seh dich doch da unten. Cheech hatte eine Frage. Was hat ein Cheech? Ah, okay.
Krogmann hat Netto Lurch umgebracht. Shit. Denn mein Lurch. Da unten war noch einer. Ich hab ihn genau gesehen. Ist Brutto. So, komm, wir holen uns jetzt hier diesen Brückenkopf zurück. Ja, warte, ich gebe euch Deckung von oben mit dem MG. Achso, ich schieße auf dich, sorry. Nein, ich wurde erledigt von irgendjemandem. Von miese Schweine. Den Loopings kann man mit den Dingern nicht fliegen. Hei, 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 hei. Nabend, Apophis. Alter, diese Sterbesequenz ist einfach nicht von dieser Welt. Oh, ich hab ihn doch erwischt. Der ist doch gar nicht im Voice, du musst doch im Chat anschauen. Seht ihr das, wie ich abrasiere? Ja. Limpster ist down. Ich komm unter zu euch, Leute. Links von euch, ja? Kogi, komm! Das ist ein Killing Spree gerade. Ich bin auch da, Leute, ich bin auch da. Ja, Mann. Wir nehmen jetzt hier die Flagge ein. Das ist, du hast recht. Strand unten. Die Waffe ist einfach nur nice. Kevin, ich bin auch da. Da noch zwei von rechts. Die andere Flagge eingenommen. Welche Flagge haben wir? Okay, jetzt zur Flagge der Gute. Ich hab gerade zwei weggehauen. Geil. Ich geh oben nach oben zu der Flagge. Ich auch. Ich komm jetzt mit einem Flugzeug. Komm rein. Ich komm im Panzer. So ein Panzer vorne. Übrigens, wenn jemand möchte, ich habe hier eine Snackbox mitgebracht. Ne? Nee, das ist unsere. Aber nur nicht die Chipsletten essen, bitte. Die gehören mir. Okay. Kann ich mich selber heilen? Ja, kann. Alter, was ich hier aufräume! Freiflugschein für jeden! Richtig so. Da ist einer, läuft noch einer. Wer hat mich denn da gekillt? Das Flugzeug? Assault macht Spaß. Assault ist besser, ne? Ja, das macht das funktioniert. Ey, die nehmen gerade die Flanke in der Mitte der Insel ein. Die müssen wir dringend zurück holen. Ja. Ich bin schon mit dem Panzer unterwegs. Ich bin übrigens Tetris Pie, der Held dieses Servers. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, also falls sich jetzt jemand die ganze Zeit gefragt hat. Das wäre schon die ganze Zeit ab. Ach, Tetris Pie schon. Ich dachte, du bist ein Medic. Friendly. Ja, ich nehme meine Rolle nicht ganz so ernst. Ich bin ein sehr tödlicher Arzt. Die besten Ärzte. Dr. Chivago war auch immer sehr tödlich. Sie fliegen alle. Oh nein. Brauchen wir Hilfe hier? Ach, ihr seid auch schon alle da, ne? Warum kriegen wir die nicht? Wir sind hier 3-4 Leute und die schießen mit dem Raketenwerfer da oben. Als Sniper, ein erfolgreicher Sniper. Hier auf dem Hügel mal den Typen wegsnipern mit dem Raketendödel. Okay. Ja, das hat Krogmann erledigt. Oh shit, ich hab mich in der Höhle verfahren, hier in dem Loch. Ich stehe da gegenüber mit dem Panzer. Wenn du irgendwas siehst, sag Bescheid. Im Bunker ist einer. Was? In dem Bunker hier? In der Bunker ist noch einer. Wie beim Panzer, da ist keiner. Doch. Ein Fahrzeug. Da ist jemand drin. Granate. Hier, weg mit der. Granate. Oh, nein, ich seh. What the fuck? Warte. Was? Hast du mich erschossen? Nein. Was? Teamkill? Ich hab Hell 9000. Tetris. Ich bin da. Ja, Mann. Ah, ja. Gut, dass. Ah. The tank is rolling. Ja, ne? Hier ist unten auch viel los. Da ist doch irgendwie Rolling the Haten. War nicht kaputt. Komm zu dir. Ich da runter? Ich kann da. Also, da. Genau. Komm, steig mal ein. An der Coastline ist was los. Komm, steig mal ein. Komm rein. Perfekt. Steig mal ein. Perfekt. Ich bin. Bogi, warum bist du noch nicht drin? Bist du jetzt drin? Ja. Bist du schon drin? Ja, ab zur Coastline. Okay, ab. Leute, wir gehen zur Coastline. Okay. Verstanden. Machst du bereit, Kogi? Ja, und. Abfahrt. Wir sind da. Fahr die um. Wo sind wir denn? Ach, mach aus dem Hack. Wo denn? Ich seh jemanden. Der hat's getan. Der hat Camouflage an. Nein. Was ist da passiert? Die haben bestimmt eine Mine ausgelegt, also ein Bums. Das war eine Mine, natürlich. Jetzt kommen die hier schon mit Landminen an. Wisst ihr eigentlich, dass das verboten ist? Ich kann so weit nicht runterziehen. Ich auch nicht. Okay, dann müssen wir irgendwie, Aber wir haben zumindest wieder den, nur die, den Strand. Ja, rechts hoch und dann und teilgedeckt. Oh, die kämpfen gerade um die andere weiße Flagge. Die sollten wir zurückholen. Ja. Okay, ich komme, Kamikaze Man kommt. Oh nein. Doch, es ist soweit. Im Gegensatz zu modernen Battlefields heilt man sich ja nicht selber. Das ist ja, man hat sich so dran gewöhnt, das Spiel einfach so einem alles schenken. Und hier muss man sich einfach selber heilen. Ja, ey, musst du für arbeiten. Mir macht es 100-mal mehr Spaß als ein modernes Battlefield. Ja, auf jeden Fall. Ich meine das auch eher positiv, aber man muss sich halt dran gewöhnen. Man darf nicht erwarten, dass hier alles von alleine läuft. Hier ist keiner, ne? Hier fallen keine halbwegs. Aber, oh, da oben. Wer ist er? Also, hol dir wieder eine Flagge. Die Flagge oben wird schwierig. Wer ist? Also da brauchen wir Unterstützung oben. Ja, wir wenden, wir kommen. Es ist so geil, dass die Draw-Reichweite so niedrig ist, dass ich nicht in den Bunker reinkomme. Oh, ich wurde aber just in diesem Moment gekillt von einem Sniper. Das ist ja unwünschbar. Aber passiert. Okay, aber wir haben Mietz hier schon. Mietz regelt hier allein. Lass uns Regeln aufstellen. Landmine giltet nicht. Okay, und Sniper auch nicht. Es sei denn Simon. Ja. Wenn nur noch 10 Tickets da sind, nur Messer. So, ich versuche jetzt mal meinen Job als Medic ernst zu nehmen. Allerdings, ich weiß immer nicht, wo ihr anderen seid. Also, ich würde euch ja gern heilen. Mhm. Aber ihr seid so verstreut. Wir sind immer mitten im Kampf. Ja, wir brauchen sowas wie eine Front, wo wir alle wissen, da sind wir jetzt. Guck mal, das bin ich. Eine Front wäre top.
Orientierung ist eh. Naja, also in Richtung dieses einen amerikanischen. Oh, da kommt der Flieger. Ah, hier ist Krogi. Guck mal, den könnte ich heilen. Krogi, sag mal, wenn du. Heil mich! Okay, ich bin gestorben in dem Moment, wo du das gesagt hast. Ich auch. Aber wie haben sie es gemacht? Ich war Granate in euch geworfen. Ja, der hat euch mit einer Granate. Okay, Leute, keine Granaten. Also wirklich Granaten sind. Okay, Leute, keine Granaten, keine Minen. Okay, es ist einfach nicht fair. Das muss euch doch klar sein. Dragonlier schreibt im Chat, weh, hört auf, ich installiere gerade. Nein, wir sind gerade das Dragonlier. Wir sind nicht mal warm. Auf die. Naja, 100 Tickets noch, dann ist Ende, ne? Es ist Match 1. Ja, dann Flatout. Wirklich, das Gewöhnungsmatch ist das hier. Vielleicht sollten wir nicht zu viel im Bunker stehen. Wir machen es einfach so, sobald Dragonlier jetzt Lehrer hören wir auf, okay? Ja. Das machen wir bei jedem Spiel. Das fand ich ganz gut. Nein, ich mag natürlich Dragon Lear sehr gerne. Ich liebe den auch. Also, nein, wir machen gleich eine Besprechung. Das ist eine Reinkommerrunde und dann besprechen wir uns. Von rechts kommt hier jemand. 1600 Uhr ja, oder so, sagt man doch. Hier, ich bin der Panzermensch hinter dir. Du kannst wieder einsteigen, wenn du möchtest. Ja, aber ich bin immer gestorben, wenn ich mit dir gefahren bin. Aber ich geh rein. Nö. Wenn ihr ein feindliches Flugzeug seht, sagt Bescheid. Ich bin im Flugabwehrmodus. Wie viele Leute können mitfahren im Panzer? Nur zwei? Ja. Okay. Maximal. Es gibt doch Panzer, wo nur einer mitfahren kann. Ist das ein gutes oder ein blödes Flugzeug? Okay, ich hol die Flagge jetzt. Wo bist Nein! du? Nein! Hier am Strand? Okay. Ach so, am Strand ist irgendwo noch einer. Okay, Strand. Ich bin die ganze Zeit beschossen. Wir gehen zum Strand. Leute, könnt ihr bitte aufhören, auf mich zu schießen? Das ist unfair. Seht ihr, wie komisch zuckelig das ist, wenn der Panzer bewegt sich ja und dann du nochmal selber. Ja. Das ist so schwierig, wenn du dann in der Fahrt... Dreh dich mal ein bisschen, Tobi. Wir sind Ryder auf mir. Ja, ich dreh. Es fühlt sich so an, als wäre das Spiel irgendwie von 95 und so. Das ist, wenn ich der Gegner wäre, es ist so schwierig, dann auf dem zu bleiben. Ja, auf dem Hügel dahin. Wahnsinn. Auf dem Hügel. Hab ihn. Yes! Die haben unsere Hauptbasis. Power Thompson! Leute, Hauptbasis. Ups. Einer ist vom Hügel runter noch. Ja. Hauptbasis. Oder am A-Bunker. Oh, Vorsicht, Panzerschütze vor uns. Ja. Lass doch den Panzerschützen sein. Der müsste unsere Basis zurückerobern. Nee, das ist ein Schwein. Ich hol ihn mit dem Traktorpanzer. Wo ist er, rechts oder links? Oder über mir. Ah, ich hab ihn verloren. Da links. Hui. Boah, okay, jetzt. Down ist er. Starbridge ist down. Wir haben übrigens schon recht viele Leute auf dem Server. Das wird auf jeden Fall wild jetzt. Mega, das ist ja geil, ey. Let's go. Das ist, Leute, das ist LAN. Das ist Hammer. Das ist nicht LAN, das ist LAN. Ja, Mann. Oh, in unserer Hauptbasis steht ein Panzer. Die haben einen von unseren Panzern geklaut. Oh, was? Schweine. Panzerklauen gilt übrigens auch. Oh, da hinten. Nee. Ah, ja. Just saying. Was ist gespottet? Sehr gut. Wie geht nochmal spotten? Ich glaube, es geht gar nicht. Ey, ich meinte einfach, du hast gesehen. F3 ist es. Echt? Es gibt wirklich? Also, da kannst du sagen, dass du was gesehen hast, aber nicht, dass das so ist. Ja, wow. Also, es gibt kein Ping-System. Das ist ja völlig klar. Woo! Hey, ich hab den Pump. Mega. Nice, sehr gut gemacht. Kobrax auch sehr gut. Hinter dir Kobrax ist einer. Ja, der läuft hinterher und versucht, dich mit Granaten abzuwehren. Ja, ja, ich habe ja einen MG-Schuss. Ah, ja, jetzt sehe ich ihn erst. Ja, sowas musst du mir sagen. Ich bin ja der MG-Dude. Ich bin auch da. Ich helfe natürlich gerne, mich zu schießen. Ich gehe zum Beach. Ich gehe zum so Beach. So schwer! Seht ihr das? Sie ist gezogen. Nein, hab ich erwischt. Okay. Ja, jetzt war ich kurz drauf. Ich gehe zum Beach. Ich gehe runter zum Beach. Ich bleib stehen. Ach ja, so. Danke. Oh. Aber je mehr ich stehe, desto besser wirst du abgeschossen. Ja, ne? Natürlich. Das ist ein... Leute, ich gehe zum Beach, ja? Verteidige ich mich. Ich bin nicht der optimale Wander, wo wandert? Wo wandert? Kann ich dir doch jetzt nicht mehr sagen. Warte mal. Doch. Da links. Da beim Haus. Hinterm Haus muss er irgendwo jetzt sein. Mehr kann ich nicht mehr. Dein Geist hat viel weniger. Unseren anderen Bunker in der Mitte. Ja, ich sehe ihn. Er ist im Haus. Ah, sehr gut, okay. In dem Haus. So, was mache ich denn jetzt? Okay, Tobi, willst du sagen, wo wir hin sollen? Nee. Okay, ich glaube, wenn wir geballt aufkreuzen, sind wir stärker. Okay, meinst du, dass wir im Team sind? Okay, mach das mal. Mach das mal. Ja, ich gebe euch ein bisschen Sniper-Deckung. Hinter Steffen. Und okay, let's go. Bist du da? Ich bräuchte auf jeden Fall Hilfe hier bei der Hauptbase. Ich bin hier nur mit dem Panzer allein. Ja, wir machen gerade noch den. Okay, Leute, ihr müsst euch entscheiden jetzt. Ja. Wohin? Wir machen gerade die kleine Base. Okay. Ich kann dich heilen. Sag du Bescheid, wenn du es brauchst. Ich brauche Heilung. Im Bunker ist. Hey, wieso schießt du nicht? Nein, da war einer vor mir. Du bist halt mir von der Klinik gelaufen. Oh, es ist Kommunikation. Nein! Im Bunker ist einer. Ich hab ihn selbst hochgejagt. Immer noch? Ey, das ist als Sniper gar nicht so einfach. Ja, jetzt ist er wirklich down. Habt ihr den Bunker? Ja, ne? Ja. Steffen? Das haben mich alle geschaut. Machen wir jetzt so eine Eingreiftruppe für Hauptbase? Ja, wo bist du denn? Hinter dir. Die holen uns gerade auf jeden Fall die letzten Basen zurück. Ich wurde überfahren. Ja. Ich war genau hinter dir. Ja, das stimmt. Schwein. Spieler 4722, ja, das merke ich mir. Ey, dein Name, ne? Wenn ich den heute Abend noch sehe, du. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich sehe, ob meine Leute verwundet sind? Weil ich sehe irgendwie. Wenn du zu denen hinläufst, siehst du es unten. Wenn die bluten, Mann. Bleiben Sie stehen. Hallo. Danke. Hauptbase, ja? Oder ja, was? Wir müssen jetzt unsere Hauptbase holen. Die Hauptbase ist die im Süden, richtig? Ja, die in der Mitte der runden der Insel halt. Ich schaff's nicht. Also gehen wir jetzt runter. Na gut. Wer hört zu, Gegner? Genau, das gilt auch nicht. Hier ist keiner, gut.
Oh, fuck. Rechts, rechts, rechts. Starbridge ist rechts. Da. Ja, ja, Bunker, am Bunker, am Bunker. Valentin, ich brauche Heilung. Wo bist du denn? Auch bei der Hauptbase. Scheiße, ich bin wo ganz anders. Ich bin der schlechteste Medic. Okay, lass doch einmal versuchen, Hauptbase einzunehmen. Das wäre noch ein gutes Training. Ja, Hauptbase, das ist gutes Training. Oh, Panzer, Panzer. Uiuiui, ich hab Angst. So, ja. Sie beschütze ich nun. Wie heißen sie? Was heißt der? You can die? Oh, es ist so klein. Von de Kraft. So, von de Kraft. Du wirst jetzt beschützt. Warte. Fühle dich beschützt. Spotted enemy armor. Oh ja. Beschützt. So, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Ich hab euch vorgewarnt. Ich spiele nie wieder Medic. Alter, ich hab mich festgelaufen. Oh, ey, Leute, nicht weiter sagen, aber ich glaube, ich klaue jetzt einfach mal die feindlichen Panzer. Teile ich mich selber? Aber wer schießt denn da auf mich? Nichts geleistet. Nein! Warte kurz davor. Er will mich überfahren. Boah, war das knapp. What? Er überschlägt sich. Geil, und dabei ist er explodiert. Ach, ich liebe es, Amateuren bei ihrer Tat zuzugucken. Bei ihrer Fähigkeit. Ja. Der Panzer ist richtig gemein, der Gegner. Das, oh, feindlicher Panzer. Und das kam aus dem Mund des schlechtesten Medics der Welt. Du bist nicht der schlechteste Medic. Oh, doch, ich bin gerade durch den Stacheldraht gelaufen. Aber ich kann mich ja heilen. Ah, guck mal, ich habe endlich jemanden geheilt. In der Hauptbase ist einiges los, ich sag's nur. Bei unserem Spawnpunkt auch. Ja, ich komme jetzt auch gleich. Komme. Anti-Tank. Nein! Ja, Anti-Tank spawnen und drauf da. Vorsicht, Leute. Zwei Panzer da hinter dem Sandsack. Scheiße, wir haben unseren Spawnpunkt erledigt. Mein Team hier. Ein Spawnpunkt haben wir noch. Wir müssen jetzt Teamwork machen hier. Habt ihr das verstanden? Nice. Teamwork. Nein! Ja! Okay. Ist hier noch jemand? Teamwork. Teamwork. Ja. Oh, Teamwork. Ganz viele Panzer. Panzer. Ja, ich habe einen Panzerabwehr. Ich auch. Dann ist es genau dein Moment. Ich gehe an die Flak. Wow. Bitte. Du kannst auch ein bisschen Schaden machen, ja. Einfach auf die Panzer draufhalten. Das nervt dich voll. Guck mal, ob hier von jemand kommt. Oh Mann, ich schieß mal zu hoch. Oh. Down! Er ist down! Stark. Oh, geil. Und ich auch. Schön, Kobrax, schön. So muss es sein. Ja. Das war noch einer. Auf der linken Seite ist noch einer. Wo ist er weg? Der fährt gerade weg. Ja, den kriegen wir doch noch. Der hat Angst. Den kriegen wir noch. Getroffen. Ja, ich habe ihn auch gehittet. Und jetzt aber. Scheiße, ich komme zu kurz. Ich habe keine Kanonenkugel mehr. Oh, knapp. Ah, ich habe auch keine mehr. Wir haben keine Kanonenkugel mehr. Wollen wir jetzt linksseitig flankieren? Hier einfach unten an der Küste lang? Okay, aber niemand weiter sagen. Ne? Nein. Ich wechsle kurz hier zu. Die sind eh nicht in unserem Voice. Die können es nicht hören. Ja, aber die können den Stream anhören. Batsch. Okay, ich bin da. Komm, Tobi. Was jetzt. Ist das? Wo gehen wir hin? Wir machen das jetzt. Aber leise, ja? Wie krass ihr koordiniert seid. Ich bin völlig beeindruckt von eurer Kommunikationsfähigkeit. Ich laufe euch hinterher einfach. Also gehen wir jetzt rechts hoch? Nein. Immer noch weiter. Ich laufe euch hinterher, ja? Okay, dann lauft uns hinterher, Leute. Aber leise. Weiter. Leise. Ja. Okay. Ja. Torrent, ja? Torrent ist der Ort da frei? Treffen, wir müssen warten. Simon, der Ort ist gleich fertig. Wann habt ihr denn diese ganzen Kills gemacht? Was seid ihr alle so gut? Ducken. Ich liebe mein Team, aber ich fühle mich auch, Valentin, wir brauchen unseren... Ah, wir werden beschossen! Ja, wo sind wir? Wo wir sind! Ach toll. Leute, ich irgendjemand unseren Plan verraten, ich sag's euch. Ich weiß nicht wer, aber irgendjemand... Ist das dieser Torrent? Ja. Torrent war's. Scheiße, das dumme Arschloch. Ey! Enigma haben wir halt nicht. So, ja? Hier ist nichts verschlüsselt. Was willst du machen? Nichts verschlüsselt. Alle hören mit. Gut, jetzt machen wir aber hier. Komm, die haben noch 20 Punkte. Das werden wir doch hinkriegen, oder? Ja, für die Menschen, die nicht wissen, wo man dieses Spiel herbekommt, googelt einfach mal. Das findet ihr ganz schnell. Googelt mal nach Battlefield 1942. Ey, ich bin der ultimative Ticket-Instructor, ey. Unschnell, oder wie heißt das hier? Ich check die Tickets. Oh, und die meisten geben ihr es ab. Ja, doch, weil die respawnen einfach die ganze Zeit direkt vor mir. Ihr seid halt auch selbst schuld, ihr blauen Säcke. Kommt schon wieder ganz. Zwei Panzer! Ja, also was sollen die denn machen? Und super viele andere Menschen. Schöne Granate, du. Alter, die Axis geht ab. Von Mr. Sprickels, du. Alter, das braucht Heilung. Ich brauch Heilung vom Medic. Ich komme, wo sind sie? Wo sind sie? Da kommt der Panzer angefahren, Achtung. Er hat mir direkt ins Knie geschossen. Sie ist so. Ja, aber noch 11 Tickets. Oder? Gleich haben wir es. 11 Tickets haben die Gegner. Okay, komm. Ich laufe den Panzer. Ich laufe zum Panzer. Und wir einigen uns drauf, ist Teamwork, ne? Ja, klar. Also, gut. Das war schon alles von uns. Gut, das war Zündung. Gut. Aber das ist ja jetzt eh nur die Spaßrunde. Ja. 10 gegen Oberwind. Nein! Batz, Junge! Sehr gut. Cobra. Gib mir auch ein Ticket. Ah, das war toll. Genau, das ist ja nur die Einführungsrunde hier. Ja, haben wir denn ungefähr gleiches? Ja, doch, ne? Aber wenn es so weitergeht, brauchen wir kein anderes Spiel spielen, weil das macht einfach Ultra Bock. Ja, das soll ich doch sagen. Ja, also wirklich.
Ja, wir müssen nicht zwangsläufig der scheiß Nerd. Ich dachte, es geht neu. Ach nee, wir haben noch 8. Weil wir müssen ja nicht zwangsläufig alles, was unsere Mama gekauft hat, auch zocken. Ich bin halt jetzt süchtig. Was soll ich machen? Mama gekauft? Ich habe es selbst gekauft. War dafür Zeitung austragen? Meine Mama ist reich. Ihr habt das meine Mama gekauft. Spieler. Vier noch. Ich habe einen schönen Mediamarkt gegangen, dann hier die 12er-Kleber draufgeklebt. Und dann kann sich hinlegen. Uiuiui, ja. Ui, hier sind ganz viele Leute. Ah. Ja, mit Y, krass, nice. In dem Bunker sind sie alle. Cool, cool, cool. Noch zwei, Leute, noch zwei. Zwei. Komm, noch zwei Köpfe. Das kriegen wir hin. Ein Kopf. Die Proberunde überlebt. Ja, Proberunde. Nice. Eine Demonstration nice. Der Stärke. Nice. Jawohl. So. Jawohl. Andere Map oder die gleich nochmal? Nee, die gleich. Jetzt kennen wir uns hier langsam mal aus. Wollen wir mal eine klare Strategie vor der Runde besprechen, ja, damit auch ich blöd ja weiß, wo es lang geht? Gegner töten, abwehren. Ja. Nee, ich meine klare, mit klaren Zielen. Wo starten wir? Ist ja so ein kleiner. So eine Keule. Wo ja, auf der Keule starten ja, wir? Ja, so eine Reihenfolge, fände ich auch. Oder? Was ist die Prio? Ja, die kommen ja meistens hin. Am Strand im Westen kommen genau. Die. Genau, genau. Also irgendwo in die Richtung. Also am besten eine von der Mitte. Und am besten auch diese MG-Geschütze benutzen. Also das bedeutet, der zweite von unten, der zweite Spawnpunkt von unten, da sind wir ja direkt an diesem Strand. Und ja. den müssen wir halten, den der Strand gut. halt. Lass erstmal in dem ein bisschen chillen, oder? Wir fünf chillen da. Ja, okay. Sorry, aber ich muss die alle essen. Mach das, bitte. Dafür sind sie da. Ey, hätte das nicht Entschuldigen Sie bitte. Dafür sind die da. Aber sie haben gut gekocht. Ich bin jetzt zur Abwechslung mal Assault, weil das mit dem Medic, das hat eben nichts gebracht. Okay, also Taktik jetzt, wir töten die Blauen. Ja, ja geil. Ja, ja. Taktik. Liebe Strategie. So. Das macht ihr nur so. Also, die müssen jetzt erstmal mit ihren Booten da hinkommen. Aber die sind schnell. General Walle vor Präsident. Ja. Oh, so, und die haben aber auch Flieger, ne? Das muss man aufpassen. Aber hier wäre es doch praktisch. Ja, die können natürlich auch abspringen und dann ne, müssen wir gucken, wo welche crashen. Da ist wahrscheinlich einer abgesprungen. So, Leute, keine Granaten, ne? Genau, richtig. Keine haben wir vorhin gesagt. Ja, ja. Wer Granaten used, wird gekickt von Tobi. Ich hab keine Granaten. Nee, wir dürfen Granaten nutzen. Take cover. Ja, die Community darf das nicht. Negativ. Hier kommen keine Boote. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist wirklich, die kennen ja unseren Plan vielleicht. Warum denn? Wir hatten irgendeinen Verräter. Weißt du nicht? Ja, da kommen die Boote kommen. Oh ja, ich seh's. Fump. Da kommen die Boote. Oh, geil. Ah. Der ist ausgewichen. Der ihr werdet euch das verboten. Vor der Ankunft sterben. Vor der Ankunft schon. Nice. Ich finde, Meister Sprickles ist ein guter. Den müssen wir uns merken. Wir müssen uns warm halten für die nächsten Runden. Ja. Hab ich getroffen? Gesehen. Lieber Chat, habt ihr auch ein bisschen Feelings dabei schon, oder? Ich wollte einmal kurz nachfragen, wie es bei euch ist. Ist schon schön, wenn wir Battlefield spielen, oder? Das ist more than a feeling. Achso, da ist ein Boot. Ich glaube, die finden auch nicht die Rampe, oder? Für die. Ja, Boot. Das sah so aus. Sehr gut. Yo. Nächstes Schiff. Ich habe keine Muni mehr. Oh, das ist aber. Pistole. Das ist aber nicht schlecht. Die haben das Schiff direkt rangefahren, ne? Oh, das stimmt. An die Küste. Hey, das ist ja schlau. Oh, wir sitzen da im Panzer von uns. Die IP ist sehr einfach. Oh, ich komm zu dir. Einmal ja, du kannst gerne das Geschütz mal übernehmen, genau. Ei übernehmen sie MG. Also, irgendwo zwischen den Booten treffe ich die ganze Zeit Leute, aber ich finische sie nicht. Vielleicht triffst du auch das Boot, das kann auch sein. Ja, das kann ich, aber. Ey, kommt der ganze Frachter? Kommt der ganze Frachter? Ja, der ganze. Die kommen mit dem ganzen Frachter. Oh, ja. Weil die haben ihre diese Küstengeschütze, Scheiße. Aber dann könnte man doch oben sogar die Flieger treffen. Ach nee, ist nicht der Flugzeugträger. Ey, lieber Chat, Dragonly oder so, vielleicht könnt ihr die IP einmal anpinnen im Chat, das wäre ganz, ganz hilfreich. Jugendzimmer.rb.tv. Man kann das Schiff schon noch erschießen von hier, ne? Ja, es dauert nur sehr lange, ja. Ja, aber lass uns. Aber wie episch wäre das? Das brauchst du einen Torpedobomber. Wir haben so ein Flugzeug, was das kann. Ja, das ist ja wohl das Max. Das ist das Mindeste, ne? Haben wir noch einen Medic? Nee. Brauchen aber wir jetzt, oh, das ist so dumm von mir. Nächste Runde werde ich Medic, weil jetzt sind wir ja abgesprochen. Wir bleiben jetzt ja nur in diesem Place hier. Und da krieg ich glaube ich, hin, dann. Der Steffen schüttelt schon unglaublich. Oh, Achtung! Da kommen sie. Da kommt das neue Boot. Boot unterwegs. Unsere Medics waren zu aggressiv, die wollten auch ballern. Komm her. Ja. Ey, aber irgendwie konnte ich mit der Medic-Waffe viel besser umgehen. Diese, die ist super, also, ja. Diese Assault-Waffe ist richtig scheiße. Ah, der wird gekillt. Da war auch irgendein Flieger gerade. Ich werde einfach. Ich werde irgendwo gegengefahren. Ich werde Hobby-Medic. Nee, da oben ist Passwort Bohnensoldat. Alles klein. Ja. Alles gut, hier können wir gut stehen, Simon, weil da kann ich im Schiff treffen, glaube ich. Ich habe gar keine Muni mehr. Oh, hat jemand vielleicht einer hier. Ich hab Engineer? Nee, ich habe einen Panzerschrecker. Vielleicht liegt da irgendwo ein Engineer-Kit. Ich guck mal. Ich such mal was für uns. Bail out!
Die besatzen. Boah, ich bin erschrocken. Was war das? Eine Bombe oder sowas. Hier, es gibt keine Muni mehr. Was Gemeines im Krieg. So. Oh, die haben unseren Punkt ganz oben in dem. Okay. Die müssen uns wiederholen. Da müssen wir hin. Also alle nach oben. Wir gehen in den Norden. Planquadrat C3. Ja. Charlie 3. Okay, das hab sogar ich gerafft. Nice. Und ich bin jetzt Medic. Nee, ich bin Assault. Warum bin ich denn immer noch Assault? Hä? Ich hab mich doch umgekriegt. Du musst bestätigen drücken und rechts. Ach, damn. Immer bestätigen. Oh nein, ich hänge im Bunker fest. Oh. Wir haben die aber schon wieder, ne? Oh, nee, jetzt nicht mehr. Das sind heftige Kämpfe. Okay. Oh mein Gott, das ist ein feindliches Flugzeug. Ich hol's. Nicht. Scheiße. Ah. Bin ich übrigens sehr auf das Knacken. Hab ich über. Jetzt ab. Warum stürze ich ab? Ey, Steff, du gehst ja ganz alleine, rückst du davor. Ich sehe keinen, der da mit dir geht. Ich bin auch gleich tot. Ich habe keine Muni mehr, das ist mein Problem. Ach so. Ja, und ich habe leider auch die falsche Waffe. Ey. Irgendjemand von uns hat dich gekillt. Wo war der? Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab mich gekillt. Du nice, Mann. Du hast mich gerecht, vielen Dank. Aber ich hab leider auch, ich glitche auch hier. Wie kann man sich umbringen? Das wäre auch schon passiert. Hinten gehen einfach. Ja, irgendwie geht es in die Richtung ganz raus. So, Medic. Mit ein bisschen. Hey! Doom Design ist auch in unserem Team jetzt. Hey, Doom! Nice, stark. Doom ist übelst der Pro-Player. Alle sagen das. Alle sagen das. Ja. Ey, Buri. Regie nach dieser Runde. Moment, der Typ. Das ist doch nicht euer Ernst. Was? Was passiert? Das war ja einfach unfassbar. Tod und Verderben. Unfassbar, was hier passiert. Cobrax is no more. Nee, ich bin abgestürzt. Sie fanden X-Faktor krass. Simon Kretschbar sieht das Unfassbare. Wir im Jugendzimmer. Das ist doch wahr. Ihr Jonathan Frakes. Oh, die haben da oben die Kanone. Oh. Timo, ich wollte nur sagen, ich mache nach dieser Runde eben Supersport. Habe ich eben vergessen, ja? Aber ist ja kein Problem. Ah, oh, ich bin tot. Und wo, Leute? Da oben. Oh, hier ist... Die sitzen auf diesem Hügel. Ja, und die unsere Hauptbase haben sie auch wieder. Sniper zu sein, wäre hier tatsächlich gerade sehr vorteilhaft, muss man sagen. Ich bin stuck. Oder so. Ach, Mann. Der Panzer, ja, da kommt man aber mit Mühe wieder raus. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ja. Ich möchte mich nicht umbenennen. Ey. Oder wir kämpfen gegen Hell 9000. Ey, da kommt Panzer! Ich bin leider jetzt Sniper gerade, ich kann da nichts machen. Hat er eine Rakete jetzt? Nee. Oh, nö. Aber Granate. Genau, Granaten geht auch. Granate! Ein MG-Schütze. Sehr gut. Korrekt. Okay, lass uns mal die Landzunge da hinten noch wiederholen. Ja. Ich gehe da rein in den Panzer, ich gehe da jetzt rein. Ja, und dann schön in die andere Richtung fahren. Jetzt kommt Captain Karius, ey, was ist das denn? Wirklich. Mann, ey. Ja, die haben da oben auch so ein Küstengeschütz auf dem Berg, da müssen wir aufpassen. Das ist crazy stark. Der Panzer fährt am Strand entlang. Steffen, kannst du dich bitte umbenennen? Warum? In Snipe God. Nee. Oh Gott, was knapp. Das ist voll cringe. Ja, du kannst dich selbst heilen, ne? Bitte? Du kannst dich selbst heilen. Ja, ich weiß. Aber bleib stehen, Kollege, bleib stehen. Ich war gerade in so einem Gefecht, da konnte ich das nicht. Puh, ich will nicht mehr Medic sein. So, ich bin jetzt Sniper. Ey, wo gehen wir jetzt hin? Bleiben wir in der Mitte oder gehen wir jetzt irgendwie? Also wir müssen die Landzunge holen und cool. Alter, und ey, eigentlich, okay, wir haben einfach in alle Richtungen verkackt. Ja, genau, deswegen ist die Frage. Jetzt, wo wir nicht mehr in der Proberunde sind, wie kann das sein? Ja, aber eine Person läuft gerade zur Landzunge, was ist da los? Okay, wir müssen, lass uns erstmal das Ding im Norden holen. Ich glaube, nee, im Norden ist erstmal die Hauptbase wieder im Süden. Also die Hauptbase. Okay. E5, okay. Echo 5. Axis, wir gehen nach unten. Könnt ihr schon einschätzen, wie krass der Bullet Drop in dem Spiel war? Wart ihr schon Sniper? Nee, okay. Nicht so krass. Jetzt join hier die Pros oder was? Das gibt's ja nicht. Eben war hier noch so schön Piano und jetzt das. Ja, die haben aber auch einen Spieler mehr, das merkt man halt. Ah, dieser eine Typ. Komm, wir gehen dahin. Wir gehen jetzt alleine in der feindlichen Base. Oh, das ist hart. Oh, das ist cool. Ah, komm mal, ich habe ein Fahrzeug für uns besorgt. Komm mal, jetzt eingeschlafen mit seinem Kopf auf dem Rand. Was? Was? Jetzt alle Klassen mal durch. Nice Drift. Ah, danke. Ja, ich bin jetzt, ich geh jetzt rein. Ich komm dann nach. Später. Ich muss nur zum nächsten Gebäude, um Cover zu suchen. Ey, aus irgendeinem Grund kann ich die Flagge nicht holen, obwohl ich hier alleine bin. Weiß jemand, was ich hier noch machen muss? Nee, du musst, die dauert sehr lange, weil das so eine Hauptflagge von denen sozusagen. Aber sieht man nicht, dass die so nach unten kommt, oder? Nee, bei dem Spiel noch nicht. Okay, also das weiße Zeichen ist schon... Okay, ich hab hier oben die Flagge jetzt eingenommen. Ah, okay.
Ah, sehr gut. Echt? Ja, wow. Alleine. Ich habe 4 Leute mitgenommen. Ich glaube, da gut. So. Hauptbase. Robux, Hammer. Ich glaube, ich bin bei der Hauptbase. Das war ein Panzer, der mich gerade bitte, komm bitte zur Hauptbase. Ich brauch's sofort. Tot. Versteck mich hierbei. Guck mal, Steffen, siehst du das, wie ich. Okay, Westbase. Was? Y hinlegen. Y? Ja, leg dich hin. Ich bin einfach wow. Einmal liegen bleiben. Wenn die Flagge da aufleuchtet. Ja, ist perfekt. Okay. Alles gut. Krogi, mach das. Guck mal. Ist schon neutralisiert. Da ist halt ein riesiges Schiff vor unserer Nase. Was macht der denn? Egal. Was hat der vor? Das ist jetzt abgestürzt. Warum? Ich bin jetzt eingeschlafen. Oh, hier ist ein feindlicher Panzer direkt vor unserem Spawnpunkt in der Mitte. Oh ja, ich komme dahin. Ich habe auch eine Panzerfaust. Oh, das ist sehr hilfreich. Ja. Aber er fährt vor mir weg. Ja, er haut ab. Er hat Angst vor mir. Ich glaube, ich habe ihn erschreckt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Du bist ein sehr erschreckender Typ. Hauptbase haben wir nicht. Was? Okay. Also mit Waffe. Zwei laufen zur Hauptbase auch wieder. Ja, ich laufe auch wieder hin. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen gebündelter das tun, weil... Warum? Weil wir versuchen gerade den Rand zu holen. Ach so. Wir können ja nicht immer alles geil. Wir müssen schon gucken, dass wir an zwei Fronten... Man muss an mehreren Fronten kämpfen, ja. Ah, okay. Gut. Dann müssen wir Teams machen. Ich setze auf Doom Design einfach. Also wir sind jetzt hier, wir sind im Westen erstmal. Geht hier mal nach runter und holt den Shit. Hier wird man halt sofort beschossen von allen Seiten. Alter, was ist denn das? Ich gehe in den Süden. Also mit nach unten meint ihr... Süden. Süden. Danke. Nein, den Keller. Hey, was hat denn dein Aber Kampf jetzt, denn sind wir, jetzt wir sind aber nur zu zwei. Hey, wir sind doch hier voll der riesige Truppen. Ihr seid doch voll der große Truppen. Wir sind voll, also sind wir wirklich. Ja, ihr. Wir sind nur zwei gerade. Das kriegen wir aber nicht. Sie capten gerade unsere Mittelbase. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Ah, die haben einen anderen Punkt. Da haben wir nämlich diesen Stinkefisch deponiert. Die haben den Punkt im Norden. Ich hab Panzer geklaut und stehe in der Mainbase. Ich komme zur Mainbase. Wo? Ich habe einen Sniper getötet, weil er sich mies hier hingelegt hat. Ich sehe da einen. Oh ey. Das wäre ja richtig schlecht geschossen. Nimmst du es jetzt ein? Ja, aber ich werd beschossen. Von oben. Ich seh's. Auf dem Hügel. Ich bleib hier aber. Sag mal, wie lange dauert das denn, diese scheiß Basis im Westen? Das kann nicht wahr sein. Wir sind hier schon die ganze Zeit. Wir haben wieder alles. Hier muss irgendwo noch einer liegen von denen oder so. Deswegen geht das nicht. Warum musst du weg? Weil ich fast tot bin und Granaten habe. Bleib da. Wir machen das. Wir halten hier die Stellung. Hau den Typen mal weg da oben. Der kann ich ja nicht. Der schießt doch mal drauf. Ja, geh doch, Alter, ein Haus. Lass ihn runterkommen. Okay, ich geh hin. Geh in dein Haus. Lass ihn runterkommen. Ja, wir haben das so eingenommen. Wir machen die alles. Ich geh in das Haus hier. Ja. Wenn Kogi sagt, ich geh in das Haus und ich. Sollen die kommen? Wir machen die Schweine fertig. Ja, die haben wieder den Punkt ganz im Norden. Ja, unsere Landzunge haben sie wieder genommen. Ah, die sollen sie dir doch nehmen. Wir haben hier den schöneren Urlaubsort. Also, das ist ganz komisch. Mit dem Westen. Diesen Strand, ne? Der ist Das ist, als ob da jemand irgendwo in der Ecke wartet und wir eben die nicht holen können. Die eine Flagge kann man, glaube ich, nicht holen. Du bist allein. Ist das so? Im Westen? Diese Einzelflagge, die kannst du, glaube ich, nicht holen. Ach so. Das ist, damit die noch eine Startflagge behalten, quasi, oder was? Ah, okay, das könnte ich sein. Das kann wirklich sein. Nee, deren Start sind auf den Booten eigentlich. Ja, stimmt, eigentlich schon, nicht. Ja. Nee, eigentlich keinen nicht. Sinn. Okay, dann habe ich nichts zu sagen. Ja, merkwürdig. Okay, ich halte jetzt einfach aber dann die Hauptbase. Versuche ich mal zu unterstützen. Oder ich gehe jetzt auch an die Landzunge im Norden. Ja, gut, dann gehe ich auch hin. Okay, dann soll ich zu euch kommen oder soll ich mir die Hauptbase weiter verteidigen? Ja, weiß nicht, wir versuchen gerade mal. Wir gucken mal, wie es aussieht im Norden. Okay. Sagt ihr Bescheid. Da kriegt einer zum MG-Geschütz. Im Norden, meine ich. Ja, hab ihn. Oh, Shish. Sorry, Shish. Alter, ist richtig was los. Jetzt auf dem Weg zu der Landzunge wieder. On the beach ist das so. Ich komme auch mal zu euch. Ich bin schon wieder die falsche Klasse für diesen Land. Ah, die schießen mit dem Geschütz. Warte, du hast einfach kein Glück, kann das sein. Mit dem Schiff. Nee, ich bin einfach noch. Von wo? Ich bin einfach auch nicht so gut. Kann man auch einfach mal zugeben. Nein, das stimmt gar nicht. Das Spiel ist sau schwer. Nice. Okay, jetzt bin ich aufgebaut, Leute. Danke. Das hat mir echt geholfen. Wo sind denn hier die Lootboxen? Ich habe Power getötet. Okay, Leute, ich komme mit dem Panzer. Seid ihr bereit? Danke, Simon. Aber am Beach ist richtig was los, ne? Geht zum Norden. Du kriegst das hin. Ich kämpfe alleine hier am Beach. Na, ich komm zu dir. An welchem Beach? Club? Ja, wo die Flagge ist am Beach. La Paloma. Das ist aber ein FKK-Club. Musst du aufpassen. Die Bomben waren Quatsch. Kannst sagen, was du willst. Die waren Quatsch. Ja, nimm das! Rain Winkler. Rainer Winkler! Hier wird gerade nur gesniped. Hier liegen überall Minen rum. Leute, wir haben gesagt, Minen sind verboten, ja? Also bitte. Wer hat dich getötet? Soll ich ihn kicken? Mann! Sehen leider. Okay, da sind sehr, sehr viele gerade am Westen angekommen und laufen auch in den Norden. Also die sind da zwischen den beiden Flaggen. Der Norden ist auch hart umkämpft, ey. Der ist hart verteidigt. Habt ihr schon eingemessert? Zu gefährlich. Ach Gott. Nee, das ist dann nicht. Oh, das ist eine tolle Challenge. Next Kill messern. Wenn ich schon sonst nichts leiste. Also nächster Kill nur messern, Leute. Ja. Also, nächster.
Alle jetzt nur noch mit Messer. Das, ja, das wissen die Leute jetzt ja. Jetzt haben wir es ja gesagt. Spontan aus der Situation rauskommen. So Leute, jetzt kommt hier aber das Fliegerass kommt jetzt hier. Ja? Ich sag's dir. Ist halt Solo am Start? Ja. Ich werde sofort beschossen und bin sofort tot. Fuck, 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 fuck. Oh. Wie ist dein Fliegername? Oh, die haben unsere Base hier. Ich hol die mal wieder. Ja, ich hab einen Kill gemacht. Ja, ich sehe den Typen. Sehr gut. Ist der im Dingens drin, im Bunker? Ich brauche Heilung, Medic. Oh ja, im Bunker ist einer. Da, wo du die Granate gerade reingeworfen hast. Ja. Und hinter uns einer gespawnt. Oh, ja, ja, wo? Hab ihn. Ah, sehr gut. Und im Bunker ist auch weg. Stark. Das, gute Calls und alles selber gemacht. Top. Ich konnte zugucken. Du wirst es auch noch lernen, Junge. So. Ah, warte da. Diese Sniper. Die Gottverdammte. Ey, warum kommen die alle an dem einen Beach, ey? Nein, da hat er weggesnipert, hat er mich da. Schön weggesnipert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Toast Cocktail. Ich glaube, hier möchte mir jemand meinen Panzer klauen. Das ist frech, gleich kicken. Ja, ja, oder Headshot. Eins von beidem. Hat sich umgedreht. Hallo Leute, ich bin gerade gespawnt. Ey, lass uns hinter dem Spawnpoint am Beach warten. Wenn die kommen, messern wir die. Okay, die haben Panzer am im Süden. Im Norden. Achso, Norden. Das ist nicht gut. Aber der Panzer kann natürlich, ich bin da nah dran, aber der kann natürlich mich nicht treffen jetzt. Oh, er ist über mich drüber gefahren. Das kann er. Oh, okay. Aber jetzt wisst ihr, dass da einer kommt, macht mal Antipanzer und schießt alle einmal drauf, dann müsste der weg sein. Ah ja, ich bin gerade schon unterwegs, aber leider mit dem falschen Kit. Aber wird schon. Na, du wirst schon noch sterben. Mach dir mal keine. Ja, ich hab ein Messer. Sehr gut. Sehr guter Hinweis. So, ich bin Antipanzer. Der kommt von der nördlichen Landzunge, meintest du, ne? Ja. Ich hab mich festgetüdelt. Ja, du musst nach. Genau, nach hinten gehen. Ah, okay. So. Also, vielleicht hatten schon einer gekillt, das aber. Das kann sein, ja. Er war auf jeden Fall da. Ja, unser Team ist natürlich auch sehr gut, das darf man nicht vergessen, ne? Wir haben ein sehr gutes Team, ja. Unser Team ist herausragend. Nee, ich glaube, die hatten das schon. Stacheldraht tut richtig weh. Okay, wir müssen echt das Ding im Westen. Wir haben im Westen doch sogar einen Panzer. Da muss doch eigentlich. Oh, da ist wirklich ein Panzer, du hast recht. Das muss doch möglich sein, die Scheiße zu holen. Ich schleiche gerade hoch. Ja, Westen ist hart. Ich bin schade, dass man nicht bei einem Squad-Leader spawnen kann, so wie bei den anderen. Der schlechteste Battlefield-Spieler war das, ne? Ja. Aua. Aber jetzt habe ich mich auch noch am Computer gestoßen. Aua. Oh Gott, mein Knie. Du musst aufpassen, dass du nicht auf den Reset-Knopf. Ah, mein Knie. Ja, okay, ich bin oben, hier oben. Ah, ich bin so ein Trottel. Ich komme mit Probrax. Okay, jetzt kommen auch wieder im Westen kommen auch wieder welche an. Da! Ah! Wir haben sie erwischt. Hängen! Direkt durch. Ja. Wir werden jetzt direkt in der Mine rauf. Oh, ja, da liegen super viele Minen rum. Nee, das war die Frage. Der campt die ganze Zeit in dieser scheiß Flak da drin. Camper, buh. Ja, gleich bannen. Aber wir nehmen Westen ein jetzt. Das ist der Plan, richtig? Ja. Okay. Also da auf der Landzunge, ne? Ja, also Hauptsache, genau, eins von beiden. Sind ja wirklich diverse. Ich schnipper mal ein bisschen. Ich glaube, wir müssen auch mehr die MGs benutzen, weil mit denen kann man eigentlich das ganz gut schützen, aber wir machen es nicht so richtig. Ja, die MGs sind aber auch, dann malst du dir ein riesiges Zielkreuz aufs Gesicht. Wo? Ich bin schon wieder tot. Ja, du bist direkt gestorben, du warst direkt vor mir. Oh, ja, direkt neben dir. Ja. Ah, ich hab den das ging auch schnell. Gesehen. Okay, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt hier ein Jeep. Ich messer jetzt, auf Ansage. Tobi, willst du mitfahren? Auf Ansage. Ich wollte Panzer fahren. Okay, du fährst Panzer, ich fahr Jeep. Ansage messern jetzt. Oh, oh, oh. Oh Gott. Der kommt hier, von der Seite kommen ganz viele gerade. Ey, die Absprechen ist verboten. Ich hab jetzt nur Messer. Ja. Meine Scheiße, okay, jetzt muss man ja echt wieder auf Messer. Messer! Ich hab ihn gemessert. Mann. Ich messer dich. Oh. Nein, töte ihn, ich will ihn messern. Ich will den Doktor messern. Doktor! Oh. Der Doktor ist tot! Sehr gut. Der Doktor. Deine Freude ist unsere Freude. Ja. Ich hab zwei gemessert, Leute. Geh doch da weg. Sauerbraten, Mann. Sauerbraten. Okay, da liegen vier Minen da oben. Bei der Landzunge oder was? Ja, auf der Landzunge. Ja, da kommt man nicht hoch, glaube ich. Alter, der Flieger mit den Bomben, ey, der ist nicht schlecht. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr so einen Japano-Flieger seht. Ist das nicht unser? Nee, oder? Doch, Japano. Okay, dann hat er sehr gut getroffen, aber der hat hier wirklich Verheerung angerichtet. Ich habe nur Leute fliegen sehen. Sehr gut, Grobi, sehr gut. Ich bin jetzt Medic, falls jemand hätte. Okay, im Westen sind noch mindestens zwei, die da gelandet sind. Scheiße, an dem einer davon ist Sniper, genau. Okay, warte. Strand im Westen. Strand im Westen. Warum haben wir Wolfgang M. Schmidt nicht eingeladen? Der spielt doch auch so Ballerspiele.
Ey, das ist einfach nur Freude. Wirklich, ihr seid ein sehr gutes Team. Hast du mal aufs Scoreboard geguckt? Ihr seid alle richtig gut. Nein. Ich bin sehr stolz auf euch. Das Ganze, alle die hier sitzen, sind ganz oben in der Tabelle. Aber du bist auch Arzt. Nee, jetzt gerade bin ich, was, irgendwas. Aber als Medic machst du doch auch Punkte, eigentlich. Ich glaube hier nicht. Hier zählen wirklich nur die Kills. Ah, deswegen war der Medic dann immer so unbeliebt, ne? Ja. Aber macht auch voll Bock. Macht auch mega Bock, ja, ich bin auch nicht unzufrieden. Alle mögen dich, jeder ist froh, dich zu sehen. Das stimmt, ja. Ja, und du kriegst auch nicht so Traumata, ist ganz gut. Oh ja, stimmt. Das ist ein großer Vorteil. Was spielt da noch ein Leben vor? Nee, das Ding ist, was ich richtig schlecht mache, ich nehme nie Flaggen mit euch ein. Ich kill nur so. Das ist ja nur das Haupt. Ziel. Ja, genau, das verfolge ich halt nicht. Mann! Warum denn? Wo seid ihr denn, ihr blöden Eckencamper hier? Ey, das Scoreboard ist ja voll geil. Wieso habe ich ein Teammate getötet? Das ist ja voll detailliert. Krass, ne? Wie detailliert ist dieses... Mann, ich hatte dich doch! 21 Todbringer. Ich weiß nicht warum, Tobi, ich hab dich getötet. Ich weiß nicht wie. Mine. Aber Mine ist Friendly Fire? Ja. Das muss ich nicht so. Ja, ist halt so, ne? Musst du aufpassen. Will doch mal einer im Norden versuchen? Norden ist gerade die absolute Hölle. Ja, da gehen wir jetzt hin. Okay. Oh, die sind wieder schon auf dem Mittelweg. Ja, auf der Mitte sind die schon. Da liegt mir das. Alter, und man gibt nur einen Kopf und ganz kurz aus dem Bunker raus und schon fliegt irgendwas. Ja, das habe ich auch gerade gehabt. Ey. Leute, was macht Y? Was macht Lay down mit Y. Cool gemacht, Krogi, das habe ich gesehen. Ja, Mann, ich mach die hier alle nieder. Das ist nämlich meine Beach. ihr müsst Server hinzufügen. Kommt da nochmal, besser, Johnny! Jugendzimmer.rbtv.io. Wir werfen mit Granaten, das ist nicht fair. Granaten sind verboten, haben wir vorhin gesagt. Übrigens, Dragon Lee habe ich hier gerade auf dem Server gesehen. Wir müssen sofort aufhören. Warum? Kleiner Spaß. Ist der gut, oder? Nächster ist Granatenkill. Nee, der hat gesagt, wartet, spielt bitte noch so lange, bis ich es installiert habe. Ach so, ja. Achso, ja. Hier, was wollt ihr? Was wollt ihr? Granatos! Los Granatos! Alter, Krogi. So. Das ist mein Spiel. Ich konnte es früher, ich hab's früher nicht spielen können. Das Spiel seines Lebens. Mein Medion-Rechner hat's leider nicht. Ah, oh, das waren noch Zeiten. Private Paula! Verdammt. Ja, Doom. Doom, wieso bist du jetzt erst wieder hier auf dem Server gekommen? Was ist los? Kein Wunder, dass du hier... Komm mal in meinen Puncher rein. Oh ja, komm. Hallo, wie kann ich das wegmachen? Gut. Bin da. Können losfahren. Ich bin zu allem bereit. Okay, endlich. Okay, wir könnten in den Norden hoch oder in den... Ja? Ja, wir fahren zum Norden, komm. Wir gucken mal, ob wir da was... Es wäre so geil, wenn wir es jetzt schaffen würden, das zu ändern alles hier. Den Kriegsverlauf. Warte mal, fahre ich richtig? Ja. Ich glaub schon. Das sieht nicht aus, als ob da noch was kommt. Nee, doch, du kannst da hinten links abbiegen hinter der. Alter! über uns! Ja, ich kann ja nichts machen. Ich fahr einfach nur geradeaus. Ja, ich schieß schon auf den. Achtung, ich lenke. Warte. Ah, shit, sorry. Er kommt! Ich hau ab! Ich fahr! Doch. Okay, halt kurz an! Ich halt an! Ich kann reparieren! Ich halte uns! Okay. Ich komme. Ich weiß noch nicht, ob wir wiederkommen, das ist mein Problem. Okay, ich fahr erstmal weiter. Fahr weiter! Wo ist er denn? Du musst vor allen Dingen. Der kommt! Okay, ich fahre Slalom. Zickzack. Okay, ja, ich repariere wieder. Ich hab nur noch zwei Magazine und bin gleich rein. Ich bin tot. Das war aber gut. Das war eine gute Taktik, ja. Wir sind fünf. Im Angesicht des nahenden Todes weiter repariert. So wünsche ich mir das. Sehr gut. Also Norden, ja? Weiter Norden. Ja, das geht ja nicht. Ich bin wieder bei dir. Ich bin auch bei euch. Ja, Moment. Wir rücken hier weiter vor. Aber 8 Sekunden. Ich fix das mal kurz. Okay. Aber reparieren wäre nicht schlecht, weil ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur Halt noch. Ich auch. Geil. Ich warte. Ich repariere schön. Und irgendjemand heilt mich mit dem Medic. Das ist sehr geil. Achtung, hier rechts bei der Palme und dem Geschütz, bei dem kaputten Bunker, da stehen mindestens zwei oder drei. Da, nur noch einer. Kann ich mal reparieren. Guter Call, Simon. Oh, tot. Repair Centipede. Tot. Ja, das war's leider wieder mit dem Panzer. Hier ist ein Heilkabinett drin in dem Bunker. Das ist gut. Gut zu wissen. Alter, und oh Mann, es gibt so viele Sniper da rechts. Es gibt einfach zu viele Gegner, glaube ich. Ja, es sind doch mehr als wir. 22 zu 23. Ja, unfair. Wo gegnerischer Panzer kommt. Ich hab Toast Kopka verstört. Der Toast Kopka? So hieß er. Klassischer Bauchschuss. Hey, das ist ja stark. Ich gehe da jetzt nur und räuchere die. Ja, nice! Doom, nice! Schön den Panzer weggeknallt, so. Rainer, ich bin Winkler. Tot. Ist down.
So, wenn ihr jetzt alle auf mir spawnen könntet, ne, dann wäre der Hammer. Hier konnte man hoch. Ich weiß, dass das ging. Ja. Naja. Warte. Spotted. Enemy. Elf Schuss noch. Okay, neuer Panzer kommt. Also meiner, meine ich. Ultimative Power hier. Wenn ihr in Richtung Norden gelangt und guckt, auf der rechten Seite sind ganz viele Leute in den Büschen drin. Und ich glaube, die führen nichts Gutes im Schilde. Wer ist noch hier? Zwei weitere. Waren fünf Leute. Super Threadman hat recht, ey. Sehr schnell mutiert. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ja, jetzt werde ich hier schon bebombt mit Bomben. Hell 9000 ist in dem Hügel. Nein, ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Boah, das ist knapp. Wo ist der andere? Yes, ich habe Hell 9000 getötet. Sehr gut, dann ist jetzt leicht. Mit da kommt ein Panzer, Alten. Kommt den Hügel runter. Ja, stimmt, ich sehen. Kann ich hier nicht? Ich habe es geschützt, ich weiß noch nicht, ob ich aufs Land ziehen kann. Ja, kann ich. Ich nehme. Oh Mann. Nate. Wir haben ihn fast. Er kommt auf mich zu. Ja, jetzt weg. Er kommt leider auf mich zu. Ich freue mich einfach mal mit. Ich bin auch tot. Obwohl ich nicht genau weiß, wofür. Panzer ist weg. Kann ich? Das war ja toll, ey. Hauptsache Panzer ist tot. Das klingt sehr gut. Das macht ja einfach nur Bock. Nein, ich bin auch tot. Und wir haben vier Spiele vorbereitet. Ja, ich hab's doch gesagt. Sind wir dumm? Ich hab den ganzen Abend Battlefield. Ja, besser geht's ja nicht. Freude hat ich belangt in meinem Leben. So, komm, wir holen jetzt die Scheiße. Wir holen uns den blöden Laden. Simon! Nein! Zwei! Mit dem Messer! Nein! Ja, einer noch! Hat's fast! Naja, war ganz gut. Ab in den Nice! Sehr gut! Alter, sehr gut! Nicht schlecht. Findest du gut, ne? Cobrax. Krass, du bist einfach. Was bist du denn für ein Ultra-MVP, Crow? Ich wusste gar nicht, dass du Videospiele spielen kannst. Ey, kennst du diese Skill-Arena? Ach, fick dich! Ja, das hat Spaß gemacht. Das ist wirklich toll. Ey, war. Wollen wir eine andere Map nehmen oder so? Ja. Das wäre erstmal, oder? Ja, ja. Eine Abwechslung. Machen wir Stalingrad. Nicht schlecht. Wir haben einen Raid bekommen, so fair müssen wir schon sein. Wer hat geradet? Wer hat uns geradet? Simon? Nee, der ist hier. Ich bin hier. Was? Ich war der Flieger. Nils! Nils Bohnhoff! Nils! Der soll gleich mal auf den Server hüpfen hier. Ja. Stark, Nils, komm ran, Battlefield jetzt. Ja, wirklich, komm ran. Steffen? So, aber ja, bevor wir das machen. Der Kanal war auch geil, oder? Simon wollte Stalingrad. Ich würde mich so freuen jetzt. Also, wir machen es jetzt so. Wir wechseln die Map und in der Zwischenzeit gucken wir uns einen kleinen Clip an. Bitte. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Wow! Nein, ich dachte, die an der Grogi sind für uns alle. Nein, die sind für uns alle. Alles gut. Aber ist doch gut. Ja. Das ist eine LAN-Party. Teil doch mit uns. Hast du da noch eine freie Radler? Ja, wir haben zum Beispiel. Welche Seite, Leute? Das müssen wir entscheiden. Wer sind wir? Ich will Allied spielen. Okay, Grapefruit, Simon? Ja, nehme ich auch. Wir sind Allied. Wir sind Alliierte, Leute. Einmal Grapefruit. Danke. Ich hätte gern hier Zitrone. Ja. Dann nehme ich dir diese gekühlte, gebe ich dir jetzt. Oh, dann ich hätte gerne Pizza Fungi, Krogi, bitte. Ja. So. Pizza Fungi. Hier. Pizza Fungi einmal für dich. Danke, Mann. Willst du auch so eine Pizza? Nee. Nee, danke. Kein Problem. Heute nicht. Oh. Oh, willkommen. Ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Ist nicht viel passiert. Guck mal, nur ein. Das war bei deiner Hand. Ich muss mal Finger waschen gehen. Hammer. Warum blute ich eigentlich? Was ist in der letzten Runde passiert? Du hast dir gegen den Tisch gehauen. Ja, ich habe hier so einen kleinen. Ich weiß nicht, ich. Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Dann musst du Erste-Hilfe-Buch aus. Ich habe mir mein Knie und meine Hand verletzt, dabei haben wir nur Videospiele gespielt. Ich habe das mit dem Soldatendasein etwas ernst genommen. Aber da weißt du, dass du es richtig machst. Ja, stimmt. Prost, Leute. Ja, Prost, ne? Oh.
Oh nein, Alexander, ist die Pizza im Ofen angekommen. Ach Mann, ey. Das hassen wir. Mm. Das mag niemand. Aber das kann man immer noch essen, einfach abkratzen. Ey, das hat, macht eigentlich jeder. Teuer. Also ich meine, jeder kennt doch diesen Moment, wenn du einfach gezockt hast, die Pizza ist verkokelt und dann denkst du dir so, wegschmeißen wäre gesünder für mich oder Ketchup. Ketchup? Und dann ist nie gehört. Wieso auf die schwarzen Stellen Ketchup drauf? Nein, einfach abkratzen. Ja, wenn, aber irgendwann kannst, ist ja nichts mehr da. Und? Und? Das Problem nicht. Ja, jede gut. Abgekratzte Pizza ist wie eine Leinwand, die du neu bemalen kannst. Okay, das hast du schön gesagt. Oh, das ist echt lyrisch. Das ist echt lyrisch. Tolles Zitat, muss man sagen. Muss man echt sagen. Übrigens wollte ich noch kurz erwähnen, dass unsere schönen Bilder hier im Hintergrund von dem wunderbaren Old Nerd kommen und wir eine wunderbare Montage haben. Und der Tim ist mein Liebling übrigens. Ja. Das ist großartig. Tim ist mein Liebling. Tim sieht richtig hot aus, muss ich sagen. Oder? Ja. Kann ich anders sagen. Gut. Haben wir das geklärt. Boah, ich mag auch dieses Durchatmen. Das war auch anstrengend. Ich hab extra pausiert, damit nichts passiert. Das ist gut. Ach, stark. Wie viele Leute haben wir jetzt auf dem Server? Kannst du das gerade sagen, Tobi? 50. Ja. 50 Leute. Geh mal Daumen. Das ist ja richtig geil. Jugendzimmer ist zum ersten Mal übrigens Premiere im Jugendzimmer, dass die Community mitzockt. Das finde ich richtig geil. Oh. Ach, das ist super nice. Alles an Tobi. Ja, alles Applaus. Tobi, wirklich, unser Admin. Tobi. Dankeschön. Dankeschön. Abgebrannt, aber im Inneren lecker. Story of my life. Können wir jetzt wieder töten? Ja. Wie heißt die Map? Stalingrad zu mir. Ja. Ja, ich müsste nur anpausieren und dann wollen wir ja Allies spielen, ne? Achso, welche? Nehmen wir wieder Access? Allies diesmal. Allies. Wir müssen auch mal wechseln. Ja. Jetzt greifen wir an, oder was? Stalingrad ist genau umgekehrt. Genau. Nee, es ist quasi egal. Also greifen beide an. Okay, ja. Seid ihr bereit? Yes, ich wäre ready. Yes. Bereit geboren. Dann wollen wir doch hier mal entpausieren. So, ja. Hep. Let's go! Let's go! Let's go! Hier gibt's, glaube ich, keine Flugzeuge. Auch mal nett, ja. Oh, ich hab einen Bug gefunden. Seid ihr alle allied? Ich hab keinen Spawn-Point, Select. Ja, ich auch nicht. Welche Taste? Einmal Enter drücken. Ich bin raus, glaube ich. Ja, dann seid ihr wieder im Menü. Ah, okay. Genau, nicht Escape drücken. Jetzt aber wieder Escape. Guck mal, nochmal Escape. Dann bist du wieder drin. Die Mucke war gut gerade. Die Mucke ist. Die war cool, ja. Okay, und wir haben nicht für dich geredet, du. Nein. Ich weiß nicht, Geld. Hey, wieso kann ich die Flagge hier nicht holen? Wo ist die Flagge? Ist sie auf dem Dach? Oh, das passt. Ah, doch, sie ist auf dem Dach, okay. Hallo. Ah, jetzt geht's. Leute! Dragon Lear! Ja, Dragon Lear ist gut. Dragon Lear hat mich angeschossen. Auf die roten, richtig? Ja, wir schießen jetzt auf die mit dem roten Namen. Ja, okay. Sorry, Dragon Lear. Es tut mir leid, aber du hast auf mich geschossen. Ich hab mich getriggert gefühlt. Und im wahrsten Sinne des Wortes. Und Panzer müssen immer voll besetzt sein, das ist ganz wichtig. Aue! Wir schießen hier. Panzer! Panzer! Panzer an der Map! Panzer an der Map, da, ja. Das ist eine sehr gefährliche Situation hier mit den Panzern. Oh, der Panzer ist ja direkt da. Uff. Ich bin übrigens Medic, aber ich heile nur mich aus Prinzip. Ja, so mache ich das auch als Medic. Ich bin Ego-Medic. Oh, fuck, unser Kollege wurde gerade voll weggeschossen. Ey, sag mal, haben Sie diese Map dann mal re-released sozusagen? Kann das sein? Ich glaube nicht. Aber Berlin sieht auch so ähnlich aus. Diese ganzen Stadtmaps sehen genau gleich aus. Ah ja, okay. Oh, zwei Panzer vom Gegner. Oh, auch noch zwei. Scheiße, Das wird eng. Wir brauchen mal Anti-Panzer hier. Ich hab leider nur einen Medic zu bieten. Aber die Panzer werden schon angegangen. Ja, einer ist hier schon zerstört worden. Unser Team ist mal wieder auf dieses Verlierer verlassen. Die kommen jetzt auch von der Seite. Oh, ich bleib mal lieber hier drin. Oh. Mir geht's gut hier. Oh mein Gott, ich wurde rübergebalanced. Jetzt bin ich in der Access. Oh nein. Tobi. Nein, das kannst du nicht machen. Nee, ich ändere es jetzt auch. Geil. Das funktioniert. Admin Power. Hey, Admin Power macht's wirklich. Das geht wirklich nicht klar. Wir müssen hier schon zusammen. Ja, ja. Ich wurde fast aus dem Gebäude rausgeballert. Ist das eine? Das Gebäude ist nicht mehr sicher, Leute. Zudem wäre es auch noch unübersichtlicher natürlich für die Zuschauer. Ja. Wenn wir hier auch noch aufgebröselt wären. Oder erschossen. Ja, ich hab noch gar nichts gerissen. Ich komm jetzt mit Anti-Tank, komm Leute. Wir müssen auf jeden Fall den Panzer, der die ganze Zeit spawnen killt, müssen wir erledigen. Dummes gemacht. Gut, dass ich Medic bin. Wir sitzen da alle in diesem einen Haus drin. Ja, aber das gibt's doch nicht. Anti-Tank kommt. Ich konnte noch niemanden töten. Das kommt. Das kommt noch. Okay, ich bin in dem Haus, Jetzt hol ich's mir. Jetzt sind wahrscheinlich wieder alle Panzer weg, kann das sein? Ah! Ah, hier sind noch drei Leute! Okay.
Ich darf das nicht ansagen. Aber wenn ich das sage, kommen die an. Ja, das ist ein Problem. Voll dumm. Lest mal den Ingame-Chat, der ist witzig gerade. Du Penner, ey, du musst auf blau schießen. Oh, sorry. Klassiker. Penner, ey. Das ist geil. Das ist sehr gut. Oder oben im Haus. Im Haus. Ja, im Haus, oben im Haus. Oh, das dauert da wieder. Granate! Granate! Oh, Granate ist eine gute Idee. Komm. Hat dir was gebracht? Nein. Ich hab daneben geworfen. Jetzt bin ich tot. Doch, das geht aber schnell. Karius, Mann. Oh nein, ich wurde weggebalanced, glaube ich. Tobi, ich wurde weggebalanced. Ja, musst du selbst wieder ändern. Kann ich nichts machen. Ja, typisches Admin-Ding, ne? Ja, natürlich. Ja. Zieh mal ein Ticket. Hast du schon mal ein neues? Ah, nein, ich bin so doof. Support meldet sich morgen. 38 ausfüllen, dann passt das schon. So, jetzt bin ich wieder tot. Jetzt kann ich wieder versuchen zu wechseln. Ich kann nicht wechseln. Das liegt aber auch daran, weil im Ally-Team halt mehr Leute drin sind. Wie kann das alles, die Panzerfaust so wenig... Ey, Leute, kann niemand aus dem Ally-Team mehr wechseln? Ich will mit meinen Freunden spielen. Wie war das früher mit Press F10 to get free RPG oder so? Alt F4 dachte ich. Oh, das geht zu schnell. Ey, ist nicht schwer vorzu. Ich muss mal erst dort bleiben, also immer ein bisschen Quatsch. Oh, jetzt kann ich wechseln. Danke, Leute. Danke, danke. Ihr seid... Ich kann nicht wechseln. Warum kann ich nicht wechseln? Doch, ja. Einfach kurz warten, gleich kannst du wechseln. Aber ich will nicht warten. Ich will sofort wieder bei euch spielen. Ja, ihr seid das Gewinner-Team. Das geht aber. Okay. Okay, ich bin drüben. Danke, Leute. Danke. Stark. Ihr könnt wieder. Beste Community Deutschlands. Dankeschön. Beste Community Deutschlands. Ich glaub, mich hat live eine Mücke gestochen. Ja? Ja. Das soll die nicht nochmal machen. Schön, meine Gaming-Hand. Das ist die Gaming-Hand. Gaming-Hand. Na klar, ist das deine Gaming-Hand. Wir wissen das alle, wofür Gaming ist. Meine WASD-Hand. Ich habe deine Festplatte gesehen. Jetzt sind wir nicht Gaming. So. Oh, scheiße, ist mir freigegeben? Oh, nee. Häuserkampf ist hart. Wer sind wir nochmal? Ich hab die Orientierung verloren, aber wir sind blau, okay. Das wollte ich nicht. Ich hab keinen. Wie viel los ist. Ja, die Map ist ein rein für. Sag mal. Ja die Leute, Map ist leider echt. Leute. Nein, die ist genau richtig. Die ist genau richtig. Aber eigentlich ist es egal. 60. Das hätte ich nicht erwartet, dass wir 60 Leute sind heute. Das ist der Wahnsinn. Richtig stabil. Oh nein, sorry. Ich glaube, ich habe einen aus meinem Team gekillt. Du musst auf blau schießen, Idiot. Hey, ne? Kill ist kill. Das ist ja heute nicht so. Wir nehmen es heute nicht so genau. Ja, komm mit, follow me. Wer schießt denn da? Hä? Gegner? Hm? Nee, ein. Er soll uns direkt vor dir sein. Wir wollen über Osten flankieren. Ja, okay. Ja. Oh, warum ist man hier so schnell tot? Das geht so schnell. Man spawnt und ist sofort. Spawner, ja. Puh. Es gibt nur einen Spawnpoint, oder? Ne, unten auch noch. Im Osten, ne? Schön nach Osten. Ja. Jennifer Vostok. Ja, nicht schlecht. Oh, die haben das Haus, in dem ich drin sitze, haben die gerade für sich erobert. Ich war hier gerade so, hä? Warum ist die Flagge so komisch? Kommt hier reingelaufen. Gibt's doch nicht. So nicht, Leute. Ich war zum ersten Mal so ein guter Medic, dass mein Medic-Paket leer ist. Aber richtig. Das füllt sich automatisch wieder auf. Haben wir eigentlich auch eine Granate? Ich wollte mir angeben, wie gut ich geheilt habe. Ich glaube, 4 ist das. Yeah. Ah, Schweine. Okay, ich die Flagge Panzer, Panzer von rechts, Panzer von rechts. Also irgendwelche Leute warten nur auf die Geschütze. Das bringt nichts, sich dahin zu setzen. Ja, wirklich, die Geschütze sind Todesfallen. Welche Geschütze? Achso, die MGs? Ja. Also eher gut. Oh, das ist aber auch, das ist aber auch nicht leicht. Das ist ein schweres Spiel, ja. Alter! Mann! Ich bin doch nur aus dem Fenster gestorben. Du bist voll Damage gestorben gerade. Das war im zweiten Stock. Ich glaube, das war voll Damage, ja, aber krass. Mann. Das geht echt schnell bei dem Spiel. Man wird für alles bestraft hier. So. Oh, Leute, ich bin jetzt ein Panzerabwehr-Dude. Ich glaube, sowas brauchen wir tatsächlich gerade langsam mal, weil hier die kommen immer her. Die ballern einfach die ganze Zeit auf die Mitte. Mhm. Immer schön Raketenwerfer. Ey, es ist. Noch wäre es möglich, aber jetzt müssen wir uns anstrengen. Oh, ganz im Osten. Im Westen. Ich hab ihn. Aber wir gewinnen das. Wir sind 20 Tickets vorne. So nämlich. Ich bin jetzt auch wieder Assault. Oh, in dem Panzer sitzt Doom Design. Aha. Was? Oh. Verräter! Das ist also dieser Spawn. Und der hat mich gekillt! Thundercraft schreibt Mühlmüllgemütter Glöckröck. Das kann ich aber auch verstehen, was er meint. Ach so, gleich. Frechheit. Jetzt nervt mich das. In der Mitte kommt auch einer immer so nah dran. Der ist ja schon drin. Die Mitte ist schwierig, ja. Die holen gerade die Mitte. Oh nein. Nur über mein MG. Nur über mein totes Teil des MG. Über mein MG. Nein, ich bin tot.
Ja, die sind in der Mitte gerade. Aber da kann man noch gut spawnen, da kann man noch gut spawnen. Da, unser Panzer ist jetzt gerade am Folgen. Mhm, sehr gut. Kevin, moin. Moinians. Moiners. Moinersen. Moinersinski. Ja, komm doch her hier, ich seh dich doch. Ey, wie die dich alle... Gott, 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 Gott. Killer Sushi. Kevin ist ein echter Fall. Es gehören Emotionen dazu, aber vielen Dank. Ich finde, noch hält sich alles im Rahmen von unserer Ausdrucksweise. Habe ich schon einiges anders erlebt. Ich will mich ganz selbst heilen. Nee, Tobi hat bemerkt, dass ich fast Gewalt gegen hier die Einrichtung anwenden wollte. Ach so. Das geht nicht. Nee, die Einrichtung kann mir gar nichts für. VIP in der Psychiatrie. Das wussten schon KIZ. So ist es. Jetzt werden die schon Mieten geworfen vom Gegner. Oh, Dragonlier sitzt auch in einem Panzer. Rechts von uns. Ich dachte, wir Dragonlier spielt gar nicht mehr mit. Ich bin mit dem Panzer. Ich bin mit dem Panzer. Die ballern ja auch von der Seite die ganze Zeit rein, übrigens, von dem Panzer aus. Ja, das meine ich. Achso, das von rechts. Genau, genau. Nein, wieso ist er nicht gestorben? Oh, drüber geschossen. Wieso ist er denn nicht gestorben, Krogi? Oh, Mann. Oh, die haben unsere Base im Süden eingesammelt. Ah, okay. Ey, der Doom-Design ist ja so lame, wie der da am Rand steht und snipert. Ja, da fliegst du, richtig so. Von der, vor allen Dingen von der eigenen Team, ne? Nicht mal die mögen dich. Würde ich mir Gedanken machen. Wird von einem Teammate umgeknallt gerade. Toll. Ach, shit. Ey, in der Mitte zu spawnen ist die absolute Hölle. Ich bin direkt gestorben. Ja, einfach. Aber wir können es noch schaffen. Starbridge sitzt einfach vor uns in dem Panzer. Was ist denn das? Ey, lass uns im Süden spawnen und dann erstmal wieder unser Haus ein. Stark, Krogi, du hast Starbridge den Gar ausgemacht. Ja, oder? Mann. Geil. Das war gut. Mit einer Granate. Dragonlier schreibt, ich war null in einem Panzer. Dragonlier, weißt du, was du bist? Lügen tust du, das bist du. Ja. Vielleicht stand er ja dahinter, aber in der Richtung warst du. Valentin weiß doch, was er gesehen hat. Ja. Nee, also mich würde ich jetzt nicht vertrauen. Das ist muss selbst jetzt ausstrahlen. Wie heißt das? Selbst. Selbstvertrauen habe ich. Selbst halt. Kenn ich auch nicht. Ich bin nicht selbst und das heißt selbstkritisch. Was für ein scheiß Camper. Wer war das? Ich bin außerdem ein SK. Nein, das ist nicht so schlimm. Oh, doch. Also in unserem Haus, wenn ihr da diese Leiter hochgeht, ist da direkt ein Gegner. Da dürfen wir nicht hoch. In unserem Haus. Das Gefühl, sind viele Camper. Es rennen aber auch super viele rum. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Das sind die Ehrenleute. Ja. Camper bringen Schande. Ich meine, ich war eben auch ein Basecamper, ist noch schlimmer. Ne? Stimmt, du warst auch so einer. Ich war der Schlimmste von allen, aber das hat der Chat auch gesagt. Zu Recht, ja. So, da habe ich ihn nämlich erwischt. Habe ich dich doch gesehen, habe ich dich doch. So nehme ich nicht. Mann, von wo? Oh, Mann. Natürlich! Das ist mein normales Spielverhalten. Ja, einfach zwischendurch einfach so empört aufschreien und dann wieder. Mein normales Spielverhalten. Wir haben nur noch 6 Punkte, Leute. Wir dürfen nicht mehr in der Mitte respawnen, aber ist jetzt eh vorbei. Ja, ist wirklich so. Das fällt mir auch erst zu spät auf. Andere Map? Wieso? Wie? Ja, ich will. Also, die Map hat mir nicht ganz so viel Bock gemacht. Ich will ein anderes Spiel spielen. Ein ganz anderes Spiel spielen. Ich will was Fettes. Können wir von mir aus auch machen, ja. Können wir auch machen, ja. Aber andere spielen? Also wir haben halt, also, ja, können wir. Finde ich gut. Aber lass uns doch noch eine Runde spielen. Weil, weil jetzt haben wir gerade die Leute auf dem Server. Wir haben ja 60 Leute oder so dabei, weißt du? Lass eine Runde spielen. Das ist super, ja. Ja, okay. Ja, ja, ja. Nee, ihr habt recht. Nee, das ist ein guter Punkt. Machen Market Garden, Flo, Tobi. Ja. Ja, auch gut. Eine Map noch und dann wechseln wir das Game. Ich habe nur, genau, ja. Ich habe nur Angst, dass wir gar nichts mehr anderes spielen. Ja, das kann sein, weil es... Ist halt, es ist halt toll, wenn man Erfolg hat, aber ich bin dezent frustriert. Ja, okay, nee, das ist ja. So ist es bei Alan. Ja, das stimmt. So ist es bei Alan. Nicht alle können Spaß. Lass so ein Map spielen, Leute da drauf, das ist cool und dann wechseln wir. Aber kann der Server offen bleiben, Tobi, dass die Leute noch weiterspielen können, die wollen? Ja. Oh, gute Sache. Oh, das ist ja nice. Ey, das ist echt voll geil. Das ist ja nur ehrenhaft. Weil dann ist das ja gar nicht so schlimm, wenn wir dann. Nee, dann ist es komplett egal. Weil eigentlich hast du komplett auch recht, wenn wir schon mal euch alle beisammen haben, wäre dumm, das abzubrechen, nur weil einer heult. Ja. Du hast ja nicht geheult, du hast ja nur gesagt, ich würde gerne lieber was anderes spielen. Das ist ja okay. Ich würde gerne was anderes spielen. Ist ja schon okay, verstehe ich komplett. Badam bam, badam bam, badam bam, badam bam, badam bam.
Badam, bam, badam, bam. Ich bin bei den Allies. Wo seid ihr? Dann bin ich auch. Jetzt auch bei den Allies. Allies. Allied. Ja, hier, Emil Luca schreibt auch, Blobby Wolli gehört auf jede LAN. Das sehe ich auch so. Wann wird hier Blobby Wolli gespielt? Weil da ziehe ich euch alle ab. Okay, dann halt nächste Runde. Nach diesem Game Blobby Wolli erstmal. Zum Runterkommen. Fallschirm. Und das Ding ist. Wie geht ja, Fallschirm? Oh. Hast du schon. Welche Seite? Oh. Wird's automatisch mit Alliierte steuern? Nee, den kannst du nicht steuern. Welche Seite sind wir diesmal? Alliierte. Okay, Alliierte danke. Im Norden. Alright. So, jetzt stelle ich mich mal gut an. Ich gehe direkt mal zu der Brücke im Westen und mach da was, was da ich raten möchte. Ja. Da mache ich mit, Steffen. Ich gehe auch. Okay. Dann gehen wir da alle hin zur Brücke im Westen. Okay. Ich laufe Brücke im Westen. Laufe ich jetzt zurück. Bin leider schon in der Stadt, aber. Also, Chat, wenn ihr denkt, ihr seid unserer würdig, kommt zur Brücke im Westen. Panzer auf der Brücke Mitte. Aber nur mit der Pistole. So. Bei D4, ne? Nee. Ja, doch. Also drunter halt. Ja, drunter halt. Das ist jetzt wieder so eine riesengroße Map, richtig? Die ist größer, ja. Mhm. Ja. Und mit Flugzeugen auch. Das Panzer kommt. Ja, da liegen so viele Minen. Das fühlt sich auch Battlefieldiger. Oh ja, der fährt da jetzt genau durch, ne? Oh. Der fährt da drüber, der checkt das nicht. Tatsächlich? Schön auch am Ende der Brücke, ja. Oh nee, er hält an. Oh nein, oh nein. Oh Mann. Er hält an. Ja, wir haben unseren Bomber auch noch. Ist der immer noch da? Ja, der ein Jeep hat leider, obwohl da sind noch zwei Minen übrig. Ja, yes! Sehr schön. Landmine und Glück. Nee, da sind tatsächlich immer noch zwei Minen übrig. Aber der Panzer ist nicht dumm genug. Ja, und der Panzer ist auch noch nicht. Komm ich von der Seite? Ich glaube, der weiß nicht, dass ich tot bin, dass ich nicht tot bin. Oh, da kommen zwei Panzer, Achtung. Okay. Und Scheiße, hat mich im Visier. Sehr schön hingeworfen noch. Dankeschön. Gut, okay. Minending wieder. Ich mach jetzt mal Antipanzer. Wenn wir einfach einmal alle Antipanzer machen, ich komm. Haben wir den ganz schnell, weil der nimmt uns ja die Tickets weg. Das sind zwei, da müssen wir aufpassen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ein Leben gegen eine Rakete. Oh, die haben das Ding eingenommen. Ja, jetzt wird's nicht schwer. Wir wieder mit dem Fallschirm abgeflogen. Lass uns echt diesen Panzer. Haben wir einen Medic hier? Leider bin ich's gerade nicht. Ja, shit, jetzt sind die da halt. Oh Mann, ey. Ah, unser Bomber hat den erwischt. Na gut. Da ist aber noch einer dahinter. Da kommt direkt noch einer, ja. Ich komme nicht mit dem Anti-Tank. Aber unser Flugzeug ist richtig gut. Während meine Flugzeug sitzt, finde ich nicht gut. Nee. Ey, man kann ja schon aus der Luft theoretisch schießen, das probiere ich jetzt mal. Hm? Schön! Oh, ist aber schwer zu zielen damit. Panzer sind weg. Sehr gut. Sehr gut. Toll, dass ich gerade als Anti-Tank komme. Ja, das ich auch, ne? Das Timing ist toll. Aber da steht ein Gegner auf der Brücke. Na gut. Der kommt darüber geschleucht. Was? Granate geworfen. Achso, der darf das auch? Ja, eigentlich haben wir gesagt, keine Granaten, aber na gut. Dann werfe ich auch Granaten. Aber die kommen auf der anderen Seite jetzt. Da steht ein Panzer, da kommt ein Jeep. Ah ja, dann komm ich mit meinem Panzer. Ein Typ kommt da auch gerade. Also es sind mindestens vier Leute und ein Panzer. Das sind zu viele. Das ist echt zu viel. Yes. Wir sollten die andere. Oh, ja! Das sah so actionmäßig aus. Aus meiner Perspektive. Wahnsinn. Wir sollten die andere Brücke auch noch verminen. Oder generell beide Brücken wieder verminen. Kann doch nichts. Es bringt ja nichts, in den Süden runterzugehen, oder? Weil die schwimmen. Das ist ja deren. Nee, genau. Das bringt wirklich gar nichts. Oh, die schwimmen rüber? Was? Schwimmen zählt. So einen Quatsch machen die. Aber da kann man sich einfach erschießen. Ja, dann können wir die auch einfach wegpflücken. Ja, voll geil. Das ist ja geil. Aue! Das ist aber ja die cool. Bombardieren uns auch mit irgendwas. Ich komme mit dem Panzer. Ja, da drüben steht ein Panzer auf der anderen Seite des Flusses. Okay, ich gehe. Es ist gar nicht so einfach, die zu erwischen. Ja, vor allem nicht mit einer Pistole. Panzer ist hier. Sehr gut, warte, ich gehe da mal in das Geschütz noch. Okay, geil. Jetzt pflücken wir die ja weg. Ich versuche die Panzer zu erwischen, aber es ist nicht so einfach. Ja, da kommt wieder das Gleiche. Kommt wieder ein Panzer. Sehr viel. Rechte Seite oder linke? Da, wo wir eben waren. Okay, dann spar die mal auf. Ja. Balle? Ja, mach ich. Bist du bereit? Dann gehen wir nach oben und dann schießen wir mal drauf. Okay, let's go. Okay, cool. Okay, er ist noch nicht da. Wir jetzt zurück. Okay, wieder zurück. Aber cooler Plan. Okay, warte, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. 3, 2, 1 und los. Und los. Jetzt, okay, jetzt mach ich da. Jetzt zurück. Oh, er kommt dabei. Ja, okay, beim nächsten Mal. Okay, Okay, lass uns den Jeep vorsichtig überfahren lassen. Okay, bereit. Okay, dann gehen wir zurück. Ja. Okay, er ist tot, der Jeep. Okay, und jetzt los. Okay, jetzt los.
Da kommt noch Jeep! Hoch! Ich kann nicht hoch! Ah, nein! Ich kann nicht hoch! Ich kann nicht hoch! Rein. Er kommt, ich bin tot! Halbe Wolke. Ah, da liegen noch drei Minen, Ja, da liegen einige. Boah, ich weiß nicht, ob ich getroffen hab. Oh, Gott. So, jetzt pass auf. Zeit, wird aber diesen Hügel hochkommen. Mann, das war zu hoch! Ich bin da, Valentin, ich bin da. Der Tiger hat mich getötet. Der Tiger ist da! Oh, Leute! Tiger! Der hält nicht mehr so viel aus. Ist der auf der Brücke? Ja, der T-Shirt ist auf der Brücke. Ich komme. Panzer kommt. Ja, T-Shirt kriegt schon ordentlich was auf der Kamüpse hier. Hallo? Oh, was? Oh, nein! Nein. Server down. Oh! Oha, bei uns allen. Crazy. Spiegel crasht ja. No! Krass, bei allen oder was? Ja, das Programm wurde eventuell nicht richtig installiert. Nein, ja. Wirklich? Nein, das haben wir alles, genauso gemacht. Das ist ja geil. Ja, dann würde ich sagen. Aber ist das nicht LAN-Party-Style? Irgendwas ist einfach mal abgestürzt. Mehr geht eigentlich nicht. Oder? Das musste doch sein. Wir waren es wirklich nicht. Ja, dann mach doch mal bei dir Blobby Volley auf jetzt. Okay, wir haben es wahrscheinlich noch nicht runtergeladen, ne? Das gehört nämlich auch zu der Ladung. Oh nein, das dauert ja 3 Sekunden. Oh nein. 2 KB groß. Sehr gut. Oh mein Gott. Oder so, hier. Aber das Original Blobby Volley, ne? Ja, natürlich. Nicht schon so ein das erste meinst du, oder was? Nicht Blobby Volley 2. Blobby Volley 2? The Revenge of the Blob. Das liebe ich. The Revenge of the Blob. Ich war da, wo man maximal die Farben einstellen konnte von den Blobs, sonst gar nicht. Ja, das meine ich aber auch. Also, das braucht man nur einen Rechner, oder wie war das? Ja, genau, braucht man eigentlich auch nur. Ich bin jetzt hier mal auf der Browser-Seite von Blobby Volley 1 und die. Haben wir einen Werbeblock oder warum geht die nicht? Gut, dann nehme ich Blobby Volley 2 tatsächlich, wenn das nicht geht. Wird die gedanced? Oder warte, hier Blobby Volley. Das gleiche wie eben, ne? Ah, ne, pass auf, jetzt geht's. Oh, ne, das meinte ich aber auch. Ne, jetzt haben wir wieder Blobby Volley 2. Also, ja. Ich hab's bei mir. Hast du eins? Sehr gut. Ja, hey, klar. Leute, sehr gut. Ein Netzwerkspiel oder wie oder was? Oder? Das geht ja auch. Oder an einem Ding? Ich weiß nicht, wie spielt man das? Ich glaube an einem normalerweise. Ja. Aber die Steuerung müssen wir vorher einstellen. Ja. Ja, an einem ist ja einstellen. Ja, okay, müssen wir tatsächlich einstellen. Oh, an einem ist schon geil. Spiel wirklich beenden? An einem ist schon geil. Oder kann auch sein, dass. Nee, muss an einem gespielt werden. Muss. Ist ja offizielle Blobby Volley Regel. Okay, ja. Was ist die offizielle Regel? An einem Rechner natürlich. Ja, finde ich auch. An der Tastatur. So muss das. Okay. Habt ihr irgendwie besondere Regeln für Blobby Volley Chat? Nee, ne? Gibt's irgendwas? Ja, keine echte Gewalteinwirkung am Rechner. Definieren, Spieler 1 links, mach du mal. Ja, ich probiere mal. AWSD einfach wahrscheinlich, ne? Rechts? Links, so rechts, genau. Sprung ist dann zack, natürlich. Und okay, genau, ich habe einfach nur links, rechts, Sprung. Okay. Okay. Ey, dieses Design ist schon so hart. Also Simon spielt gegen Walle direkt, oder was? Ja, ja. Ja, geil. Ah, das ist schön 2 Frames. Oh, es ruckelt so ein bisschen. Aber wer ist rot? Ja, aber das könnte auch... Das gehört dazu. Walle ist rot, Simon grün, sehr gut. Okay. Steht ja auch. Oh! Alter, der war schöner, gut, schöner Schlag. Ja. Ja, aber es wird ja erstmal nur der Aufschlag jetzt die ganze Zeit hin und her gegeben. Ja, das ist wie beim echten Volleyball, ja. Wir haben echt einen Gelee-Volleyball. Ah! Ja, das war's. Jellyball. Okay, jetzt kommen die Punkte. Ey, das habe ich auch geliebt. Das Spiel ist einfach Hammer. Oh, yes. Und dann mit dieser fancy Music. Ja, das ist der offizielle Soundtrack, das wissen wenige. Ja. Ah, komm! Oh, Alter, Walle ist krass. Walle hat Ausdruck. Ich habe lange trainiert, ich war in Ligen und Vereinen. Scheiße. Oh, man darf nur 3-mal, oder? Ah, nee, einen habe ich noch. Oh, shit. Das muss am Ruckeln liegen. Ja. Alles eindeutig. Auf deiner Seite. Unsere Rechner haben keine Turbo-Taste leider. Was ist denn los, Ball? Oh, schlechter Aufschlag. Ja, ich wollte den. Kennt ihr den Pro-Aufschlag? Den wollte ich. Ja, der ist cheaten. Der ist cheaten. Aber warum redet ihr? Gar nichts ist cheaten. Ich hab selber gesehen. Ihr kennt das wirklich, ne? Ja. Okay. Scheiße. Ich hab das immer nur bei Leuten gesehen und mir gefragt, warum spielen die alle diesen Scheiß? Ja, ich auch. Um zu gewinnen. Jetzt weißt du. Ah! Es kotzt mich so an. Mucke, ey. Geile Mucke. Der Walle. Das ist die beste Mucke. Ja, da wo in Battlefield quasi Erfahrung fehlte, die mache ich in Blobby Volley wieder wett. Man sieht den Ball doch gar nicht, wenn er oben ist. Ja, du hast so einen kleinen Indikator. Ja, Punkt. Ist immer geil, vom Gewinner so Tipps zu bekommen. Ja, das ist super. Hammer.
Ja, viermal darf man treffen, ne? Also dreimal und beim vierten macht der Pfiff. Ich treffe dich gleich viermal. Ja, wirklich. Ich sagte keine Gewalteinwirkung auf vor dem Rechter. Das ist die einzige Regel. Hey, der Blob. Mann! Und ich kann euch gar nicht sagen, auf wie vielen LANs ich wegen mich schon geprügelt habe, wegen gespielt. Spielt mal 8 mit Fiesta. Was ist das? Das kenne ich nicht. Das kenne ich auch nicht. Das ist nicht aus der alten Ära. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Es gab viel davon. Icy Tower und so gab es ja auch. Oh, Icy Tower. Hat keiner mein Icy Tower Zitat gerafft? Oh, nice. Endlich! Oh, wieder, yes. Wieder. Comeback! Nein! Ja, sehr gut. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass damals auf meinem Dual-Core das irgendwie flüssiger lief. Never ever. Das glaube ich auch nicht. Doch, ich glaube, der kommt mit so vielen Kernen nämlich einfach nicht klar. Alter, du verachtenswertes Geschöpf. Du meinst den Blob, ne? Ja. Ah, hier, Walle mit seinen Pro-Tricks immer. Mann, der Walle! Du verachtenswertes Geschöpf. Das gefällt mir. Das ist wirklich die beste Beleidigung. Ah! 98 gehört. Ja, irgendwie gefällt mir. Das ist der zweite Punkt? Nee, dieses Aufschlag hin und her geben ist halt auch mies. Das hat mich überrascht. Das hat mich halt überrascht. Auch gut. Darauf war ich einfach nicht vorbereitet. Batz, Junge! Schade. Der wäre krass gewesen, wenn er so knapp drüber wäre. Mann, ich will jetzt einmal mein. Sei der scheiß Ball jetzt! So. Ja, schön. Rützelsbacher. Rützelsbacher, Hinterdropser. Oh nein. Und jetzt rüber. Ja, da geht auch. Wie lame. Ey, warum? Er macht das jedes Mal. Er schießt das Ding hinter mich und dann komme ich nicht rechtzeitig da vorne. Aber echt Präzision, ey. Warum? Das wäre auch ein gutes Spiel. Sausack. Und irgendwie war's, ne? Ja, leider. Ja, das ist im Bobby-Verein. Natürlich. Dieses eine. Was? Nee, wir müssen doch irgendwann auch mal die Teilnehmer. Ja, ich muss noch installieren. Vielleicht noch runter, ne? Nee, eigentlich wollten wir es nur als kurzen Break haben. Ich glaube, es reicht. Euer Match reicht, glaube ich. Ich will das jetzt auch noch sehen. Ich will eigentlich Valentin noch fertig machen. Ich will einen von euch jetzt mal gegen Walle noch spielen. Du machst das jetzt. Ja, komm, ich sag mal, ich bin nicht mal gleich fertig. Steffen hat so ein Feuer im Auge gerade. Eigentlich. Fuego. Wie viele Punkte geht das eigentlich? 15, glaube ich. Wie ist dein mexikanischer Drogendealer-Name, Steffen? El Fuego. El Fuego, alles klar. Chat, wie lautet Simons mexikanischer Drogendealer-Name? Warte mal. Und meiner ist... Kotzt mich so an. Solide. Es tut mir auch ein bisschen leid, weil ich habe zu viel Erfahrung. Man hat gesehen, da gab es ein Gefälle einfach. Simons Name ist Los Wochos. Okay. So, ich mach Walle jetzt fertig. Mach das jetzt mal hier. So, Walle. Hast du viel Erfahrung? Nein. Dann bist du chancenlos, mein Freund. Das geht auch. Chancenlos. Mach mal jetzt den Ausschlag da. Okay, mach ich. Nicht deinen miesen Kackausschlag. Hab ich abgewehrt, hast du gesehen, ne? Ich krieg den auch nie hin. Ich hab den noch keinmal heute hinbekommen. Ja, das hab ich den gesehen. Den Superaufschlag. Den geheimen Super. Was ist das denn hier? Weiß ich auch nicht. Es gibt einen geheimen Superaufschlag. Wirklich. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Der bringt gar nichts. Der ist nur cooler Flex. Und jeder weiß, ich bin ein brutaler Angeber. Das Meer teilt sich. Und dann kommt ein Superaufschlag raus. Mon Dieu, oh, das ist aber lecker. Ja. Da freut er sich schon. Den gesehen? Ja, das war ganz schön stabil. Oh nein, zu früh gesprungen. Ja, ich auch leider. Und, Rützelsberger, oder? Jetzt. Rützelsberger wieder. Nein. Was machen Sie? Soll ich was machen? Peinlich. Ach nein, wir spielen die ganze Zeit nur den ersten Aufschlag. Deswegen. Ja, das ist wirklich. Oh nein! Das kann sich noch ziehen. Peinliches Spiel. Ich habe schon Blobby-Spiele gespielt, die gingen Stunden. Nein. Ich zum Glück nicht, ich hab's heute auch nicht vor. Ach verdammt. Dann nimm doch deinen Aufschlag, Walle. Jetzt habe ich sogar schon einen Punkt. Ja, das war der Star-Aufschlag. Oh nein. Nein! Verdammt. Ja. Ach. Aber er ist auch noch drüben. Schiri. Dreimal selbst berührt, oder was? Ja. Der Schiri ist auch noch. Oh, das war oder? Eieiei. Den muss ich wieder kontern lernen. Komm, Steffen. Oh, der Singen. Zauberer. Backside Drop. Schöne Rückhand. Na, was war das denn? Ist einfach schwach. Weil Leute, die Valentin unsympathisch finden, jetzt einmal im Chat schreiben. Ich finde Valentin sehr sympathisch, es sei denn, er gewinnt. Und ich verliere. Dann finde ich ihn nicht mehr so sympathisch.
Wir werden das nachher bei UT einfach wieder austragen. Oh ja, aber natürlich. Wieso hast du da den Ball und ich nicht? Ich habe auch die falsche Farbe, weil Rot ist eindeutig schneller als Grün. Das weiß man schon. Oh, das ist ja nur frech. Ich hasse Valentin so sehr. Herr Simon, so hast du dich auch gefühlt eben, oder? Was Steffen gerade mitmacht, das kennst du. Oh ja, natürlich. Nur habe ich natürlich wenigstens einen Punkt geholt. Ja. Das muss ja Steffen. Peinlich, Steffen. Ja. Peinliche Leistung. Nein, jetzt macht ihn doch nicht so runter. Ihr müsst ihn aufbauen. Ja. Er ist doch euer Freund. Ja, aber es ist auch immer schön, wenn man noch jemand mehr fällen sieht. Ich würde doch sagen, jetzt nicht mehr. Nachdem was wir gesehen haben. Mann! Das ändert alles. Ja. Die Physik-Engine in diesem Spiel ist einfach nicht gut. Nee, ne? Nee, ich weiß auch nicht, was damit los ist. Seine Chance, einen Punkt zu machen. Sand und Wackelpudding ist unrealistisch, das passt halt nicht. Gönn ihn dir. Und diese Musik macht mich halt wild. Das ist ja, du bist ein Pavian, richtig schon. Liebe der Pavian. Ja, die Musik, hörst du es? Ist nur in deinem Kopf, dass sie lauter wird. Nein! Oh! Ich spiele Beachvolleyball halt nur mit 3 Caipirinha-Intos. Das geht halt nicht. Als Zuschauer. Na, ein bisschen coole Hip-Hop-Musik, das ist mein Jam. Tobi, welches Adventurement haben wir vorbereitet? 2004. So ist es. Das spielen wir jetzt, oder was? Können wir machen. Den gesehen? Ja, der war krass. Ihr wollt doch nur kein Spiel spielen, wo ich gut drin bin. Nee, wir können auch. Das machen wir doch gerade. Was ist dein Problem? Also, Du hast einen Vote, das stimmt. Ich war nicht derjenige, der dafür gewotet hat. Ich bin durch Zufall gut. Ja. Was soll ich sagen? Ja, natürlich! Seid doch mal drüben, du dummer Ball! Durch Zufall gut. Das ist ein geiles Shirt. Oh, das brauche ich nicht. Nein! Er hat einen Punkt. Das war nur durch meinen krassen Hammeraufschlag. Achtung. Und jetzt? So, hast du den gesehen? Der war schon stabil, ja. Not bad. Jetzt können wir noch so. Warte, wie ging der? So ging der, glaube ich? Nein, so ging der nicht. Ja, ja, aber ich weiß. Gab noch, du weißt, wie ich meine, ne? Ich weiß, so einen Trick da gab es noch. Der da. Ja, natürlich. Immer einfach auf Anhieb. First 3. Unangenehm. Nein! Oh, der war. Uff. Muss man Pixel zählen früher. Mhm. Aber es wird flüssiger, ne? Mit der Zeit, merkt ihr das? Ja, jetzt, die Shader werden. Ja, während des Shaders. Ja, nachgeladen. Ja, nein! Oh. Ich hab auch meine Brille nicht auf. Ja, ja, jetzt kommen die Ausreden. Oh, ich hab heute schlecht gefrühstückt. Ich hab heute gar nicht gefrühstückt. Glaubst du, ich? Ich hab heute Chips gefrühstückt. Ich hab heute Sieg gefrühstückt. Nimm den Mund nicht. Ja, Tobi, dann machen wir gleich am Tournament. Ja, können wir machen. Oh, Mann! Das kann doch nicht sein jetzt. Auf vor Jagd. Da kann ich ja schon mal starten, ne? Ja. Das wird noch ein bisschen dauern hier. Nein! Ah, du hast kurz geschlafen, das habe ich gemerkt. Ganz kurz angenickt. Ja. Oh Mann, ich habe den aber direkt zurückgegeben, den Aufschlag. Ich habe keinen Punkt seit sehr langer Zeit gemacht. Das stimmt, es geht wirklich. Ich sag ja, das kann Stunden gehen, wenn Leute ausgeglichenen Skill haben. Wow. Scheiße, der Steffen ist ein schneller Lerner. Das habe ich schon mal gemerkt, als wir Vokabeln gelernt haben zusammen. Was haben wir Vokabeln gelernt? Ich wollte so ein bisschen so alte Jugendreferenz. Was ist das denn für ein Game, Vokabeln lernen? Das Language Game, Alter. So. Nein! Mann. Habe ich ihn wieder den Aufschlag? Ey, so ein Blob ohne Hände spielt auch echt schlecht Volleyball. Das muss man einfach mal sagen. Ja, ist nicht die beste Idee, ne? Ah, ich hab lang keinen Schmetterblock mehr gemacht. Ey. Oh, da schmetterst du dich selbst kaputt. Ah, ja, klar. Nein, der geht noch rüber hier, guck mal. Ja. Ey, sieh mal, wenn so. Oh Mann! Ja, oh, der hat diese Rückhände, ey. Oder was man dir, wenn so Wackelpudding lange in der Sonne ist, ne? Da muss doch größer gewesen am Anfang. Wie so Pilze, die gekocht werden oder so gebraten werden, dann eingehen. Der war doch nicht immer schon so klein, oder? Dumm, klar. Durch Flüssigkeitsverlust, weißt du? Die verdampfen sich, ja. Die werden dann aber dadurch komprimiert. Ja, so, ja, das werden noch mehr zum Quabbel. Das bringt mir aber nicht so viel. So Flabber. Oh, ja. Oh Gott, ich habe zu sehr geschrien und muss husten. Das ist jetzt langsam dreht sich hier aber der Spieß, habe ich das Gefühl. Yes. Ah, Mist. Die Energie geht flöten. Geile Kammer. Boah. Oh. Mann, oh, das ja. Kann doch nicht konzentrieren. Enge Nummer. Was passiert denn dann, wenn Steffen jetzt gewinnt? Hab ich gewonnen. Dann darf er nicht teamen. Nee, ich hab doch dann auch einmal gewonnen. Das zählt nicht. Alter, was ist denn los? Oder? Ja, was ist denn jetzt mit dem Mann los?
Ich weiß nicht. Da geht er rüber. Steffen Maschine. Steffen, wenn ich gewinne, kriege ich deine Pokémon-Kartensammlung. Ich habe keine Pokémon-Karten. Das ist ein schlechter Deal für mich. Ich will 5 D-Mark. Okay. Ich will 5 D-Mark. Das sind inflationsbereinigt 2 Euro oder so, oder? Wahrscheinlich noch weniger. Also, Mann! Wahnsinn, das wird richtig spannend jetzt. Ja, die Musik macht's auch wirklich crazy. Ja. Mein Puls ist so hoch. Ja, aber das ist echte Musik. Das ist die Musik, die man früher hatte. Das ist unsere Live-Band, die sieht man ja gerade nicht. Unsere Studio-Band. Das könnte auch ein Giga-Intro sein, tatsächlich. Das könnte es sein. Steffen! Oder auch die Background-Mucke von diesen Demo-CDs. Oh ja. Oh, stimmt, ja. Alter! Ja. So nicht. Oh, so nicht, mein geil! Freund. So nicht! Ja. Wow. Ja. Du hast! Lass ihn nicht! Oh! Grün Ultras! Sowas von grün. Bin so am Schwitzen. Ja! Also bin wir ja! Ja. Echt nein! Mann! Mann! Du hast ja! Ja! Oh, shit. Musik! Also, das ist ein langer Ballwechsel und die ja, bringt mich zum Lachen. Ja, Mann! Oh! Nein! Nein! Yes. Verdammt! Das heißt doch, da hast du nicht gewonnen. Ja, ja Mann! Ist doch alles nicht fassbar. Durch so einen Mumpitz dann, ne? Das Original Demo-CD-Mucke. Könnt ihr mir nicht anders erzählen. Oh, rüber her! Geht doch! Nein, scheiße! Alles gut, alles gut. Okay, Aufschlag zurück. Jetzt mache ich nicht so einen dummen Fehler wie gerade, denn ich muss... Yes! Wolltest du nicht keinen so einen dummen Fehler machen? Sowas darf man wirklich nicht ankündigen. Ja! Hör auf mit dem Rennversagerblock. Weißt du, wir müssen tricksen, komm. Trick mal. An der Gummileine hinge dabei. Ah, jetzt wird er übermütig. Ja, das gefällt mir. Ja, sehr verdammt. Gut. Nur ein Punkt Rückstand, da wäre ich übermütig. Ja, denke ich, habe schon gewonnen. Nein, da nix da. Oh Mann. Yes. Das ist ein Hin und Her, das gefällt mir nicht. Ich will wieder in rasante Führung gehen. Spür auch gegen wen anders. Ja, oder? Du fühlst es auch. Ich fühle die Musik. Ja, der Beat geht rein. Auf jeden Fall. Ärgerlicher Typ. Nein, ich bin zurückgesprungen. Ja, jetzt. Nee. Oh, komm. Nein! Yeah. Er ist aber auch so ein Tryhard, der. Boom! Yeah. Der ist drüben, der ist drüben. Alter. Oh, yes. Das war unfair. Das war unfair. Das war unfair. Da war die Wand. Das ging schon immer. Fuck! Das war unfair. Ui. Das war selbst schuld. Mann. Mhm. Wow. Alter, wow. Sehr gut gemacht. 10-10, das kann nicht sein. Slam. Du cheatest. Schmetterball. Ich hab ohne Arme. An. Du hast doch an. Nein, ja, du hast doch einen mechanischen Blob. Ey, Clara, das ist die beste Mucke, die du rausgesucht hast. Ohne Scheiß. True. Ja. Hammer. Perfekt für dieses Spiel, ja. Perfekt. Für alles eigentlich. Und damit macht sie's aus. Oh, fuck. Komm schon. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es trägt sich auch gut. Ich hab das Gefühl, Tobi ist ein bisschen auf meiner Seite. Nein, als Antagonist musst du Stärke beweisen. Und der Chat sowieso. Tobi hat so eine richtige Leichtigkeit im Blick. So eine richtige Freude gerade. Jetzt denke ich gerade nur, ich habe die ganzen Server aufgesetzt und spiele mit Block. Ja, wirklich. So sieht's auch aus, wirklich. Ich habe hier 50 AOL-Freistunden-CDs mitgebracht. Und jetzt nutzen wir das Internet gar nicht. Valentin, lass doch den Ball mal bei dir. Der will doch nur eine Heimat finden. Mann! What? Ja, rett ihn! Nee, nicht mehr. Boah. Volle Konzentration. Boah, der war gut. Muss ich dir lassen. Yeah! Komm schon! Oh, was? Jetzt hast du den noch rübergekriegt. Alter. Mit Erfahrung und Gefühl. Oh ja, mit Glück. Angetäuscht, alles angetäuscht. Ah! Das war ein Kräftemessen sondergleichen. Alter. Das war schon toxische Alter. Bloppigkeit. Toxische Bloppigkeit. Ja, wirklich. Alter, lass mal an, ey. Bleib doch mal da drüben. Mit den Wänden kommst du nicht klar, deswegen versuche ich jetzt diese Bälle, genau. Mann! Mit Ansage. So hassen. So liebe ich. Ey. Langsam leck ich Blut, der Unsympathische zu sein. Dafür habe ich das beste Netzspiel. Oh, das war so. Ja! Oh, nämlich! Scheiße. Super gut.
Es geht hier um meine Ehre. Und uns 2D-Mark. 5D-Mark. Ja, und mein ganzer Blockverein guckt von zu Hause zu. Die stehen auf mich. Ja, du hast mit dem Verein gespielt, ne? Ja, genau. Da warst du nämlich. Exakt. Jetzt machst du hier die Leute, die Noobies fertig. Aber nicht mit mir. Aber Flabber war grün. Was? Ah! Dumm. Oh. Das war dumm von mir. War ein sogenannter Fußball. 13-11. Da ist doch alles drin. Ja, Spiel 1 ist aber auch ein Vorteil. Ah, den kannst du. Der Soundeffekt ist halt auch so geil. Das macht direkt Adrenalin. Oh Gott, ist das geil. Alter, ich will nichts anderes mehr sehen. Habe ich nur so gesagt, Tobi, keine Sorge. Ey, das ist wirklich, kannst du glauben, ey. Ja, ja, nein! What? What a save? Mann! Oh, Scheiße, der hat gespielt. So, ein Kajoi. Yes, das! Selbst ins Kniege. Komm schon. Mon. 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 Ghost Gamer. Yes! Ja. Oh. Wieso ist er da rumgeglitscht? Das ist Skill. Sagt er jetzt so. Ja! Krass, krass! Mann, spannender geht's nicht. Muss man mit 2 Punkten Vorsprung gewinnen, ne? Oder so? Oh, stimmt, so war das ja auch noch. Das kann auch noch bis 23 gehen. Die Tennisregeln. Wie ist der Chat drauf? Die sind Premium unterhaltend. Geil. Ach, das ist einfach. Wie lange das jetzt geht? Ja, wirklich. Balle! Herr Walle, er macht sich total unsympathisch, ne? Wie er nicht aufgeben will. Er gönnt nicht mal dem Steffen, der sich hier so gut verkauft, die Punkte. Gönnt nicht. Das ist wie hier. Nein, das war schon. Wow. Ja, aber Glückwunsch, muss ich schon sagen. So, ich bin ein Blockgewinner. Yes! I love it. Ja, ey, das war ganz schön eindrucksvoll. Ihr habt. Euch gut präsentiert. Danke, Steffen, stabiles Spiel, gut. In der kurzen Zeit hast du viel adaptiert. Würdest du zu Hause trainieren und wir machen das nochmal, wir machen extra einen Donnerstagabend nur für Blobby Volley? Niemals. Okay. Aber ihr müsst doch so eine Challenge, eine moderne Challenge einbauen. Der Verlierer muss in einer Badewanne voll Gelee leben oder so. Leben! Ein Jahr leben. Der wird komplett in Götterspeise eingepackt und muss dann Volleyball spielen. Ja, ja, lebt da drin aber. Und muss ich davon ernähren? Ja, ich muss auch davon ernähren. Ernähren auch noch. Tobi, spielen wir jetzt Unreal Tournament. Nicht normal ernährt. Ja, sehr gut. Puh. Ey, wir spielen Unreal Tournament 2.4. Wir haben es schon hier auf unserem Desktop. Ein ruhiges Spiel. Ein ruhiges Spiel. Ja, mal langsames, ja. Wir hören uns auch hier das Intro natürlich an. Gibt es ein Intro? Es gibt auf jeden Fall auch einen Sound, das weiß ich. Warum bin ich jetzt schon im Spiel? Warte, ich. Hier, mach raus. Alter 4. Hier, Exit Game. Ich muss neu starten. Hast du ein Passwort drin, Tobi? Ja. Ich hab's gerade noch nicht eingeben müssen. Hier, jetzt geht's ab. Guckt euch an. Hier, da kommt er raus. Schaut euch an. Krank, dieses Intro. Einfach nur krank. Ah, so. Tobi. Doppelklick drauf machen. Was müssen wir tun, Tobi? Dann gibst du dieses obere Passwort. Ah, ich verstehe. Ja, Passwort da ein. Die Liste, Leute, die Liste geht gleich rum. Dein Favorite ist ja schon. Erst wenn die Liste umgegangen ist. Ja. Nächstes Mal der falsche. Dann seid ihr dran. Kann es sein, dass wir schon. Nee, ich warte auch auf mein Zettelchen. Achso, warum bin ich schon drin? Von vorhin. Ach so. Du musst ach, das wissen doch alle, Fall, oder? Glaube ich, Simon. Ja, vor allem sieht es jetzt gleich die Zuschauer. Das ist okay. Also, Join Game. Und dann gehen wir auf Favorites. Und dann gehe ich auf Favorites. Ja. Und dann kannst du, nämlich, mach mal rechtsklick. Das Passwort hat Tobi. Damit die Zuschauer das auch sehen können, dann sagst du Add to Favorites. Zeig's doch nochmal kurz. Ja. Ja. Und dann gibst du da ein wieder jugendzimmer.rb. Okay, ja, wir haben's, Okay. Wir waren vorhin schon drin, deswegen ist es nochmal. Ach so. Ja. Ja. Ja, Enter. Ja. So, dann hast du da so einen anderen Server, da machst du Doppelklick drauf. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt will er gleich ein Passwort. Mhm. Nee, will er nicht, weil du schon mal eingegeben hast. Okay, aber du kannst es den Leuten verraten da draußen. Ja, kann ich sofort machen, sobald alle auf diesem Server drauf sind. Ah ja, verstehe. Ich glaube, jetzt haben wir es alle, oder? Ich glaube, wir sind drauf. Fünf. Drauf, ja. Cool. Ja.
Ihr könnt übrigens, wenn ihr Escape drückt, unten auf Settings gehen. Mhm. Dann könnt ihr bei Player euren Namen ändern. Oh, sehr wichtig. Sehr gut. Ja. Und für die Fälle, dass jemand nicht RBTV4 6 heißen möchte. Ja. Genau, und das passt also für alle, falls jemand mitspielen möchte. Wir spielen die GOG-Version, by the way. Also, aka ein modernes Unreal Tournament in der letzten Version. Und das Passwort lautet Bohnensalat, eingeschrieben zusammen. Lass uns doch schon mal festlegen, dass wir in einem Preferred-Team sind. Ja, ja, aktuell müssen wir erstmal gegeneinander spielen. Solange noch niemand da ist, brauchen wir das. Ja, aber du kannst es hier festlegen, das dachte ich nur. Achso, ja. Ja, ja, also. dann lass uns Rote gleich gehen, oder? Okay. Okay, ich bin schon rot. Oh, da kommen schon die ersten Leute hier auf den Server. Ja, ich muss wahrscheinlich gleich dann die Runde einmal neu starten. Oh, ich werde schon angeschossen. Ja, das können wir auch machen, wenn Tobi ist, dann starten wir neu. Ich dachte, wir wären Freunde. Jetzt du hast mich angegriffen. Jetzt sehe ich dich in der blauen Uniform. Stirb! In der blauen Uniform. Starte das verdammte Spiel! Ja, ist doch gestartet. Hey, was ist mit der Maus los? Ist das so? Ja, das musst du ein bisschen hochstellen, die Dinge. Was ist das denn? Die Sensitivity musst du ein bisschen hochstellen. Alter. Ey, die muss man, was hast du gesagt, hochstellen? Ja, natürlich. Ich finde, runterstellen. Und alle Leute, die jetzt raufgekommen sind. Meine ist krass hoch. Die nicht wir sind und im falschen Team sind, aka im roten Team, gehen aufs Blaue, sonst kommt der Kick. Ja, das wäre nett. Dann schaffe ich das nämlich nicht, uns hier rüber zu kriegen. Okay. Aka Nana Kyo Tormentor H207D. Also wir sind im Roten. Wir sind rot. Nein, ja. Tormentor bin ich. Okay, dann... For real? Ja, ich bin Tormentor. Ja, ich verstehe die Referenz. Aber wir sind aber nicht alleine in unserem Team dann, oder? Nein, nein. Sobald wir alle da sind, okay, können auch der Rest... Ah! Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Fuck, hab ich. Tobi hat mich getötet. Problem. Tobi ist ein Verräter. Ja. Da sind schon wieder viel zu viele auf der roten Team. Ich komm da nicht rüber. Das ist, Leute, komm doch mal rüber hier. Geh doch mal ins blaue Team. Alle Leute, die nicht in der Rocket Beans TV Gaming Area sitzen, einmal ins blaue Team. Alle, die nicht im Supporters Club sind, ins blaue Team. Mist. Sind sie ja alle. Sind ja alle drin. Dumm. Ich kann das Team nicht wechseln. So, Sound wäre gar nicht. Du bist Admin, Tobi, das ist ja enttäuschend. Ja. Auch der Admin muss sich manchen Regeln fügen. Wie im echten Leben. Ja, vor allem. Jetzt kommen wahrscheinlich immer das mehr Leute. Sag mal ganz kurz. Ja. In welchem Team bin ich? Du bist blau. Team Rot. Du bist aktuell Team Blau. Aber ich höre die ganze Zeit rot und ich sehe aber nur grün. Ja, du siehst unten, deine Menüleiste ist blau. Das bedeutet, du bist ein Team Blau. Ja, okay, klar. Aber die Gegner sind manchmal grün. Was heißt das denn? Das heißt, glaube ich, auch nicht, dass die was schreiben oder so. Nein, hier ist doch einer grün. Ist der jetzt. Achso, das ist ein Gegner. Nee, das ist ein Freund. Das ist ein Freund. Die Gegner haben, glaube ich, gar keinen Namen drüber. Okay, ja, das ist gut. Du siehst zu hoch. Also. Wo stehe ich so? Komm doch her, hau den Mann! Ja, ich bin da. Bin tot. Was ist das für ein Name? Warum ist denn der erlaubt? Der gekickt. Komm immer noch nicht rüber. Kann ich das doch hier vielleicht ändern? Gott, was ich diese Spiele liebe, einfach. Nein. Ich kann das nicht ändern, leider. Okay, also dann haben wir ein Problem da jetzt erstmal, oder? Ja. Okay, wie wollen wir es lösen? Hast du einen Lösungsvorschlag? Neustart? Irgendwas anderes? Wir wollen jetzt zusammen spielen, damit wir Spaß haben. Gute Frage. Also willst du was bringen, wenn wir den Server, also wenn wir das Spiel resetten? Das kannst du, nee, das bringt nichts. Ja, das kann ich, aber ich glaube, das bringt uns tatsächlich nicht voran. Also es müsste, würde ich jetzt jemand rausgehen oder was? Jetzt kann ich rüber. Warte, Change Team. Aber jetzt fehlt nur noch Simon gleich. Ja, du musst immer wieder wegholen. Scheiße, ich bin zu doof zum Ja! Oh, schön! Ah. Okay, ich nehme mich um, dass das einheitlich ist, sonst macht das keinen Bock. Das ist richtig. Weil du Tormentor bist. Ich bin Tormentor, das schneidet keiner. Cool. Wo stellt man den Sensi ein? Ich find's einfach nicht. Der Input. Achso, es ist kein. Ah, ich bin blöd, ich habe nach einem Balken gesucht. Nein, nein. Nee. Das kannst du ganz genau festlegen im Dezimalbereich. Das ist geil eigentlich, ja. Ja. Blau gewinnt, Leute, das ist nicht gut. Ja, da war ich ja immer noch drin. Ja, aber ich starte ja auch eh noch neu. Stimmt, außerdem war Tobi viel zu OP. Ja, das stimmt. Tobi ist OP. Er ist ja auch Admin. Ja. Nur daran nichts. Hui. Komm doch her! Ultra-Zocker, ab ihn! Ich hab ihn. Alles gut. Hinter uns. Hinter uns? Ja, bin tot. Wurde erschossen. Ach, die Waffen haben auch so geile Second-Features, ne? Ja. Ah, oh, shit. Ab ihn! Oh, das war nicht so geplant! Ja! Simon, jetzt kannst du rüberkommen. Ja? Simon? Was denn? Ach so, rüber auf die Teamseite, okay. Ja. Der unten Change Team. Mittig ein. Jetzt sind wir alle in einem Team, oder? Hammer.
Ja, nice. Sehr ja, Mann, jetzt geht's ab. Danke, Leute. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das ist sehr fair, danke. Dankeschön. Oh, die sind alle hier. Hier, okay. Danke. Die sind alle sehr flott, ey. Das ist einfach krass. Flottes Game, muss man sagen. Ja, das ist ein krass flottes Game. Hammermäßig geil. Heutzutage ist mein Gehirn so kaputt, dass ich das nicht mehr hinkriege. Aber ja, aber ich will es wieder. Das gut. Ist eine Verjüngungskurve für dein Gehirn. Meint ihr, wenn man gut in Quake ist, ist man auch gut in UT? Nee. Okay. Das ist ein ganz anderes Skillset. Also ernsthaft. Also ich war immer scheiße in Quake und immer gut in UT. Ach krass. Ja, also ich weiß, dass die Spiele sehr unterschiedlich sind von dem auch, was man, ne, also Skillset, aber die Geschwindigkeit, meinst du nicht, man hat seine Reaktionszeit zumindest trainiert? Nee, ich finde UT ist noch viel schneller. Okay. Als Quake. Okay. Ja, durch den Double Jump und so ist es. Ja. Verstehe, ja. Das heißt, dir ist Quake zu langsam. Oh, es gibt einen Double Jump? Ja. Ja. Zweimal W, zweimal A, zweimal D oder zweimal S, dann jumpst du in eine Richtung. Und ach, das Tapsen, ja, okay. Und du kannst halt auch zweimal springen, wenn du zweimal Leertaste drückst. Ist das auch noch mit den Wänden und so, dass man sich ja da abstoßen ja kann? Mhm. Ah, okay, dann weiß ich, was jemand. Und diese Ricochets von manchen Waffen, das ist einfach echt so hardcore. Ja, die Shotgun ist krass fleckern. Und drei Raketen loaden. Hab ich auch gesehen, Waschi. Macht's hier sehr gut. Ja, Waschi ist nicht schlecht. Waschi ist gut, ja? Ja. Ich hab was geschrieben. Du was sagst. Ah, die kommen ja angelaufen. Zwei gegen eins ist unfair, Leute. Was soll das? Traut euch doch mal. Oh, 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 oh. Nee, so auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich yes auf das Team-Laber-Button. Haben verloren. Verdammt. Ja, aber ich bin der Erste in unserem Team. Jetzt sind wir erstmal komplett. Ja, nee, jetzt sind wir komplett. Jetzt, ja, das ist kein Problem. Direkt wir rufen nochmal das Scoreboard auf. F1. Ach, danke. Ah ja. So, was wollten wir vorhin spielen? Wie hieß die Karte? Die Capture the Flag oder die was? Ja. Yeah. Der Soundtrack ist so geil, finde ich. Nicht Face Off, aber so ein ähnliches. Ist das die größte Map? Nee. Nee. Das hier wollten wir spielen. Ja, Face, genau. Face Classic. Tschüss, Coffee Bean. Tschüss, Coffee Bean. Ciao. Ciao, Coffee Bean. Capture the Flag, Leute. Capture the Flag. Facing okay Worlds schreiben viele im Chat übrigens. Facing. Das spielen wir gerade. Ja. Okay. Aber jetzt sind wir wieder in unterschiedlichen Teams, oder? Was? Gut möglich, ja. Nee, sieht gut aus. Sieht es gut aus? Ja. Wir sind blau. Alle waren blau. Oh, die Map. Ach, geil. Ah, nee, Simon ist rot. Kann es sein, dass erst in der neuen Runde die Sensi dann angepasst wird? Nee, das dauert eine Sekunde, ja. Ja, weil meine Maus ist jetzt viel langsamer. Ich hab das völlig dumm. Kann auch mal jemand aus dem... Einfach kurz warten, gleich ist wieder... Wir beide sind rot, ne? Wir müssen blau werden. Ach so, jetzt traf ich sie erst, okay. Ja, wir müssen jetzt einmal wieder... Das ist echt ein bisschen... Oh, diese Map habe ich geliebt früher. Super, ja. Und ich weiß, blau. Ja, oder vielleicht kriegen wir es bei dem Game auch einfach nicht hin, immer in einem Team zu spielen. Ist doch eigentlich am Ende... Das ist eigentlich auch Latte. Also, weil es ist ja nicht so ein Team-Game eigentlich. Klar kannst du als Team vorgehen, aber Kommunikation, der Geschwindigkeit, wisst ihr, was ich meine? Ja, und ich glaube, wir brauchen sonst ewig und dann exakt ist das Map nicht mehr vorbei. Das ist mein Punkt so ein bisschen. So, ich hab die Flagge. Ich hab den Redeemer. Sehr gut. Welches Team bist du? In meinem? Oh, das weiß ich nicht. Sie haben die Flagge. Team Blau. Auf Steffens Screen bitte. Die Redeemer. Hammer. Danke. Hallo. Ah, die Redeemer, das war der Wahnsinn früher. Double Kill. Okay, ich komme mit der Flagge zurück. Na, jetzt aber los hier. Ja, ich eile. Du wärst Headshot. Kick bei Krogi. Headshot. Scheiße. Headshot, Mann. Ja, ich bin tot. Das hilft nicht, was das Flaggengame angeht. Nee. Unsere Flagge liegt. Aha, Steffen. Jetzt Valentin? Du meinst Blobmeister Walle? Blobmeister Walle. Ey, ein Platz. Immer, ich komm. Blobmeister Walle hat mich getötet. Und das, obwohl ich kein Blob bin. Das stimmt, aber du bist ja der Meister aller Blobs. Ich bin stuck. Oh Mann, ich bin so auf dem Chat. Oh nein, ich hab Blobmeister Walle getötet. Der dumme Chat, immer will man da was reinschreiben. Ja. Also man will nicht. Ja, man will es nicht. Steps ist F1. Ja, man muss echt mal umbelegen, aber keine Zeit. Es ist ein heftiges Match. Wie oft spawnt die Redeemer? Wisst ihr das? Boah, selten. Ja, ist ja selten. Alle X Minuten. X Minuten. Bist du eigentlich nur Sniper-Rifle auf der Map? Nee. Nein. Nein, du bist alles. Ich bin vom Planeten runtergefallen. Dann bin ich wahrscheinlich tot. Aber ich dachte, die Erd... Na, egal. Was? Nein. Wolltest du eine Erdanziehungsbitte? Naja, ich wollte einfach nur sagen, warum hat das hier keine richtige Erdanziehungskraft, dieser Planet? Das ist halt schade. Was kann ich, weil es nicht die Erde ist. Okay. Ich finde ihn wieder im Chat, Mann. Scheiße. Das geht so schnell. Alter, was läuft da hier rum? Ah! Er schießt mich hier ab, das ist nicht gut.
Oh ja, Mr. Weasel. Do it. Ich hab keine Beine mehr. Was? Süd Icarus. Ich hab schon wieder die Flagge. Ja, wir sind gerade ein bisschen down. Ja. Ich verteidige hauptsächlich. Ja, ja, ja. Ich versuche. Na klar, na klar. Hauptsächlich bin ich auch hier. Ich bin ganz hinten einfach. Ich hab noch 130 Leben, das könnte ich schaffen. Das reicht, aber. 25? Bin tot. Das reicht auch. Aber ich bin bis zur Hälfte wiedergekommen. Ich hab ein paar getötet auf deinem Weg. Oh. Aber Havoc hat die Flagge. Havoc hat unsere Flagge. Sehr gut, Havoc! Da kommt jemand, Achtung. Ja, ja, ich hab ihn. RBTV3. Simon ist das doch wieder, oder? Ja. Punkte! Yes, Havoc! Yes. Ein Punkt, nice. Havoc ist ein guter. Ich finde das unfair, dass ihr eine Physik-Engine in eurem Team habt. Hallo? Hat mir gerade den Redeemer vor der Nase weggeklaut? War es Krogi? Nee. Oder? Ich hab's auch nicht bekommen. Nee, ich hab's nicht. Ich wünschte, ich hätte sie. Dann wäre ich jetzt Imba. Ey, das hat mir... Snipern ist nicht so meins, muss ich sagen. Nee, das... Kannst du ja gar nicht ziehen. Das ist einfach viel zu schnell. Das ist... Redeemer. Ja. Oh. Redeemer. Ah. Oh. Redeemer. Oh. Geil, ey. Krogi. Mann. Stirb. Hallo, kannst du bitte Krogi überlassen? Lass mich doch bitte. Ich hab keine geile Waffe. Taken. Red Flag taken? Hast du ja, ja, ich hab mal wieder. Nein, ich bin... Ach. Kommt doch her! Blue Flag auch? Was soll das denn? Ja, die haben wir gleich wieder. Ja. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist mein Problem gerade. Gibt es extra Punkte, wenn man alle Waffen macht? Ah, das sie. Nee. Okay, ich bin in den Tod gesprungen. Das ist schlecht. Oh, die Blue Flag ist weggelaufen. Wo ist sie denn? Ah, okay, wir haben sie wieder. Oh, ich bin von der Map gefallen. Hasselclash. Wie blöd kann man sich anstellen? Gesundheit, das war ja richtig Sunlight. Oh. Impulsiv. Entschuldigung. Ich schreibe wieder. Fuck. Was? Ich schreibe auch scheiße. Aber ich, man versucht immer nachzuladen. Auch ja. Wenn ich schlecht bin, ich habe trotzdem eine gute Zeit, weil die Mucke so geil ist. Ja, okay. Die Mucke ist Hammer. Okay, das ist doch gut. Haben wir endlich ein Spiel gefunden. Nein, wir haben heute tatsächlich nur gute Spiele in der Auswahl. Ja, das war ja auch eben nur ein Spaß. Battlefield hat mir auch Bock gemacht. Ich war halt nur elendig schlecht. Ja, easy. Aber mein Selbstwertgefühl fühlt sich seit Blobby Wolli natürlich wieder im Reinen. Ja, das ist wichtig. Auch für freut mich. kommt der aus dem Nichts? Was ist das für einer? Hey, Tobi ist ein guter, der holt ihm die Flagge da und er. Hey, was ist. Ja, ja, ich komme aber immer nicht so weit, weil die da campen. Ja, ich glaube auch, das ist cool, Tobi im Team zu haben. Ey, warum können sich Leute so teleporten? Wie geht das? Ja, das ist ein Chance. Ja, mit einer Waffe. Ach so. Du drückst Q und dann kriegst du so ein Ding und damit kannst du dich porten. Linke Maustaste ist das Porting schießen und rechte Maustaste portst du dich dahin, wo das Ding gelandet ist. Man kommt halt einfach über diesen Hügel nicht hier rüber. Ja, es ist super schwer. Ich komm da auch nicht rüber. Ach, das ist diese Waffe. Cobrax. Ja, aber ich bin schon wieder tot. Ah, das hat Cobrax. Simon hat mich umgebracht. Passiert. Ja, es ist auch in Ordnung. Blue Flag, Blue Flag, der Translokator ist mein größter Freund. Ich krieg halt auch einfach zu selten die Schilde. Und dann Schild, ist das halt echt schwierig mit der Flagge. Ja, diese Light-Sounds sind der Hammer. Das ist echt so. Puke, puke. Warum ist das Genre eigentlich so tot? Weil jetzt alle Fortnite spielen? Sind die blöd? Oh, die haben unsere Flagge. Oh, fuck. Nice. Rein da. Ja, Mann. Ich hab ihn gekillt. Oh, Mann. Oh, ich hab ganz schwer geschrieben. Ja, man schnappt. Bis dahin, ne? Und jetzt R drückt zum Nachladen. Juhu! Ah, schade. Ich hab die Flagge zurückgebracht, weil mein Teammate mir sie direkt vor die Nase gelegt hat. Ich liebe dich, Teammate. Du hast all die Arbeit gemacht und ich hab die Ehre bekommen. Abstaubertor. Aber dadurch steht jetzt 1-1. Ja, war Teamwork as far. Super. Super ist es. Oh, ist schon wieder einer unserer Base? Oh, ja, ja. Ah, nee, du bist ja gar nicht. Ah, wir haben ihn schon. Okay, aber das macht schon richtig Bock, muss ich sagen. Die Map ist einfach super geil, ja. Das macht schon richtig Bock.
Oh, wie ist das passiert? Oh, das war ein Beam, den hätte ich nicht erwartet. Es sind einfach zu viele Menschen, ich komme da nicht durch. Das war schön auch, dass wir bei diesem Spiel wieder so viele sind. Die Leute da draußen sind stabil. Ja, sind das einfach ist einfach da. Das finde ich so geil. Ey, ich muss noch mal sagen, für die Leute, die anfangs nicht dabei waren, es ist so schön, dass wir das zum ersten Mal im Jugendzimmer so machen. Ja. Ja. So ein Community-Ding, das ist echt Hammer. Und dass das direkt so gut klappt, ne? Ja. Also auch dank Tobis Servern und so, aber auch dank euch, dass ihr an den Start kommt. Und ich habe wirklich so ein bisschen LAN-Vibes. Also das ist irgendwie... Ja. Ja. Ne, das ist echt... Ah, Mr. Weasel, ey. Tobi, ja. Ich war halt schon halb tot, weil ich da vorher durch die ganze Scheiße durch musste. So, ich freue mich über jedes Billo-Erfolg. Simon, das Kampf hier bei uns! Weil du auf jeden Fall bist. Der lebt immer noch. Wie kann das sein? Nein! Runtergedüht. Oh Gott! Jemand hat uns die blaue Flagge. Die blaue Flagge wurde geklaut. Ah! Nicht mehr nicht schießen. Der Gegner hat sie, ja. Aber der wird jetzt sterben. Der wird sterben. Ja, zu Richard, sehr gut. Ich habe meinen Kopf verloren. Ich baller einfach drauf, scheißegal. Ey, wo gibt's denn den normalen Raketenwerfer? Den hab ich doch gar nicht gefunden. Liegt ja auf dem Feld, der liegt ja auf dem Feld rum. Die bringen die Gegner ja mit rüber, meinst du? Solche sind das, wirklich. Hier, da müsst ihr erstmal durchkommen. Durch die ganzen Schüsse hier, ihr Gegner. Cyborgs. Adrenaline Fall. Lemaus, durch meine Schusskraft verstorben. So, ich hab die, hab den Dinge-Eumel. Der ja? Dinge-Eumel? Dann drauf dabei, Tobi. Ja, oh, den Eumel, du. Oh, wow. Ah, Hilfe. Multi, ich bin leider getötet. Dein Eumel. Megakill. Ja, es ist geil, ey. Erstmal den Blue Flag drücken. Aber diese Soundeffekte sind auch so befriedigend, muss man sagen. True. Ey, oben auf deren Punkt oben drauf, ganz oben sitzen die immer. Schneipern runter, sich zwei. Ja, dann die ganze Zeit zwei bis drei Leute, das stimmt. Einen hab ich. Ja. Okay, schnell. Mann! Wer war das? Nanakio. Was anderes kannst du nicht, ne? Nur da oben rumlungern. Seh das doch. Wie sollte man denn so snipern können? Das ist wirklich schwer. Was macht wirklich Bock gerade? Ja, ist es. Love it. Okay, die ist weg, glaube ich. Mehr brauchst eigentlich auch gar nicht für einen geilen Shooter so. In der Gruppe. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Oh. Ah, diese Beamerei, ne? Das ist so krass. Ich hasse die Ability. Ja. Also die ist schon cool, aber. Aber ich hasse sie auch. Ja, aber es kann schwer, die Leute dann zu treffen. Ja, ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Headshot! Oh, Headshot. Sauerbraten. Oh Mann. Komm, ich war eben auch schon sauber, weil wir eben schon. Habe ich Elite. Ja. Seht ihr das? Voll entspannt in der Kuhle. Sieht voll gut aus. The enemy has your flag. That's not good. Ja, ich glaube, das ist oben drauf gerade. Ja, soll er runterspringen. Ja, komm doch. Komm noch her, Kollege. Was machen genau diese Tabletten, die man aufsammeln kann? Damit kannst du Adrenalin freischalten und so Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel ganz schnell rennen, wenn du viel nach vorne drückst. Wie kann ich das freischalten? Du musst 100% oben rechts haben. Ach so. Und dann kannst du viermal nach vorne drücken, dann kannst du schnell laufen, viermal nach hinten ist Regeneration. Zweimal links, zweimal rechts ist unsichtbar und zweimal rechts, zweimal links ist Berserker, glaube ich. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe einen Wahnsinnskill abgeliefert dadurch. Bitte eine Erklärung. Bitteschön. Sehr gerne. Okay, holt unsere Flagge zurück. Ich hab ja, den. Da, da. Ja, ja, haben ja. Sie, haben Sie, haben ich Sie? Hab, ich bin gleich schon. Hobrax. Ja, 58 HP noch. Nein, wir sind da, wir sind da. Nein! Nein! Das war knapp. Puh, es ist ultra geil. Es ist ultra geil. Es ist ultra geil. Blue Flag taken. Geil. Mr. Wiesel hat hier gerade unsere Flagge und läuft gerade vor mir weg. Double Kill! Mr. Wiesel? Wiesel. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ja, hab ich. Ja, gut gemacht. So. Gute Arbeit, Herr Grzybowski. Immer doch, immer doch, immer gerne. Steht zu Diensten. Ich geh jetzt auch mal in die Offensive. Okay. Da kommen nur leider gerade 5 Leute angelaufen. Dafür, ich hab einen Raketenwerfer. Ich bin tot. Ja, hilft mir nicht. Die haben unsere Flagge. Wo ist die? Ich hab deren Flagge vor allem. Aber die haben auch unsere. Ja, wo ist die? Ist bestimmt drin noch bei uns irgendwo oben oder so. Okay, ja. Ah, okay, nicht.
Komm, Tobi, du schaffst das. Ja, ich bin dumm gesprungen. Glaub an deinen Traum. Glaub an gute Flaggen. Dumm. Schlechte Flaggen. Das war richtig schlecht gespielt. Ist ehrlich gesagt viel spannender, seit wir nicht mehr in einem Team sind und ich euch hassen kann. Ja, das ist, okay. Das magst du ja gerne, uns überlegen, dich fühlen, ne? Ja, ich bin Walle, der Unsympathische. Ich liebe es, diese Blobs zu erschießen. Was? Blobs sind herrliche Wesen. Sie stehen unter Artenschutz. Alter! Oben auf unserer Base steht einer drauf. Ganz oben auf unserer Base steht jemand drauf und freut sich des Lebens. Das geht doch nicht. Die Karte ist einfach zu offen. Ich komme nicht raus. Ja, die Map ist echt krass, was es angeht. Dieser Mittelpunkt, da kam ich auch selten bisher drüber. Und du tatsächlich verhältnismäßig oft, muss ich sagen. Aber halt nie auf dem Rückweg. Die haben unsere Flagge? Ja, der Rückweg ist immer mein Problem. Ja. Auf dem Hinweg kann ich mich ja teleportieren. Ja, und stimmt. Kann so den Leuten so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja. Auf dem Rückweg geht das halt nicht. True. Ey, die Beine, wie die wegfliegen einfach. Und dadurch, dass quasi die Respawn-Time einfach null ist. Ach, Mann. UT-Zocker, warum hast du mich getötet? Bist du etwa gut? Hast du das Spiel schon mal gespielt? Glaube ich nicht. Nee. Wo ist unsere Flagge? Das wissen wir nicht genau. Ja, wir haben geholt. Das zählt nicht. Weil ihr nichts davon wusstet, meinst du? Ja. Wir müssen einfach verhindern. Oh, schönes Gewand. Schönes. Wow. Wir haben zwei Punkte, ne? Nee. Ja. Nee, wir. Wir sind blau, Tobi. Oh, ja. Verstehst du das Problem? Das ist ja ungünstig. Ja, ist echt ungünstig. Ich liebe mein Team. Es gibt aber auch mehr da drüben. Ich wollte aber einfach mal kurz einen Shoutout. Ich liebe mein Team. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber ich liebe auch mein Team, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ja, das sind halt die Underdogs, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Ja. Blue Flag taken. So, jetzt schaffe ich es mal über die Mitte, Leute. Gib mir einfach mal eine gute Waffe. Das ist ein Kobrax. Nee, ich laufe dir diesmal nicht hinterher. Ich gehe jetzt über die Mitte. Schöne Waffe. Wo ist der hingelaufen? Mr. Weasel. Ja, echt. Dieses Teleportieren ist geil. Das ist echt die Überraschung. Ihr habt einfach auch vier Leute, die verteidigen. Das ist auch ganz schön klug, oder nicht? Ja. Andere Leute würden es als Cheaten betrachten, ne? Ich hab die Mitte nicht. Also ich hab die Mitte überschritten, aber ich hab's nicht in Ordnung. Ja, nehmen wir unsere Flagge wieder. Ja, aber die Mitte rüber. Der ist irgendwo noch oben drauf. Ey, Wahnsinn. Ist ganz schön anstrengend, aber auch, finde ich, so diese... Ja. Oder? Ja. Anstrengend ist es ohne Ende. Man merkt halt, dass man keine 13 mehr ist. Ja, der Kopf ist richtig im Eimer. Ey, wirklich. Aber irgendwie ist es auch... Man will halt nicht aufhören. Ja, ist auch toll. Blue Flag. Blue Flag, oh Mann. Dürfen wir die mal einmal ganz kurz auch mal halten, die Blaue Flagge, bitte? Ihr habt die jetzt schon die ganze Zeit gehabt. Nee. Oh. Neo hat mich getötet. Ey, wo sitzt eigentlich die Kommentatorin? So langsam. Oh. Nein, komm ich jetzt hier raus? Hier. Hilfe. Nee, ne, hier nicht. Wir haben schon wieder unsere Flagge, aber ich weiß nicht, wo die ist. Ich hole mir jetzt aber deren Flagge und du musst ganz dringend unsere Flagge zurückholen. Alter, wenn ich wüsste, wo die ist. Ja, ich muss jetzt ja wieder runter droppen. Ich versuche sie zu finden, Tobi. Ich kann es nicht garantieren, dass ich sie finde. Ja, ich habe nämlich gerade meinen Speed-Bonus an- und Abschild gehabt. Scheiße. Ich komme. Lauf auf. Ja, ich bin tot. Ja, Ultra-Kill. Mega. Holt die Flagge, Leute. Ja, weiter. Lauf. Holt sie hin. Havok hat sie. Havok. Du beendest das, was ich angefangen habe. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Wo ist Havok? Der ist direkt bei uns in der Base. Ja, sehr gut, das schaffen wir. Yo! Punkt! Havok! Physik! Ich hab die schwere gemacht! Ich hab den Ultrakill gemacht, ja, also bitte. Oh, wow. Also bitte. Ja, ihr habt euch erstaunlich krass über einen Ausgleich gefreut, muss ich sagen. Also doch ist hier nichts gewonnen. Ich bin Valentin, ich kann Volleyball spielen. Kann ich gar nicht, nur blobben. Wie guter Blobber. Ich habe mein Lieblingsfilm als Kind war der Film Flabber. Ja. Das erklärt einige. Das war schon ein guter Film, muss man sagen. Ja, muss man sagen. Ganz ohne Hate mal. Ja, wirklich. Oh, den gucke ich heute Abend. Heute Abend? Ich dachte, heute in der Morgen. Den gucke ich heute Abend. Okay, Walle. Ich meine, in der Frühe, in der Morgen nach der Ladenparty, logischerweise. Ja. Oh Gott, und dabei hat ein bisschen ein Loch gefallen. Och, Mann. Ich will jetzt Flabber gucken gehen. Die haben unsere Flagge geklaut.
Wieso ist das für ein Server so viel Liebe? Aber das stimmt schon, ey. Für mich ist es auch Abend, wenn man nach Hause kommt, Walle. Ja, einfach egal welche Uhr. Ja, wenn du nach Hause kommst, ist es Abend. Ist so. So. Blue Flag dropped. Blue Flag returned. Ja, where's the blue flag? Also, returned. Wie gut die alle durchzappeln. Ich muss auch viel mehr springen, ist mir gerade aufgefallen. Ja, das ist sehr wichtig. Zappeln ist das Wichtigste in dem Spiel. Ja, ich werde jetzt nur noch die Taste drücken. Zappeltaste. Alter, was war das denn da? Oh, es ist so gar nicht möglich für mich. Oh Gott. Ja. Also Unreal hat mir irgendwie noch nie so zugesagt. Nach der Runde gibt's Flatout. Oder Command & Conquer. Aber ich glaube, Flatout ist dann noch ein bisschen funnier. Ja, dann haben wir auch so ein bisschen Genre-Abwechslung. Ja, ne? Gut, hätten wir mit Command & Conquer. Hätten wir gerade sagen. Das stimmt, ich habe dir einfach nicht zugehört. Wie bei einer echten LAN-Party. Genau, nee, das Ding ist, als ob mein Kopf so schnelle Sachen mal gleichzeitig machen kann und dabei noch irgendwie kommunizieren. Und niemand hat mir zugehört, da bin ich mir sicher. Was? Melkovic, Melkovic, hinter dir! Als ob ihr Melkovic im Team habt. Oh, ich hab Melkovic getötet. Eine Minute noch. Und dann geht das Spiel so lange weiter. Du bist am Death, glaube ich, ja. Ich hab Melkovic getötet. Ja, ist ja gut, ich hab's bestanden. Executive. Viermal Hopsen. Viermal Hopsen? Genau viermal, bitte. Viermal. Oh, Vorsicht, der Cobrax ist wieder bei uns in der Base. So, ich habe Adrenalin voll. Wie mache ich das jetzt? Machen wir viermal nach vorne. Also WWW, ganz oft W. Du bist jetzt schnell, sei schnell. Alter, ist das krank geil. So, habt ihr Zeit, mich zu protecten? Ja, sicher. Immer. Auch wenn ich Walle sehe? Nee, dann geht's nicht. Auf seinem Bildschirm? Guck mal, Walle, hallo. Da bin ich. Ja. Fuck. Ich treffe dich. Alle auf die Cobrax, schnell. Er fällt ins Loch. Das sind sechs Leute, sieben Leute gewesen. Ja, das ist gut. Gut kapiert. Aber ist ja auch gut, ich kann ja auch mit meinem Team da draußen kommunizieren. Monster-Kill! Wenn ihr nur genug sagt, dann wissen die ja Bescheid. Wir haben Platz, mega. Leute, wir können loslegen. Nee, die respawnen sofort. Achso, ja, gut schon. Das ist so. Wir können loslegen. Ah, die kommen auch nicht zu Rande. Günther. Aber der nächste Punkt ist jetzt Win, ne? Rufe Young Günther. Ja. Du bist Erster übrigens, Steffen. Ja, du hast ja noch zwei fette Redeemer-Kills, das ist ja alles, was ich gemacht habe. Ach, come on, Günther. Muss doch jetzt nicht sein. Wir sollen anrufen. Wir haben unsere Flagge. Steiner, ruf an jetzt. Wir haben unsere Flagge. Ja, sehr gut. Wir haben sie nicht mehr. Wir haben auch ein sehr gutes Team, muss ich sagen. Wir haben ein sehr gutes Team. Ich bin sehr stolz auf jeden Einzelnen von uns. Danke. Getragen von den Schwachen, würde ich sagen. Wie jede gute Monarchie. Ja. Mann! Hau den Mon! Also, nee, nicht wirklich. Ich meine den Typen, der sich so nennt. Den soll man hauen. In-game. Hä? Blue Flag taken. Blue Flag dropped. Blue Flag returned. Hast du bitte unsere Flagge mal in Ruhe? Blue Flag taken. Blue Flag dropped. Blue Flag returned. Mann! Blue Flag. Ah, Lamau! Lamau. Lamau. Meow. Das Gehirn nur noch so, Alter, was ist mit dir? Bist du komplett dumm? Ich sehe nur noch Farben. Warum tust du mir das an? Ah, oh, Junge, wir haben unsere Flagge wieder, ne? Mein Gehirn hat das Denken aufgegeben. Das ist besser so. Die haben unsere Flagge. Sehr gut. Stirb, Mann. Tobi ist ja da. Nee, das bin ich, das bin ich. Keine Ahnung, wer sie ist. Das ist Havoc. Geht er jetzt ran? Okay. Red Flag returned. Ach, Flag returned. Geh auch ran. Das ist wie Blobby Wall jetzt ein endlosen Match. Wie viele Leute hier habt stehen? Sechs Leute in dem Ding selbst. Ich hab ein Schild. Leute. Ja, wir müssen gut verteidigen, weil ihr seid halt auch echt gut hier reinzukommen. Deswegen glaube ich, macht es schon Sinn, dass wir hier stehen. Sonst werden wir schon lange gebumst. Oh. Ist ja. Ah, nee, wir haben es geschafft. Okay. Ich muss campen.
Campen ist so in einem Drang, den du nicht widerstehen kannst. Ich muss. Das ist meine Religion. Campen ist die nobelste Art des. Du hast ihn dir schon wieder gekohlt, ne? Ja, ich sehe das schon. Ich mach das aber auch sehr gut, Tobi. Oh ja, ich gehe ja schon. Ah, da war der Typ mit der Flagge bei mir. Nein, ich bin abgeglitscht. Wo ist noch eine Flagge? Okay, haben sie. Alles gut. Habt ihr auch schon keine Flüssigkeit mehr im Auge? Ja. Also jetzt mal wirklich, oder? Ja, das ist ja auch die offizielle Maßeinheit für Energie in UT, ja, wie viel Flüssigkeit im Auge ist. Ich glaube, dieses Match geht immer zu Ende. Wollen wir uns auf Unentschieden einigen? Einer von den Gegnerteams soll reinkommen ins Studio und dann hauen wir uns aufs Maul. Ich habe einen guten Vorschlag. Lass uns den Sieger in einem Match Blobby Volley entscheiden. Ja, das ist auch, das ist eine gute Idee. Ich möchte nicht mehr mit Valentin reden. Ah. Hans hat mich umgebracht. Hans. Ich kläre das in einem UT One-on-One. Gar kein Problem. Morgen oh, Insta-Gib. Ja. Da bin ich dabei. One-on-One Insta-Gib, Walle gegen mich. Let's go. Das wäre witzig. Das ist Walle. Wir klären das gleich in einem Flat-Out-Stunt-Turnier. Oh, da bin ich aber auch sehr gut drin. Ne? Quatsch. Doch. Kann ich mich vorstellen. Doch. Du redest hier mit dem Blobmeister Walle. Ja, du kannst. Kami. Ne? Ich hab PS im Blut. Ich hab PS du hast im Blut. Grütze im Blut. Aber ich finde es das gut, dass es entschieden werden muss jetzt hier. Das finde ich gut. Ja, richtig. Irgendwie ist das auch richtig. Alle leiden gemeinsam, das ist schon okay. Die Frage ist, wird es jemand? Alle leiden einfach nur noch. Vor allem die Zuschauer da draußen. Naja, die sehen ja unsere Verzweiflung. Das ist ja, ja auch Teil des Entertainments. Den inneren Verfall hier zu dokumentieren. Das ist doch irgendwie schön. Oh, da kommt wieder jemand durch. Wer ist es? Hau den Mon. Macht ihn fertig. Hau den Mon. Oh, ich springe die ganze Zeit von oben runter, weil ich dachte, es gibt keinen Fall-Damage, aber es gibt Fall-Damage. Ach, come on, Alter. So. Ey, mein Körper baut richtig ab bei diesem Spiel. Ja, jetzt wirklich nicht falsch machen. Ich muss es wirklich echt nochmal sagen. Man kann seinem Energiebalken förmlich dabei zuschauen, ja, hier singen. Super Drain. Das ist so wie wenn du auf dem Smartphone 4K-Video aufrufst. Da kannst du auch der Batterie zugucken. Ja, fühle ich mich gerade. Ach, Mann. Hopsmeister, ey. Der Hopsmeister. Ja, ist echt der Hopsmeister. UT Hopsmeister ist mein Name. Schön. Redeemer. Hans. Kam zu spät. Ja. Aber wir spawnen ja eh direkt wieder. Also. Ich möchte, dass ein Team jetzt gewinnt. Jetzt schon egal welches. Hier oben wird aber richtig mal rausgeballert. Wie oft ich in den Chat STW schreibe. Ja, ohne Witz. Ja. So unglaublich. Sauerbraten, ich bitte dich. I please you. Leute, so viel Rocket. Bist du etwa sauer auf Sauerbraten? Nein, ich liebe Sauerbraten. Ich dachte, du magst ein Mohnbrötchen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Diese, ja, wirklich. Wollen wir die kaputten Tastaturen zum Zerstören? Zum komplett Zerstören? Wollen wir die einfach gleich nur noch mit Shield Gun? Ja. Um das jetzt zu entscheiden? Ich kann halt nicht enforcen, das heißt, ich muss alle kicken, die sich nicht dran halten. Ey, das ist auch anstrengend. Aber auf eine bessere Art und Weise. Ich meine, es hängt. Aber ich habe gerade deren Flagge und ich bin auf dem halben Weg schon, ne? Es hat ja schon viermal geklappt, wollte ich ja gerade sagen. Ist gleich weg. Ihr müsst mir einfach helfen. Ja, aber da sind ganz viele Leute hinter dir. Ja, ich weiß. Jetzt kill den doch alleine. Hallo, der läuft wirklich die ganze Scheiße da lang. Lauf, Tobi, Baller. Was? Tu es! Nein! Tu es! Noch weiter! Tu es! Tu es! Nein! 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 Okay, er will jetzt. Warum läuft er nicht ran? Ja! Ja! Ich hab sie geholt! Aber mein Team und ich wissen, wir waren trotzdem besser. Wir haben nur mal einen Moment nicht aufgepasst, weil wir waren halt exhausted. Alter Schwede. Die Augen. Euch. Habt ihr Zitronen für meine Augen, damit ich wieder was fühle? Oh Gott, ey. Wirklich. Ja, Leute, so ist das auch mal. Ja, GG, Team GG. Blau. Das war ganz gut, was ihr da gemacht habt. Das hat schon Spaß gemacht, aber ich muss euch sagen, jetzt brauche ich erstmal eine kurze Unterbrechung. Lass mal so einen Clip nochmal abspielen. Oh ja, bitte. Also, isotonisch, vitaminhaltig,
mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Willkommen zurück zum Jugendzimmer in einer wunderbaren Runde. Allerdings ist unser Energielevel gerade von ganz vom Maximum ein bisschen hier, ich glaube schon unter Null. Das ist jetzt so wie LAN-Party 4 Uhr nach. Wirklich, UT hat uns echt fertig gemacht. Aber es ist gar kein Problem, denn wir haben natürlich noch zwei weitere Spiele dabei. Ihr könnt was sagen, was ihr spielen wollt. Oder der Chat, mir ist es egal. Die wollen wir uns committen. Wir haben noch zwei Spiele zur Auswahl. Command & Conquer? Red Alert 2 haben wir, glaube ich, oder haben welche Version? Nee, 1. 1, okay. Command & Conquer, das normale, oder Flatout. Ja. So, das könnte die Chat, die könnt ihr auch schreiben und jetzt könnt ihr mal überlegen, was. Oder wollen wir voten? Wir können auch voten. Nee, ich dachte, was ist hier? Ja, vote mal rein. Vote ist auch geil. Ja, Counter-Strike zählt nicht. Aber das spielen wir, glaube ich, nur unter uns, ne? Jetzt gleich. Also, ja. Beide Games werden nur unter uns gespielt, genau. Ja, true. Ja. CNC wird dreimal geschrieben. Aber da kann man an der Stelle vielleicht schon mal sagen, wie cool das hier alle am Start wart, weil wir haben jetzt ja Battlefield und mega schön UT gezockt und da waren echt gute Leute dabei, aber auch nicht nur Frustrierendes. Also es waren Leute dabei, die waren nicht so gut und die konnte ich abschießen. Und ich muss echt sagen, Tobi, Hut ab, Chapeau, tausend Dank, dass du das hier alles so schön übernommen hast. Wirklich spitze. Nee, das wirklich. Hat sehr gut funktioniert. Das hast du dir auch wirklich verdient, weil als wir mit der Idee gekommen sind und gesagt, Tobi, wir wollen noch, oder eigentlich wollte ich gerne ein bisschen LAN-Party-Feeling haben, hast du ja von dir aus gesagt, Mensch, ich richte das ein, hab Bock drauf, bin dabei. Geil, also mega, so soll es sein. Tippitoppi. So, und der Chat schreibt jetzt gerade mal. Also ich habe sehr viel Flatout gelesen. Ich habe auch sehr viel Command & Conquer. Ja, ich habe alles gelesen. Das ist irgendwie so halb. Also, ich lüge auch einfach. Oder ist es möglich, einen regulären, wirklich einen echten Vote zu machen? Einen echten Vote? Der echte Vote. Meinst du technisch? Also, Ausrufezeichen. Was meinst du, Timo? Wollen wir erstmal wagen? Mal abstimmen. Ja, erstmal unter uns. Das wäre. Nee, wobei, es muss eigentlich mal anders rumlaufen. Weil sonst unter uns ist einmal Flatout und die anderen Command & Conquer. Das ist doch klar. Ja, genau, aber wie ist das verteilt? Okay, das stimmt. Ihr könnt jetzt nicht die Leute abstimmen lassen und dann aber selbst abstimmen. Nee, das geht nicht. Das ist doch ungeil. Warum machen wir das denn? Nein, Chat soll entscheiden. Okay, Chat entscheidet. Komm, wir sind schon so ungeil. Ich kann nicht mehr reden, ich bin so müde. Ich will gar nichts bespielen. Oder ich rufe 11880 an. Und frag die. Das ist der Vote. So war es ja früher. Das war wirklich früher so, stimmt. So, da haben wir echte Demokratie fordert der Chat. Das also, kann ich verstehen. Ausrufezeichen JZ und dann entweder Flat oder CC. Der Chat läuft. Jetzt anrufen für 50 Pfennig pro Anruf. Ey, wie reich könnte man werden? Frage ich mich. Reich? Ja, ne? Fernsehsender sind reich geworden natürlich. Nicht nur die. Nicht? Auch die Telefon-Hotlines, also die Anbieter so. Ich freue mich übrigens wieder auf so einen Fernsehmoment, sage ich jetzt mal mit ein bisschen Werbesache da drin. Denn Samstag ist der ESC und meine Buddies von Lord of Lost sind dabei. Und deswegen bin ich zum ersten Mal in 100 Jahren, habe ich wieder richtig Bock drauf. Das ist gut. So, weil ich einen Bezug dazu habe. Bist du dann auch vor Ort oder guckst du von zu Hause? Bin zu Hause. Machst du so eine Watch-Party mit Käse? Nee. Käse? Mit Käse. Käse ist immer gut. Käse. Mit Blechkäse. Mit Blechkäse-Kredenz. Wird der gute Blechkäse rausgeholt, ja. Habt ihr Blech dabei in Berlin? Ich weiß nicht genau. Aber findet das nicht in Storm oder Nähe, der Euro? Liverpool, kannst du hinfliegen. Ja, immer. Cool. Doch schnell. Mal schnell drüben. Ja. So, Chat. Was schreibt ihr alle fleißig? Ich habe das Gefühl, der Vote ist ordentlich. Blech kommt noch die falsche. Flatout ist ein Rennspiel. Ja. Punkt. Ja, aber halt mit so Fun-Modi. Das ist eindeutig genug. Command & Conquer. Ah, okay. Sorry, Walle, nächstes Mal musst du halt wiederkommen ins Jugendzimmer. Du, mach ich. Ja? Ich bin hier gern. Okay, dann starten wir's mal. Welches Game soll ich reingehen? Rumbles Game? Rumbles Game, immer Tobi. Oder Tobi Baxter's Closet. Mach mal ein Spiel auf. Tobi macht das für uns. Das Passwort schreibe ich auf den Zettel, der mir leider nicht mehr hier ist. Achso, den können wir ja zurückgeben. Meinst du? Das ist er, ne? Ja. Okay. Ich muss sagen, ich habe die Teile nie gespielt, ne? Will ich nur direkt sagen. Das Ding ist, ich wollte da natürlich aus einem ganz gewissen Grund lieber Flatout spielen. Naja. Weil da hätte ich schön stabil abliefern können. Hier kann ich gar nichts. Und deswegen, wer möchte mich nicht im Team haben? Jetzt Hand hoch. Die Teams, hier gibt es keine Teams.
Ich dachte, wir spielen gegeneinander. Wir können, oder alle, alle gegeneinander. Ach, krass, alle gegeneinander. Ja gut, nee, das finde ich fast besser. Da kann ich nämlich niemanden enttäuschen, außer mich selber. Kann ich nicht. Das ist auch geil, niemanden enttäuschen. Genau, und wenn ihr ICQ-Nummern austauschen wollt, dann einfach in den Chat schreiben. Ja, stimmt. Connectet euch im Chat. Ich habe meine ICQ-Nummer halt immer noch im Kopf, ne? Also, was wir auch machen könnten, jetzt, also, es, man könnte auch zu 10 spielen. Wir könnten natürlich auch gegen die Community spielen, auch wenn wir wahrscheinlich aufs Maul bekommen. Also, das dauert euch zu lange, oder? Ich glaube, das ist zu stressig. Ey, ich will einschätzen. Also, ich mag das, die Idee, Tobi. Ich als Entscheider dieser Sendung sage, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, das ist, glaube ich, besser. Weil dann haben wir was fürs nächste Mal. Ja, ist gut. Ich muss mir die Kacke ja auch immer ausdenken. Jetzt habe ich schon 2 Ideen fürs nächste Mal. Fertig ist die Sendung. So, ja, das Battlefield-Spiel. Ja, wirklich, das muss man pragmatisch sehen. Ja, wirklich. Wer soll sich das Ganze ausdenken, das ganze Zeug? Also, das ist wirklich ein Spiel, das heißt RBTV5's Game. Gefunden. Und das Passwort ist das untere zusammengeschrieben. Ja, verstehe. Mhm. So, das muss ich ja hier. Wo finde ich denn das? Ganz oben. Ich kann hier auch gar nicht sortieren irgendwie. Ja, das ist relativ weit oben. Wie weit? Drück mal unten links auf den. Alles klar, habe ich gefunden. Genau. Ja. Da. Ja. Ah, jetzt habe ich. Du kannst es ja schon mal weitergeben. Du hast, ja. Das kriegst du ja gemerkt. Ja, das krieg ich mir tatsächlich gemerkt. Da ist kein Leerzeichen drin. Ich bin einfach nur scheiße im Schreiben. Okay. Hier, das. Das ist ein U, oder? Ja. Ja, ich habe gar keine Ahnung von diesem Spiel. Dementsprechend drücke ich einfach auf Annie. Faction Annie. Wir müssen uns auch nicht verteilen. Wir wollen keine Teams machen. Ich bin rot. Wir sollten die Farben vielleicht einmal definieren. Ich bin lila, grün, gelb. Und orange für... Wieso? Das ist ein Name. Ja, I don't know. Kann gut zu funktionieren. Hä? Also, ach, ich glaube, jedes Mal, wenn jemand was ändert, resettet sich mach das. Mach mal kurz keine Änderung. Das ist ja, aber ich muss doch... Kurz. Ja, mach ganz kurz mal. Keine Änderung. Nur kurz wegen dem Namen. Hey, hello. Danke. So. Ja, ja. Enter. Und ich glaube, jetzt Enter drücken. Ja, jetzt, okay, jetzt können wir wieder anlesen. Danke euch. Ich muss doch denselben Hintergrund wie auf der Karte die grauen Dinger finden. Oh, ja. Ja, damit ihr mich nicht sehen könnt auf der Karte. Premium. Was mache ich hier? Also, wo ich die Frage gesehen habe, ich glaube, man kann bis zu 12 Leuten spielen. Ach, krass. Habe ich zumindest eben gesehen. 6 gegen 6, was auch noch. Okay, ich bin ready. Ja. Muss ich irgendwie ready drücken, oder? Ach, da. Ja. Rechts auf dem Haken, ganz rechts. Orange. Ja. Ready. Ready. Ich sag direkt, vive la France. Ja, ich sage sofort, Coronation. Ich bewerfe euch mit The King is coming. Teigwaren. Seid ihr bereit? Ja. Yes. Bereit. Mach jetzt hier an. Okay, ja, dann. Battle Control initialized. Oh Gott, wie funktioniert das? Einfach ausklappen, ne? Ja, irgendwie so. Komplett nicht mehr. Weiß ich, was gebraucht hat. Wie das geht. Scheiße. Ach, ist das herrlich. Hab ich schon gewonnen? Wo ist meine Musik? Egal. Es gibt keine Musik, kann das sein? Nee, keine Musik. Das war noch vor Musik. Das ja, das ist auch gut, dann kann ich mich besser auf den Krieg konzentrieren. Kann man sich theoretisch verskillen? Ja, ne? Ja, klar. Scheiße. Ich weiß nicht, wo mein Ohr ist, was ich abbauen muss. Leute, habt meinen Gedanken jetzt. Macht euch zu Hause mal den Hellmarch an, bitte. Alle Second Browser Fenster Hellmarch anmachen. Bisschen fürs Feeling. Nein. Nix. Wenn wir was zum Runterkommen jetzt erstmal, oder? Ich bin super gestresst. Geht so, ich bin auch super gestresst. Yes, sir. Scouten. Borfen. Hä? Weiß halt auch gar nicht, wo ich bin. Wie sieht denn dieses Ohr aus? Lass es von mir wegschalten. Ich kann nix. Ist mir peinlich. Chat, hilf mir. Wie geht das Spiel? Du musst Rechtsklick auf das Ding gemacht. Ja, das hatte ich schon gemacht. Dann habe ich wieder alles eingepackt. Ja, aber jetzt musst du den ganzen Scheiß bauen. Ja, genau. Und da kann ich. Jetzt musst du den ganzen Scheiß bauen, Mann. Unit ready. Unit ready. Was ist das? 1400, also Wucher. Ach, oh, ich bin so blöd. Okay, danke. So, jetzt. Unit ready. Okay. Kein Rush die ersten 20 Minuten, ne? Hatten wir gesagt. Ja, nee. Okay. Ready and waiting. Ich spüre doch schon den kalten Nacken von Simon. Kein Rush. Ach, Leute, von mir braucht er keine Angst haben. Ready and waiting. Affirmative. Unit ready.
Wenn du Fragen hast, Walle, kannst du mich gerne anhören. Ja, mach ich tatsächlich gleich, wenn ich nicht weiterkomme. Jetzt gerade läuft es mal. Du brauchst erstmal Powerplant, Barracks und dann ganz wichtig, Ore Refinery an das Gold ran. Ja. Damit du halt Geld kriegst. So. Und wenn du das verkackst, dann kriegst du auch nichts mehr. Und lieber mehr Strom als zu wenig. Okay, das ist ein guter Tipp. Sieht man irgendwo den Strombedarf? Müsste eigentlich irgendwo angezeigt werden, aber ich sehe ihn auch nicht. Doch, hier rechts 200 steht bei mir. Da steht 10. Da 120. Power Usage und diesen das, ja. Das ist quasi noch, wie viel noch frei hat, okay. Oh, da ist der Erste. Wen habe ich denn hier? Wer ist Leader? Ja, natürlich! Der ballert ja schon. Du bist ja direkt angegriffen hier. Ja, du bist ich hab gefragt, wollen wir rushen, wollen wir nicht rushen? Ich lauf doch erstmal. Hallo, nicht so schlecht. Insufficient. Irgendwas schießt hier, ja. Ich weiß aber, hä? Feuer. Meine Einheiten sind auch gestorben? Wo sind die denn hin? Die habe ich gekillt. Ich hatte keine Einheiten. Ich hatte eine Barracks. Ja, ich hatte Einheiten und die sind jetzt weg. Ja, weil ich die getötet habe. hast du gefällt? Ist doch logisch. Du hast sie ja auch mehr oder weniger. Nee, ich wurde gerade von Tobi angegriffen. Ach so, okay, ja, tut mir leid. Mann! Haben wir dich gerade gesandwiched? Ja, scheinbar, ja. Ich konnte gerade nichts machen. Da lachte Tobi nur dreckig, ne? Das kenne ich ja auch. Bitter. So kenne ich es von ihm. Ja, ja. Pass mal auf, wenn meine Harvester erstmal fertig sind, du, dann fahren die aber zu euch rüber und dann fahre ich alle. Dann fahre ich alle. Aber jetzt will ich nicht angreifen, okay? Nein, du musst nur ein bisschen gucken. Ey, die latschen so langsam. Ja. Building. Oh, wie lange dauert es das denn hier bitte? Hätte ich mir lieber das andere Ding kaufen sollen. Ah, ich kann auch. Construction complete. Schlaufuchs ich. Kannst auch Dinge verkaufen. Schlaufuchs. Deswegen, genau. Ich hab mal gedacht. Da kommen nämlich schon wieder welche, ich sehe sie doch. Unit lost. Yes, sir. Oh. Our base is under attack. Unit lost. Unit lost. So nicht. Ja, okay. Training. Ich hab mich gerade wieder aufgebaut. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Muss man Silos Unit bauen? Ready. Abnehmen ist ja, um halt Geld nicht. Alter, hier zu stehen Zivilisten Unit bei mir ready. Im Weg. Ich kann nicht bauen. Unit ready. Insufficient funds. Canceled. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit ready. So, ich bin wieder im Game, Leute. Ich bin auch im Game jetzt. Bisschen gedauert. Construction complete. Unit ready. Ja, warum kann ich das nicht bauen? Ah, man ballert doch, Leute. Warum lauft ihr dran vorbei? Unit ready. Awaiting orders. As you wish. Entschuldigen Sie bitte? Das ist der Sonderzug noch. Ah, ah, okay, interessant. Unit ready. Baut das doch bitte! Ready and waiting. Very Unit well. Ready. Of course. Construction Unit complete. Ready. As you wish. Acknowledged. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit sufficient funds. Unit lost. Acknowledged. Unit. Very well. So nicht, Simon. Scheiße. Das war überhaupt nicht gut. Unit ready. Unit lost. Das war ja richtig blöd. Unit ready. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schlecht läuft. Ich hab doch gesagt, ich bin wieder da. Ja, aber guck doch mal, was ich da hatte. Ich hab doch voll angegriffen hier. Jetzt kommt Tobi noch von der anderen Seite. Nein, ich meine nicht. Das finde ich absolut unfair, wenn ich dir jetzt in die Seite grätschen würde. Ich sehe ja schon. Ich sehe ganz genau, was hier passiert. Na, keine Sorge, ich bin vorbereitet auf euch alle. Unit ready. Ja, shit, ja, ich hab auch das Gefühl, dass du das ganz gut machst gerade. Unit ready. Frage ist, wer ist hier hinter mir? Da kam auf jeden Fall auch schon irgendwas. Ja, da kommt gerade ein irgendwas dran. Oh, ich hab keinen Power mehr. Upsi. Ah, wer sind die denn?
Du bist zu mir gefahren. In die Base. Ja, ich wusste nicht, dass du... Oh, scheiße. Und jetzt... Und was ist jetzt? Jetzt habe ich meinen... Hast du deinen Bau verloren jetzt? Ja. Ja. Das war's? Ja. Also ihr habt mit den Soldaten erkundet, wo das nächste Gold ist? Klar. Ja. In dem Moment, wo du den Sammler baust, dann kommen die ja... Dann fahren die automatisch in die nächste Richtung. Quasi, weißt du? Wusste ich nicht. Also ich dachte, mein Gold wäre jetzt gleich leer und ich muss nach Neuem suchen. Nee, die fahren einfach dann irgendwo hin. Wie zum Beispiel die gerade sterben. So nicht. Ja gut, ich gucke euch ein bisschen zu. Ich lerne beim Zugucken. Wie viele? Deswegen hättest du mich nicht angreifen sollen. Ich hab mich angegriffen. Oh, versuchst du es jetzt ernsthaft mit diesen Engineers oder was? Das ist ja wirklich schlimm. Nein, das stimmt gar nicht. Oh! Das war ja lame. Aber es war ein guter Versuch, muss ich sagen. Okay. War doch okay. Okay, dann sind wir jetzt Freunde und wissen, wo wir hingehen. Bau das doch weiter, Kollege! Wer scoutet denn nicht im Bauhof? Ja, jemand, der keinen Plan hat. Ihr habt alle schon Panzer. Ich muss mich jetzt verteidigen. Doch, Pflaumen August, ich hatte was gebaut. Ich habe generell das Gefühl, dass Infanterie super stark ist in dem Teil. Ja, es kommt immer auf den Mix an, ne? Schon ich hab ja noch was. Ja, ey, ich bin von allen Seiten immer nur angegriffen. Von links kommt Tobi, von oben. Du hast mal eine Scheißposition erwischt. Ich kann nichts machen. Okay, Chat, ich hab, ein paar Einheiten. Wen soll ich damit nerven? Simon. Ja, das war's. Ja, du bist auch relativ Anfänger, ne? Ja, ich kann nichts machen. Ja. Und du hattest eine Scheißposition, das ist ja doppelt scheiße. Aber immerhin hast du dich nicht selber umgebracht. Das ist schon, das mal, ist schon mal etwas. Das ist schon mal cool, ja. At once. Welche Farbe bist du, Krogi? Gelb? Ja. Und du kannst dich einfach ausbreiten, ne? Ja. Wer sind die denn da? Gibt es auch noch. Wer ist das? Es fällt euch jetzt ein! Ja, ich habe Walle über mir, den ich nicht kaputt machen möchte, weil ich ein bisschen traurig bin. Und doch, kannst du jetzt ja, weil wie soll man denn ohne Bauhof quasi weitermachen? Wenn du noch Engineers hast, kannst du theoretisch einen Bauhof einnehmen von einem anderen. Ah ja, das ist ja gut gelaufen. Unit ready. Dann bin ich ja noch gar nicht ganz raus. Yes, sir. Affirmative. Das ist doch voll die Armee, Walle. Ja, ja. Also, ganz blöd bin ich nicht. Nur ein bisschen. Unit ready. Reporting. Unit ready. Affirmative. Seht das doch. Seht das doch. Insufficient funds. Krogi ist ein Sneaky an. Sneaky am Wall. Ready and very well. Affirmative. Yes, sir. Moving out. Ready and waiting. Acknowledged. At once. Unit ready. Ready. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Yes, sir. Awaiting orders. Very well. Of course. Oh, Gott, agreed. Silos needed. Affirmative. Oh. Medic reporting. Yes, sir. Medic reporting. Spannend hier. Oh, nee! Reporting. Affirmative. Base is under attack. Oh, das klingt, als müsste ich jetzt abstauben gehen. Warte, rock das jetzt. Na klar. Ich gehe schnell zum Bauhof. Mit meinen Engineers. Was muss ich dafür bauen? Oh Gott, hier stehen War Factories. Was ist das? Oh Gott, da kommt Panzer raus. Okay, alle meine Leute sind tot. Ah, das war ja herrlich. Das war das letzte Selbstmordkommando. So, Steffen, wir schauen und lernen. Ach du, ich guck mal, was Krogi hier veranstaltet. Maxe. Aber wie hast du das gemacht, dass du die ganzen Maps siehst, wenn du tot bist? Ich hab surrendered. Ach so.
Unit ready. Das ist schlau. Insufficient funds. Anders. Ready and waiting. Unit ready. Eine Kroge Edi hat deine ganze Base eingenommen. Unit ready. Der kleine Sneaky Mann. Schnieke, ja. Krass, jetzt ist ja auch voll gut zu wissen, wie diese Map aufgebaut ist. Also, da sah man ja auch ein Vorschaubild, aber das konnte ich mir noch nicht so vorstellen. Die ist ja mega klein eigentlich. Ja, die ist super klein. Krass, sie sah nicht so klein aus, als ich sie ausgewählt habe, weil ich kannte sie natürlich auch nicht. Also, ich zoome mal weiter rein, weil im peripheren Sehen könntet ihr zu viel über eure Gegner bei mir erfahren. Oh, jetzt geht's hier aber los. Tobi unter Druck. Wird von zwei Leuten gleichzeitig angegriffen, ne? Nicht mehr. Boah, das ist ja ein ganz schön harter Kampf hier an der Brücke. Ja, die Brücke ist... Nein! Oh. Ja, ich not glaube, bad. Gewonnen. Unit ready. Yes, sir. As you wish. Unit ready. Oh, Tom, Unit Tom, ready. Unit ready. Unit ready. Weiß nicht, was geht, aber. Es geht alles. Insufficient funds. Was ist hier los? Was stagniert Unit hier? Unit ready. Ach so. Ah. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Building. Irgendwas stagniert. Stagniert was hier bei mir? Yes, sir. Unit ready. Vehicle reporting. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Yes, sir. Unit ready. Lost. More. Reporting. Waiting order. Geht Tobi in die Eco rein. Klar, wo sonst hin? Mann, ihr scheiß Sammler, warum fahrt ihr denn so? Fahr über die drüber! Das ist klar! Die Sammler sind immer noch scheiße! Haben sie schon immer, ja. Wie die halt nix können, ey! Ja, fahr doch nochmal mitten rein in die Scheiße, ey! Die dummen Sammler, ey. Oh, was für Blunzen! Unit lost. Cannot deploy here. Vehicle reporting. Acknowledged. Ah, die machen echt Damage. Die machen nicht genug Damage. Die machen verdammt viel Schaden für das, was sie sind. Die machen kein Damage. Ja, die machen echt gar kein Damage, ey. Die sind echt, ey, die Rocket Launcher Boys sind einfach super crazy, schnell. Ja. Ja. Unit ready. Nein! Aber wir müssen hier mal weiterkommen. Wir dürfen jetzt nicht. Ja, die machen Damage. Ja, ist gut. Ist gut gegen die Rocket Launcher. Ja, nicht so gut gegen die Panzer. Meine Güte, das war hier schon ein ganz schönes Mexican Standoff, den ihr euch hier. Ja, ey, weißt du, du kannst das halt ewig spielen oder du machst halt Krieg. Und so musst du es auch spielen. Also jetzt für uns, finde ich. Zwei sind schon raus. Ich finde, wir sollten immer noch mal den Multiplayer-Modus von Command & Conquer Renegade spielen. Das wäre toll. Gerne. Nein, Command & Conquer ist geil. Ich werde mal eher der Tiberian Sun spielen. Ah, Hammer. Unit ready. Insufficient Why? Funds. Because it's cooler. Because Sci-Fi. Unit ready. Oh, stehen sie zwei Mengen gegenüber. Sind angegriffen. Ja, ich hätte hier gerade Sandwich gerade. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit ready. Fuck. Unit lost. Na, Tobi, hättest du es gut da. Aber irgendwann ist das Gold alle. Ja, ja. Aber hier gibt's damit einen Hafen. Hier gibt's ultra viel von diesem Erz, Tiberium oder was es ist, keine Ahnung. Es ist echt viel zu viel. Aber, ja. Gesehen, ne? Was? Aha.
Ja, aber ist auch egal jetzt. Also ich bin so gut wie down. Oh, ich kann mir hier eure Armeen anzeigen lassen. Das ist ja sehr gut. Das ist voll der Pro Spectator Mode. Ich habe surrendered. Okay. Dann bleibt nur noch. So, Stand. Oh ja, auch schön. Ja, alles klar. Nicht, oder schön. Geile Map. Guck mal, wie eure Economy aussieht. Das ist ja nur geil gerade. Da bin ich gespannt. Da bin ich echt gespannt. Schön, dass wir so früh uns bekämpft haben. Das gefällt mir. Interessant, interessant. Okay. Wir sagen noch wenig. Unit ready. Meine Güte, Leute. Ready and waiting. Yes, sir. Unit ready. Ah, ich wollte drüber fahren über deine Leute. Deine Leute. Yes, sir. Unit ready. Schön. Schön dieses leisere. Ja, das, ja, das, wirklich. Und auf dem Schlachtfeld geht's richtig ab. Es wird geklickt. Klick, klick, klick. Ich hab einfach nicht genug Kohle, ey. Nicht genug Kohle. Ja, ganz schön scheiße, wenn einer die Sammler angreift, ne? Dann merkst du ja. Das ist schon scheiße, wenn man die ganze Armee verliert. Es ist, ja, weil die Leute aber auch nur Scheiße bauen, ey. Geilster Kommentar. Ja, ey, wirklich, die greifen dann mit die vier absoluten Holzbranken, ey. Und er macht damit seine Elite-Einheiten einfach alle nacheinander platt. Das ist doch nicht fair. Und ich raffe immer noch nicht, wie man drüber fährt. Ja, da kommt er. Nee, das ist er nicht. Das ist nur so ein. So, wie fahre ich denn da drüber? Geht nicht! Gleiches GPS. Hier, mach mal einer jetzt den Tobi platt! Ich meine, das ist auch. Du bist alleine! Gegen den? Ja! Du bist allein. Komm dann. Ja, ich dachte, wir sind hier noch am. Nein, wir haben alles aufgegeben. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch, Tobi. Ja, Tobi. Ja, Tobi. Wow, Tobi, voll geil. Wie du das gemacht hast. Ich wurde von drei Leuten erwischt. Wahnsinn! Hey, Tobi, go! Ich habe übrigens einen Score von 3. Ja, das ist wirklich so. Epic Fail. Schön. Ey, aber Tobi, Glückwunsch. Wirklich. Ja, wirklich. Das war schön. Das war schön, macht auch Bock. Und ich freue mich, dass wir eine relativ kurze Runde Command & Conquer hinbekommen haben. Nach dem Unreal Tournament. Oh ja, ja. Braindead. muss man schon sagen. Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, das war für mich persönlich eine sehr, sehr schöne Episode Jugendzimmer, weil dieses LAN-Feeling kam rüber und das kann man sich nicht immer so, das kann man nicht konstruieren. Entweder klappt oder nicht. Deswegen fand ich es geil. Ich gehe enttäuscht nach Hause und habe nur Dreck gegessen. Das ist oder? Jede LAN-Party. Genau so war es. Fabi, wie hat es dir gefallen? Ich fand es ganz fabelhaft. Natürlich haben große Klassiker wie Flatout 2 und Trackmania gefehlt. aber Blobby Wolly. Blobby Wolly, klar. Ist immer schön, natürlich mit einem Sieg wenigstens nach Hause zu gehen. Deswegen habe ich überhaupt nicht geärgert über meinen Epic-Fail hier. Ist ja auch ein bisschen witzig. Und fürs nächste Mal weiß ich aber, scheiße, ich muss die Nummer hier üben, um nicht nochmal so kolossal zu versagen. Aber es war cool, euer Match zu beobachten. Von daher, das LAN-Party-Feeling kam rüber, auf jeden Fall. Tobi, kommst du mal wieder? Klar, wenn ich eingeladen werde. Ja, du bist immer. Die Frage ist, was zocken wir? Also, Multiplayer-Games bin ich mal dabei. Sofort. Ja, wir sind jetzt ja gerade in deiner Bude, also von daher, ne? Ja. Wir haben ja gar nicht diese PCs zu Hause. Wie soll das gehen? Das geht ja nur bei dir. Das geht halt nur bei dir, Tobi. Mutti Tobi macht leider was zu essen, alles gut. Oh, yes. Ich hab mega Hunger. Geil, Mutti Tobi ist die Beste. So, Steffen, was sagst du heute? Ja, war lustig, ne? Wann 24 Stunden? Wann 24 Stunden LAN? Warum muss es immer in diese Extreme gehen? Seit wann sind wir in diesem Extrem? Ne? Ja, wirklich. Was soll das? Wann machen wir das nackt? 24 Stunden. Wann der Bildstream aus der Badewanne. Wirklich. Wir sind doch jetzt schon völlig fertig. Ja. Wie sollen wir das in 24 Stunden UT spielen? Ja, lieber weil Steffen? Wir hier Blobby Wolly gespielt haben und das uns die Lebenskraft aus den Adern gesaugt hat. Ja, das war's jetzt wieder. Wann kann uns der Chat einen Elektroschock speisen? Wann ist es soweit? Ja, ich denke mal, nächstes Mal. Nächstes Mal Jugendzimmer muss es soweit sein. Chat, ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht.
gemacht. Ich kann es gerade nicht genau sehen, weil der Bildschirm ist gerade nicht an. Der ist eben ausgegangen in Standby-Mode, weil wir schon so lange zocken. Aber ich gehe davon aus, dass genau jetzt viele Herzen reinkommen. Spätestens dann, wenn ich sage, danke an die Regie, danke, dass ihr so schön betreut habt. Also jetzt Herzen, Herzen. Nee, ich gucke gerade in den Chat, da steht nur alles Rentner. Alles Rentner. Gucken, ey, nix Rentner. Nein, natürlich, jetzt kommen die Herzen, ja, ein bisschen Delay. Wir sind fresh, ja, Mann. So, und Leute, bitte kommentiert das VOD und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann tut es bitte. Sonst schreibt einfach gar nichts. So. Oder seid ehrlich, wir wollen. Das ist richtig. Das ist richtig. Und für alle Leute, man kann es auch mal sagen, die Lust haben, so euch eine Sendung zu supporten. Man kann jetzt, habe ich mir sagen lassen, wenn man dem Supporters Club beiträgt, angeben, wofür. Ja? Du kannst angeben, wofür du die Spende da lassen willst. Jugendzimmer. Kreuz das Jugendzimmer an. Ich glaube, Jugendzimmer ist so nischig. Ich glaube, das hat gar keine Rubrik. Ich glaube, das müsst ihr einfach händisch eingeben. So. Aber macht das. Sonstiges. Bitte. So. Letztes Wort übergebe ich dieses Mal an Simon Kretschmer. Oh, ja. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wird dann auch nochmal Command & Conquer gespielt? Lohnt es sich zu üben oder ist das alles so? Na, ja, üben oder was auch immer. Aber ich freue mich wirklich aufs nächste Mal. Das wird dann wieder geil. Ja, tipptopp. Letztes Wort war das. Also bis lieben. Tschüss. Schönen Abend euch. Ciao. Ciao.